So, hallo, hallo, Test, Test, Test. Jawohl, es funktioniert alles sehr schön. Ich drücke direkt einmal auf Welt betreten. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Nachdem ich weiß nicht, wie lange weg war, einen Monat bestimmt. So, erstmal die gute Musik anmachen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Check das ganz kurz. Sieht super aus. Mal fast noch ein bisschen lauter machen. So, auf meinen Kopfhörern passt das. Auch alles ist super, ja, perfekt. Ja, perfekt. Boah, so, ich weiß, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich genau stehen geblieben bin. Also, ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt sozusagen ein Jahr lang WoW-Abo für nix bezahlt. Ein Jahr, sage ich schon, einen Monat lang das WoW-Abo für nix bezahlt. Aber naja, die Zeitpunkte, wann man wie bezahlt, sind ja auch immer unterschiedlich. Ich wusste auch nicht, wann und wie ich wieder Zeit habe. Ah, ich habe es. Es lohnt sich, ne, wenn ich sowas mache. Ich habe mir extra eingestellt, die Matistra-Relikte wollte ich machen und ich befinde mich auch direkt auf dem Weg dahin. Perfekt, dann kann ich einfach ein bisschen was umklatschen und mich in der Zeit wieder ein bisschen einfinden. Platz im Inventar habe ich. Boah, weiß ich das noch? Die Commands, Console, Action Cam. Nicht Aktio Cam. Action Cam. Full. Ich will es natürlich Vollgas haben, ne? Annehmen und. Focus off war das, glaube ich. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich immer noch ausgestellt habe. Und sieht gut aus. So, ich probiere gleich mal, ob ich das alles noch kann. Hier ist Zorn. Jetzt Sternregen. Boah, ich muss ja erzählen, ich habe jetzt die letzten Tage immer so viel Bock gehabt, irgendwie mal wieder WoW anzufangen. Und das größte Problem ist, das Problem, das habe ich immer gehabt und immer wieder gehabt. Ich hatte einfach riesen Bock, einen neuen Charakter anzufangen. Ich dachte, ah, jetzt habe ich so lange nicht mehr, war ich so lange nicht mehr dabei. Jetzt fängst du wieder neu an und alles. Ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen dazu zwingen, hier mit der guten Azuria ein bisschen weiter zu spielen. Aber jetzt, wo ich einmal drin bin, geht das, glaube ich, relativ schnell. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich irgendwie einfach so einen 1-Stunden-Stream machen soll, wo ich einfach eine Stunde lang nur kirschnere. So ganz blöde Ideen hat man dann im Kopf, was man alles theoretisch machen könnte, weil man will natürlich irgendwie weiterkommen, ne? Und ja, jetzt ist es so, dass wahrscheinlich der Pre-Patch bald rauskommt, wo ich eigentlich dann ein bisschen das Retail-WoW zocken wollte, wenn es dann soweit ist. Aber ich habe auch noch so extrem Bock auf diese Hardcore-Challenge hier. Ja. Und, wie soll ich sagen? Jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich sowohl heute als auch die nächsten Tage höchstwahrscheinlich für eine relativ lange Zeit immer genug Zeit, ein bisschen zu zocken. So. Ich werde jetzt auch einfach mal zwischendurch so ein paar einzelne Noten hier umklatschen, die ein paar Level unter mir sind. Einfach nur, um wieder reinzukommen. Nachdem ich jetzt wirklich so lange nicht da war. Wahrscheinlich kann ich den Druiden gar nicht mehr spielen. Also ich weiß noch, ich habe bei den Talenten das eine Ding mit Griff der Natur oder Zorn der Natur oder so mitgenommen, dass die Wucherwurzeln auf eine Chance bei Nahkampfangreifer prockt. Das weiß ich noch, das versuche ich auch durchgehend zu benutzen. So viele Fähigkeiten waren das gar nicht, die der Druide beherrschen muss, ne? Geht eigentlich an. Geht eigentlich an. Gute Musik im Hintergrund ist gerade so hell und freundlich und majestätisch eigentlich, so episch fast. Und hier ist alles so dunkel, düster, hardcore-mäßig. Aber es passt trotzdem irgendwie, ne? In der Musik, die gaukelt dir da gerne mal was voll. Das ist so ungefähr, wie man jetzt, weil es halt einfach von Heroes of Might and Magic 3 ist. Das ist dann so, als wenn du mit deinen. Du bist halt in dieser Burg drin. Also ich glaube, es hieß sogar Burg, ne? Also Fortress, ne, nicht Fortress auf Englisch. Wie hieß es auf Englisch? Castle. Also Schloss, genau. Du warst in diesem Schloss drin und du hattest halt lauter Dämonen und Skelette und sowas dabei und hast halt trotzdem diese Musik gehört, ne? So ungefähr fühle ich mich jetzt gerade. Ich werde mir jetzt trotzdem noch mal einmal kurz die Quest anschauen. Matistra-Relikte. Bringt 6 Matistra-Relikte zu Ulu. Der ist ganz im Süden. Das Pergament, das ihr in der Meisterklebe gefunden habt, ist eine Seite aus einem alten Text, geschrieben von Elfen. Es ist übelst verflucht, ich erinnere mich, und besudelt von der Verderbnis des Clans der Twilight Hammer. Aber es scheint, als würde der Kult alte Elfenmagie benutzen, um seine alten Lords in unsere Welt zurückzuholen. Reist zu den Ruinen im Nordosten und sucht nach alten Relikten unter dem Gras und den zerbrochenen Steinen, indem wir sie studieren. Ah, okay. Und der Turm von Altalax, da bin ich doch auch hier, oder? Der Turm, das ist doch hier.
Ja. Was war das für eine Quest? Schafft einen leuchtenden Seelenedelstein und bringt ihn Delgrin, dem Läuterer in Mestras Posten. Oh, Mestras Posten, das war doch im, ich kenne die ganzen Namen schon nicht mehr. Eschenvale, im Eschental. Altules Brief verkündet Unheil. Dieser Kult des dunklen Strangs ist mir ein Dorn im Auge, der entfernt werden muss. Ich hatte nordöstlich von hier in Ordil Aran schon einmal mit dem Abschwung des... Einer seiner Mitglieder besitzt einen Seelenedelstein, der, wie ich glaube, das Geheimnis der Macht des Kults enthält. Bringt ihn mir. Dann kann ich die darin zu findenden Geheimnisse entschlüsseln. Okay, ich weiß jetzt leider nicht, der Kult des dunklen Strangs. Hießen die so? Muss ich hier jetzt einfach nur random Leute? Fanatiker des dunklen Strangs. Ja, okay, die hießen tatsächlich einfach so. Gut, das heißt, nachdem ich jetzt Buff-Food und sowas reingehauen habe... Ach, das kennt man noch alles. Boah, das ist so schön, das alles wieder machen zu können. Werde ich tatsächlich erstmal diese Fanatiker des dunklen Strangs umklatschen. Und dann werde ich mit den Ruinen, mit den Matistra-Relikten da hinten weitermachen. So, Dornen bitte rein. Mehr hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ne? Lass mich nochmal kurz checken. Das kann hier raus. Verzauberter Mondpirscher-Umhang. Nee, ich glaube, mehr Buffs hatte ich tatsächlich gar nicht. Fiedenfeuer verringert die Rüstung. Das ist eher als Bär interessant. Winterschlaf zwingt das feindliche Ziel, bis zu 20 Sekunden lang zu schlafen. Funktioniert nur bei Wildtieren und Drachen. Ich glaube, die Verwandlung von den Magiern war damit am besten, weil die bei Humanoiden und Wildtieren wirkt. Was so ungefähr so gut wie alle Gegnertypen mit einschließt. Also vielleicht Murlocs, wobei Murlocs gelten auch zu Humanoid tatsächlich, ne? Auch in den Bär verwandeln, bitte. Fluch, was? Fluch der Heilung? Ach so, Chance, ein... Irgendwie bringt der überhaupt nichts. Weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich diesen Fluch drauf hatte, ich habe Gegner nie geheilt. Gut, ich hoffe, ich werde jetzt mal eines... Das heißt, ich hoffe, höchstwahrscheinlich werde ich jetzt gleich eines Besseren belehrt. Schauen wir doch mal. Welches Level sind die denn? 17, 16. Also durchaus ein paar Level unter mir. Sollte also eigentlich kein großes Problem sein. Kommen zu zweit. Ja, das habe ich befürchtet. Demoralisieren, das Gebrüll gleich reinhauen. Einmal betäuben. Kostet zwar alles Wut, aber drückt ein bisschen den Schaden runter. Was ist das hier? Trank. Ach, das... Ach, ich erinnere mich. Ich habe mir so ein Trank-Makro gebastelt, dass ich als Bärform einen Trank nehmen kann. Was sehr, sehr wichtig ist übrigens. Ich muss jetzt gleich mal schauen, was ich für einen Trank angegeben habe. Also welchen Trank ich nehmen sollte. Ja, ich muss hier ein bisschen reinkommen, ne? Man merkt, ich war wirklich einen kompletten... Ich habe auch einen kompletten Monat lang nicht WoW gespielt. Eigentlich echt krass. Sowas passiert leider immer mal wieder bei mir. Wenn das so weitergeht, komme ich jetzt gleich in die Trank-Range, ne? Ne, hat noch alles gepasst. Noch alles gepasst. Bitte gleich mal nachwachsen. Ich habe den besten Heilungszauber gleich hier. Moment mal. Heilende Berührung macht halt ein bisschen mehr. Verjüngung halt noch sehr wenig. Es ist beides auf Rang 3. Nur nachwachsen ist noch Rang 2. Hält aber trotzdem insgesamt das meiste. Kostet aber halt doppelt so viel. Also Mana-effizienter ist aktuell heilende Berührung. Damit bin ich, glaube ich, auch schneller voll als mit Nachwachsen. Wobei, wenn ich das zweimal caste, habe ich mehr Mana verbraucht. Nö, also Mana-effizienter ist tatsächlich Nachwachsen. Zumindest, wenn ich nicht im Kampf bin, wenn ich mich nicht im Kampf befinde. So, ich wollte jetzt kurz nochmal bei den Makros checken. Habe ich da eingegeben, use geringer Heiltrank, okay. Also gleich den besseren, perfekt, perfekt. Denn wenn ich schon auf das Trank-Makro drücke, dann wird es wohl irgendeine Notsituation sein. Da ist es immer ganz gut, wenn ich da dann den besseren habe. Ich muss also übrigens sagen, es ist super, dass das hier mit den, ich bin kein Magier, hallo, ich bin Druide, so, dass das mit den Addons jetzt einfach so ohne Probleme funktioniert hat. Da hatte ich schon größere Probleme mal damit, wenn ich einfach nur das Spiel gestartet habe. Jetzt, nachdem ich einen Monat lang nicht da war, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die nicht, ich drücke mal auf Tab und dann erscheint so eine Lebensleiste. Ich habe bald keine Ahnung, wo die ist.
probiere gerade so ein bisschen der Musik zu lauschen. Denn sie ist doch, doch sehr dezent im Hintergrund bei mir. Jetzt habe ich keinen Mana mehr für Bärengestalt. Oh, oh, oh. Pass auf, dann machen wir das mal so. Na los, Bunkerwurzeln. Perfekt, hat funktioniert. So. Wobei, da hätte ich jetzt tatsächlich auch Wucherwurzeln casten können. Ne? Das wäre jetzt auch kein so großer Unterschied gewesen. Habe ich irgendwas um Mana zu recken? Ja, hier, 10 eiskalte Milch. Sehr gut, dann hau rein damit. Ich muss mich da tatsächlich noch ein bisschen umgewöhnen, dass ich ruhig, ohne Probleme irgendwelche Sachen zum Mana auffüllen trinken kann. Nicht so wie beim Paladin. Oh, so. Ist hier noch mehr? Nein. Ah, ich brauche hier so Ewigkeiten, um die einzelnen Fanatiker umzuklatschen. Ich habe jetzt bald schon wieder Angst vor dem Respawn hier. Hier ist jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Da siehst du mal. So, zweimal Zorn und einmal... Feenfeuer, sage ich schon. Mondfeuer sollte vollkommen ausreichen. Da muss ich, glaube ich, gar nicht mit Krampf probieren, noch ein drittes Mal irgendwie Zorn draufcasten zu können. Ich glaube, zwei reicht vollkommen aus. Vor allem bei dem niedrigen Level, den das die haben hier. Ich habe mir jetzt auch noch so ein paar Videos von Willy angeschaut. Wily oder wie der heißt. Willy E. Ich sag immer Willy E, weil er auch so ein komisches E in der Namen hat. So ein YouTuber, der auch alles mögliche an Classic-Videos raushaut. Finde ich relativ geil. Englischsprachig mal wieder. Bei dem habe ich mir das mit einem Druiden angeschaut. Playing to your class's strength. Also spiel die Stärken deiner Klasse aus. Und irgendwie hat der bloß erzählt, wo man irgendwie Gold farmen kann. Huch, nein, 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 nicht zwei gleichzeitig. Oh, oh, oh. Schaffe ich das? Jetzt habe ich überhaupt nicht... Die Musik passt gerade so super. Ja, die Musik ist halt auch einfach super. Ich habe mein Trank-Makro, ne? Sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Wie viel heilt das? 140 bis 180. Ich habe 765 Lebenspunkte. Leider nicht so viel. Ausweichen. Na komm schon. 14. Die machen immer nur so 2% Schaden. So, ich glaube, ich brauche mein Trank-Makro. Ja, habe ich definitiv gebraucht. 30% Leben noch. Ich überlege gerade, ob ich mich manuell zurückverwandeln sollte. Das ist jetzt zu knapp gewesen. Viel zu knapp. Aber ich habe noch 19% Leben, 16% Leben. Die macht immer 2% Schaden, das heißt mit einem Crit 4. Genau. Das geht sich locker noch aus. So, aber jetzt dringendst hochheilen. Ich mache das jetzt auch zweimal mit heilender Berührung. Denn ich brauche im Moment die volle Heilung. Diese Musik dazu hängt. Als kleines Kind, immer wenn ich diese Musik gehört habe, ich habe genau gewusst, den nächsten Kampf verliere ich. Ungefähr gut. Inzwischen ist das ein bisschen besser geworden. Inzwischen bin ich halt ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener geworden. Ne? Man ist halt nicht mehr 9 Jahre alt und spielt Heroes of Might and Magic 3, sondern ist ein bisschen älter geworden. Und kann jetzt schon MMORPGs zocken. Aha. Oh, diese schöne Musik. So, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit auf der Musik herumreiten, ne? Aber ich finde es so super, es ist eine so extrem geile Abwechslung, hier einfach mal was anderes, was Neues zu haben. Für mich persönlich auch beim Spielen jetzt einfach richtig, richtig geil. Ich überlege jetzt gerade, ob tatsächlich diese eine Saattür diesen leuchtenden Seelenedelstein hat. Es gab hier irgendeinen namhaften Saattür, aber ich glaube, der bringt überhaupt nichts. Bei dem habe ich letztes Mal sogar gegoogelt und da hätte ich dann herausgefunden, wenn der für irgendeine Quest gewesen wäre. Daran würde ich mich jetzt höchstwahrscheinlich noch erinnern, wenn ich da mal herausgefunden hätte, der ist für eine Quest. Und ist er nicht. Und ich habe es wenigstens richtig gemacht, dass ich mich nicht im Gasthaus ausgelockt habe, sodass ich nicht haufenweise Rested XP bekomme. Ich habe noch ein bisschen Rested XP bis hier, habe ich noch übrig, ne? Aber ja gut, das ist halt der Bonus, den man kriegt, wenn man einen Monat lang nicht gezockt hat. Dann kriegt man hier 3 Balken geschenkt. Ist halt überhaupt nichts, ne? Halt wirklich gar nichts. Aber man kriegt es geschenkt, also nimmt man es gerne mal mit. Probier jetzt Verjüngung rein. Kostet, glaube ich, am allerwenigsten Mana, oder? Ja gut, so viel weniger. Kostet 75% von heilender Berührung. Also jetzt gar nicht so wenig. Ich habe jetzt gemeint, dass es nur 50% von heilender Berührung kostet. Aber wir sind auf demselben Rang. Also das bleibt wahrscheinlich bei ungefähr, bei circa zumindest 75%. Ich muss das alles noch lernen, ne?
muss das hier alles noch lernen. Mann, und ich habe so extrem Bock auf diese Hardcore-Challenge, dass ich jetzt auch nicht weiß, wenn der Pre-Patch kommt, ob ich dann direkt, ja, ob ich dann direkt irgendwie einen Charakter auf Level 50 hochziehen werde. Weiß ich noch nicht. Oder ob ich hier bei der Hardcore-Challenge weitermache. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich bin mir hier eh komplett unsicher, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass ich richtig Bock habe, aber auf 10.000 verschiedene Sachen. Und die dauern alle relativ lange. Jedes MMORPG dauert relativ lange, aber Herr der Ringe Online hätte, könnte, wollte ich eigentlich irgendwann nochmal weiterspielen. Oh nein, wenn der Satyr jetzt auch noch dazu kommt, dann habe ich aber ein großes Problem hier. Muss ich ja sagen. So, gegen zwei Gegner gleichzeitig kann man noch Wutanfall einsetzen. Habe ich mal gelesen. Ich möchte nur ein bisschen weg von dem Satyr hier. Der darf nicht auch noch mit dazukommen. Komm schon, mit Hieb umklatschen, das muss funktionieren. Sehr gut. Und jetzt sollte ich mich ganz dringend hochheilen. Bucherwurzeln. Diesmal ohne Proc. Diesmal muss ich nicht auf den Proc hoffen, sondern diesmal kann ich mich gleich hoch, so komplett hochheilen. So, dann nochmal Mondfeuer drauf für ein bisschen Dot und dann weiter geht's im Nahkampf. Zack. Das Coole ist, sie kriegt ja trotzdem noch Schaden durch die Bucherwurzeln, auch während ich schon im Nahkampf mit ihr bin. So, das hätte ich vorher auch so machen sollen, ne? Ich war wieder ein bisschen zu gierig. Wollte wieder dazulernen, dass man gerade bei so einer Hardcore-Challenge nicht zu gierig sein sollte. Überhaupt nicht. So, jetzt habe ich Angst davor, dass dieser Satyr einfach direkt wieder herkommt. Okay, die hat mich schon gesehen. Ich wollte mich gerade zurückverwandeln. Wer bist du denn hier? Stufe Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, Stufe Fragezeichen, Fragezeichen. Nur zweimal. Warte, das kann doch nicht von dieser Quest sein. Nee. Ich lese mir jetzt doch mal ganz kurz diese Quest hier für mich durch. Warum heißt diese Quest überhaupt der Turm von Alter Lachs? Da steht doch... Ich bin auch so doof, ne? Da steht nämlich, in Ordil Aran gibt es das. Warum heißt die Quest dann der Turm von Alter Lachs, wenn ich, ich Teufelswald... Schenwell? Schental? Hier ist doch irgendwo Ordil Aran. Hier, oder? Ja, genau. Ich muss hier gar nicht hin. Na super, aber ich glaube, das habe ich gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Und ein bisschen Grinding schadet ja auch nicht, ne? Ich habe sogar noch 22 Wutpunkte übrig. Super, die kann ich gleich noch sinnvoll einsetzen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich habe auch ein bisschen Lootpech, ne? Ich habe ja nichts gefunden. Habe ich die gefunden? Bin ich doof? Ich habe nicht gecheckt, dass ich mal eine grüne Hose bekommen habe. Aber 4 Beweglichkeit gegen 4 Willenskraft. Nee, lass mal. Als Druide bleibe ich da lieber bei Beweglichkeit. Rolle der Intelligenz, kann ich die direkt einsetzen? Nein, ich muss mich natürlich zurückverwandeln. Sollte so ein Makro... Kann man ein Makro machen, dass immer, wenn dieser Text erscheint, ihr könnt das nicht tun, solange eure Gestalt verändert ist, dass man in dem Moment automatisch seine Gestalt verändert? Ich glaube, sowas kann man nicht einfach schreiben. Ne? Also nicht spielintern hier im Makro. Da müsste man, glaube ich, ein bisschen was an den Spieldateien verändern oder da umschreiben. Oder zumindest da hineinschreiben. Und das soll man ja nicht. Zu Recht. Zu Recht. Ich überlege gerade, was das für eine Musik ist. Ich glaube, das war auch die Musik von irgendeiner Stadt. Oh, ich bin jetzt gleich schon unter der Hälfte. Die ist aber schon nur noch bei 30%. Das heißt, sobald eine tot ist, kriege ich nicht mehr so schnell Damage. Warum fliehen die eigentlich nicht, sag mal? So, dann Wucherwurzeln. Wie viel Damage kriege ich jetzt? 5. Das heißt, in Crit 10, ich habe noch 19 übrig. Also alles noch im Rahmen. Es hätte nur nichts Ungeplantes mehr dazu kommen dürfen. So, dann einmal hier. Noch ein bisschen mehr Dot drauf und dann geht's als Bär weiter. Jawohl, ja. Wutanfall haue ich auch rein. Einfach so schnell wie möglich hier umklatschen. Gut, aber dann brauche ich mich gar nicht so wirklich beschweren, ne? Vom Loot her meine ich jetzt.
Dann, naja, eine Waffe, die ist eigentlich immer ein bisschen was wert. Ein grünes Ding habe ich bekommen, Muster, dunkle Ledertunika. Die wollte ich behalten für mich später, ne? Bringt mir die aktuell denn was? Drei Ausdauer für zwei Beweglichkeit austauschen. Das was? Lederverarbeitung 100. Wie viel habe ich denn? 86. Also da komme ich eigentlich bald hin. Ich habe 64 leichtes Leder. Ist eigentlich eh total bescheuert, ne, dass ich humanoide Mobs grinde, sodass ich jetzt Leinenstoff und Wollstoff en masse... Ja, okay, en masse, en masse nehme ich mal wieder zurück. Aber dass ich überhaupt Leinenstoff und Wollstoff bekomme und halt einfach nichts mit... Ja, viel zu oft schon wieder M, ne? Muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Und halt nichts mit Leder. So, das Problem ist jetzt diese Matistra-Relikte. Die Nagas, die hier herumlaufen, die sind sehr viel stärker als die komischen Fanatiker des dunklen Strangs da hinten. Level 19, Myrmidone der Wurmschuppen. Entdeckt die Ruinen von Matistra. Da war ich bisher noch gar nicht, oder? Nee, ich glaube, das stand vorher noch nicht da. So, dann würde ich sagen, ist es erstmal Zeit, sich durchzubuffen. Ich war jetzt echt nur eine Viertelstunde bei denen, denn ich habe ja den Foodbuff erneuert, bevor ich angefangen habe, diese Fanatiker da umzuklatschen. Das waren jetzt nur 15 Minuten. Ging ja dann doch relativ schnell hier. Gut, Dornenbuff, den habe ich komplett vergessen, glaube ich. Wäre eigentlich wichtig gewesen, ne? 6 Naturschaden bei Angreifen ist schon relativ viel. Ich mag den Dornenbuff auch generell sehr, sehr gerne, muss ich ja sagen. So, diesmal habe ich tatsächlich 3-mal Zorn draufgehauen. Das ging einfach. Ich hatte einfach die Zeit, das zu tun, ne? Das Problem ist jetzt eher, dass das relativ viel Mana kostet. Warum hat der Bär sich da jetzt gerade mitgedreht? Ich habe doch mit links geklickt. Kamera. Warum gesucht? Yeah, man. Ah, die hauen ab. Okay. Gut zu wissen. Toll, dass die Menschen nicht weglaufen und die Nagas schon. Oh nein, Muscheln. Brauche ich nicht Muschelfleisch zum Kochen? Krebsküchlein? Nee, da brauche ich Kriecherfleisch. Ah, doch, gekochte Muscheln brauche ich auch. Esse ich sogar mehr oder weniger die ganze Zeit. Bringe die denn wenigstens 4? Ja, die bringen schon 4. Und mit 6 habe ich noch nichts, ne? Die Krebsschere bringt sogar nicht mal Buff. Ach, das ist einfach nur zum Punktesammeln gewesen, ne? Ich erinnere mich. So, es ist inzwischen 9 Uhr. Diese Zeit fange ich normalerweise an. Ich bin jetzt gerade ganz froh, dass ich ein bisschen früher angefangen habe. Ich werde jetzt dann auch bald mal die Twitch-Sachen ein bisschen aktualisieren bei mir. Beziehungsweise den Streamplan auch mal wieder reinhauen. Soll ich das live machen? Ja, das mache ich hier live, wenn ich mal wieder einen großen Weg vor mir habe. Also sprich, wenn ich wieder auf dem Boot bin oder im Greifenmeister unterwegs bin. Ist auch noch da. Sehr cool. Diese kurzen Soundruckler, Soundaussetzer und generell, dass alles ein bisschen wackelt. Das ist immer noch da. Ach, das ist der Turm wieder da hinten. Ich wollte gerade sagen, das sind doch gar keine Nager da. Und die Matistra-Relikte, die muss ich, glaube ich, von Hand irgendwo aufsammeln. Ne? Also die droppen nicht von den Nager oder eventuell zu einer sehr geringen Prozentchance. Ich glaube aber, die muss man so von Hand aufsammeln. Guck mal, ob ich hier unten irgendwo was sehe. Das hier, ne? Ja, genau. Boah, ich erinnere mich tatsächlich noch so ein bisschen dran. So, hallo Myrmidone. Bei dir geht jetzt aber nur 2-mal Zorn, denn du bist ein bisschen zu nah dran. Genau. Hast eventuell wieder ein bisschen mehr gegangen. Boah, das ist die schöne Musik von der Rampartburg. Ich weiß leider nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Schutzwall, glaube ich, ne? Die Namen auf Deutsch sind halt leider total kacke. Wahrscheinlich sind die auf Englisch genauso kacke, nur als Non-Native Speaker ist das gar nicht so kacke. Aber diese Burg war großartig, denn ich muss sagen, die grünen und goldenen Drachen, die stärksten Einheiten von denen, das sind die meiner Meinung nach mit am geilsten designten Drachen, die ich je gesehen habe. Richtig cool. Und gerade noch ihr Gebäude, wo man die ausbauen kann, dieser Drachenfelsen, der hat für mich so viel Raum für da hinten ist noch ein Relikt. So viel Raum für Fantasie gelassen, was es da alles Geiles an diesem Drachenfelsen gibt. Und es gibt sehr, sehr viele Drachen in diesem Spiel. Und ich finde die goldenen Drachen mit die allergeilsten, wo gibt. Überhaupt in allen Spielen, die ich so gesehen habe. Richtig, richtig geil. Ich finde generell die ganzen Artworks von Beast of Might and Magic 3 einfach großartig. Einfach
Ich hab da früher so lange diese Anleitungen durchgelesen und mir diese Artworks in den Anleitungen angeschaut und mir die Werte auswendig gemerkt und boah. Und ich war echt noch jung. Ich hatte richtig Bock auf das Spiel. Und auf die Fantasie dahinter und auf diese ganzen Kreaturen. Großartig. Eine Katzenstatuette. Ist das auch ein Relikt? Oder ist das was anderes? Was ist das? Geistersäbler Level 20. So, gleich Bärenform. Als Bär sollte ich eigentlich relativ gute Chancen gegen die Katze haben, vor allem mit der Dornenaura. Oh, und die Musik gaukelt mir so schön ruhig und Frieden vor, ne? Ruhe und Frieden. Ich muss ganz kurz mal rauschecken, was das ist. Rampart Towns. Ja doch, es hieß Rampart. Okay. Und sie hatten auch mit die stärkste Einheit im ganzen Spiel, nämlich diese tollen Bogenschützen, die doppelt angreifen können. Es gab, glaube ich, nur zwei Einheiten, die doppelt angreifen könnten. Und das waren einmal Stufe 2 Bogenschützen und das waren halt die Stufe 3 Bogenschützen, die doppelt angreifen könnten. Du hast dann zwar von, war dann weniger bekommen, von der reinen Anzahl her, aber naja. Konnte ich gerade eine Geisterkatze Kirschnern? Und warum ist dieser Säbler da rausgekommen? Denn ich meine, ich habe kein Relikt bekommen dafür. Bitte Verjüngung reinhauen. Das sollte reichen. Und die ist Fernkämpferin? Ja, die ist Fernkämpferin. Mist. Dann gleich als Bär, denn der magischen Seite halte ich halt leider echt wenig aus. Den nächsten Frostblitz werde ich unterbrechen mit Hieb. Zack. Jawohl. Da hinten ist der Myrmidone schon bereit, den Kampf dazu zu stoßen. Na komm her hier. Jawohl, aber soll jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur um Heroes of Might and Magic 3 gehen, aber bei dieser Musik kriege ich einfach was, ne? Eventuell genauso wie der gute Kargos, der die ganze Zeit, ich glaube immer noch, das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, hatte der immer noch Age of Empires 2 Musik drin. Passt auch geil, werde ich vielleicht auch irgendwann mal reinhauen. Age of Empires 1 Musik könnte man auch machen, wenn man so ganz gemütlich herumgrindet oder so. Ist eigentlich auch eine richtig geile Hintergrundmusik. Hab auch mal bei Burning Crusade Soundtrack reingeschaut, ob ich irgendwie den Burning Crusade Soundtrack hier mal anmachen kann. Denn ist halt WoW Soundtrack, ne? Könnte dann auch ganz gut passen. Aber irgendwie hat der Soundtrack so gesehen fast nichts. Ja, das ist in erster Linie die ganze Zeit nur so ein Gerausche und Gedröhne. Momentan ist voll. Leuchtende Katzenstatuette. Beschwört ein Geister selber, der 10 Minuten lang für euch kämpft. Richtig geil. Dafür habe ich das gehabt. Sehr geil, Geistersäbler, ein Wächter. Wie cool ist das denn bitte? Was ist das? Wahrsagefiole. Habe ich die Quest nicht schon erledigt? War das nicht die Wahrsagefiole für den Satyr hier bei Cliffspring? Der Satyr, der dafür verantwortlich war, die ganzen Furbolgs zu verderben. War das nicht das? 10 Minuten lang ist der Geistersäbel aktiv, ja? Ich kann ihm leider nicht befehlen, anzugreifen. Er wartet anscheinend auch, bis ich in den Nahkampf gehe. Tanken kann er auch nicht. Ja gut, Tank bin ja ich, ne? Aber es ist egal, ob ich Tank bin oder nicht. Es ist immer gut, wenn irgendein NPC oder von mir aus auch SC tanken kann. Hauptsache jemand anders tankt als ich, ne? Egal wie lange der das durchhält. Aber mit dem Geistersäbler meiner Seite fühle ich mich jetzt einigermaßen sicher, muss ich sagen. Wie viel Damage macht der denn? Macht der diese 22 Damage? Das ist relativ viel. Der macht fast so viel Damage wie ich. Das ist ja hammergeil. Sehr cool. Ich kann nicht mehr. Will mehr von diesen Geistersäblern haben. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr für Dinge. Für Muscheln. Deswegen machen wir das Ganze so. Kann ich den Geistersäbler so schon draufschicken? Nein, aber sie greift mich schon an. Okay, zurück in die Bärform. Kannst du mithelfen? Ach, der wurde angegriffen von dem Frostblitz. Denn Frostrüstung hat die ja nicht, oder? Doch, hat sie. Ach, dann war das vielleicht doch nur die Frostrüstung. Boah, der Geistersäbler ist ja richtig cool. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es so einen Geistersäbler hier einfach gibt dafür. Super. Richtig super. Aus irgendeinem Grund ist die Quest mit dem Matistra-Relikten gerade wieder verschwunden. So. Echt, das war jetzt das zweite. Oh Gott. Habe ich hier unten dann irgendwelche übersehen?
bilde mir ein, ich hätte beim Mouseover schon noch irgendeins gefunden. Nö. Nö, einfach nö. Gut, Zinnvorkommen würde ich sehr gerne abbauen, aber ich habe ja hier Lederverarbeitung und Kirschnerei vor allen Dingen. Sollte mich ein bisschen beeilen, solange der Geistersäbler-Wächter noch aktiv ist. Hat er eigentlich eine eigene Lebensleiste? Ja, hat er. Man sieht die da unten, weil ich die da ein bisschen dilettantisch versteckt habe. Aber ich habe ja auch mit Absicht ausgestellt, dass Lebensbalken von befreundeten Einheiten angezeigt werden. Denn das Problem ist dann, wenn man in der Stadt mit irgendeinem Händler spricht, dann ploppen die ganze Zeit mitten, also so groß wie da jetzt, ploppen dann die Lebensbalken von den Händlern auf, wenn man das bei befreundeten Kreaturen, Charakteren einschaltet. Und das will man ja auch nicht. Oh, das ist, funktioniert alles erstmal sehr gut mit diesem Geistersäbler zusammen hier. Ich finde nur keine Relikte mehr. Also, dass ich jetzt erst zwei habe, ist eh ein bisschen lame. Ich würde ihm jetzt gerne schon den Angriffsbefehl geben, da rein zu preschen und die gute Ostblitz-Dame schon ein bisschen Zauberzeitverringerung drauf zu klatschen. Also, dass sie mit dem Angriff halt ihr Castbalken ein bisschen runtergeht. Wenn man versteht, was ich meine. So, Heap brauche ich jetzt gar nicht mehr einsetzen, die ist eh schon tot, genau. Warum gibt es denn hier keine Relikte mehr? Weil ich beschwere mich jetzt nicht, wenn ich noch ein bisschen mehr grinden muss. Da muss ich das später nicht mehr machen. So gesehen ist das natürlich super. Aber schauen wir mal. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was der Komponist von dem guten Soundtrack heute so macht. Oder was der überhaupt in der ganzen Zwischenzeit in den 25 Jahren gemacht hat. Der immer noch für die anderen Heroes of Might and Magic Teile irgendwas entwickelt hat? Also was heißt entwickelt? Komponiert hat, muss man ja sagen, nicht entwickelt hat. Wieso ist die Katze jetzt von alleine dahin gelaufen? Bin ich einfach schon zu nah dran? Kann das sein? Den brauche ich jetzt auch nicht mehr interrupten, genau. Der geht eh nicht durch. Ich hau hier gleich... Oh, ich habe keinen Mana mehr. Wollte ich sagen, ich hau mir jetzt gleich noch eine Verjüngung rein. Warum gibt es denn hier unten nichts? Das ist ein eigener Abschnitt dieser Ruinen hier. Und es gibt hier kein einziges Relikt da unten. Kann es sein, dass das... denn ich glaube, es gibt exakt oder fast exakt dieselbe Quest bei... in Retail, also mit dem Cataclysm-Addon. Kann es sein, dass da die Relikte irgendwie verdoppelt und verdreifacht wurden? Und hier gibt es ja wirklich so gut wie nichts mehr. Ich bleib mal hier unten, ne? Also wenn ich jetzt da oben lang laufe, kann ich zwar noch ein paar Nagas umklatschen, aber mehr glaube ich nicht. Und der Dornbuff ist noch nicht lange aus, also ich habe es relativ schnell gemerkt, ne? Immer schön Eigenlob, Lob an mich hier. So, kriege ich den da hinten, den Krieger, denn rausgepult, ohne... Denn der, warum ist der Level 21? Hä? Moment mal. Krieger, das ist ein bisschen zu viel. Das sind die Höherleveling. Mit denen will ich mich noch nicht anlegen. Nicht als Level 19 Druide. Mit dem Geistersäbler zusammen, ja, gerne. Aber da ja nur 10 Minuten mit dabei ist und ich den relativ am Anfang geholt habe, Myrmidone, genau die brauche ich. Und ich den relativ am Anfang geholt habe, wird er eh nicht mehr lange bei mir bleiben. Oh, das Untoten-Theme. Die Untoten hießen, glaube ich, Necropolis, ne? Ganz kreativ der Name mit Necropolis. Denn Polis ist einfach nur griechisch für Stadt. Das ist, deswegen wird Polis immer bei so vielen Begriffen benutzt und das soll sich dann irgendwie groß und toll und mächtig anhören. Das heißt einfach nur Stadt. Und Necro, ja, ist halt auch der lateinische, griechische, wie auch immer, Name für, Untot, für Tod. Eigentlich nicht für Untot, für Tod. Stadt der Toten, Necropolis. Man sagt irgendwie Necropolis. Ich sag immer Necropolis. Ich habe das irgendwie gelernt, das so zu betonen, die Wörter. Aber ich glaube, es wird eigentlich Necropolis, ich glaube, Polis ist die richtige griechische Aussprache für Stadt. Zauberhexerin der Sturmstuppen. Das ist auch schon ein Upgrade, ne? Das sind auch schon die höherleveligen.
Ah, ein Relikt. Cool. So, bitte drauf hier. Ja. Hieb. Was? Hieb war verfehlen. Na super. Jetzt, wenn ich es einmal unterbrechen will, kommt da das Verfehlen-Ding. Oh, ich hab gerade so ein paar Krieger-Flashbacks, wenn du den Krieger die ganze Zeit verfehlen hast und überwältigen, verfehlen. Ah. Das war das war nie so geil. Ich habe aber schon wieder richtig Bock auf ein Krieger-Revival, muss ich ja sagen. Rolle der Intelligenz. Kann ich bitte austauschen? Ja. Jetzt bitte austauschen. Danke. Kann ich irgendwie hier bei Begleiter oder so gucken, wie lange der noch dabei bleibt? Nee. Ohne Jäger hat man einfach kein Begleiterfenster. Aber mein Foodbuff ist gleich aus. Mein Kaffee ist auch gleich aus. Gut, dass ich schon einen zweiten Kaffee habe. Ich habe aber leider keinen zweiten Geistersäbler in der Hinterhand. Also, boah, Classic flasht mich gerade total mit diesem Relikte-Sammeln hier, ne? Das ist halt dieses urgeile, uralte Ding. Katzenstatuette, da kriege ich einen neuen Geistersäbler. Gut, damit ist das wohl geklärt, wo ich das neue herkriege. Gibt es hier in der flachen Wiese hier auch Relikte? Muss ich jetzt gucken. Und da ist natürlich alles ein bisschen sehr viel safer. Ein bisschen sehr viel sicherer, als da unten zwischen den Ruinensäulen herumzulaufen. Hallo? Ah, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr verwandeln. Genau. Er fliegt sofort raus. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Kann ich den neuen Geistersäbler noch mit dem alten zusammenholen? Das wäre natürlich richtig cool. Wing! Ich muss gar nicht mal kämpfen. Ich habe einfach nur den... Nein, ich habe nur die Kackstatuette bekommen. Ah, okay. Natürlich blöd. Das heißt, man muss auch noch Glück haben, dass man die kriegt. Markus Königskraut, so komm mal her. Ich will jetzt hier draußen in der Wiese noch ein bisschen gucken, ob ich mir hier so ein paar ungefährliche Relikte abgreifen kann. Wäre natürlich super. Ganz im Ernst, dafür, dass du angeblich nur 10 Minuten dabei bleiben soll, ist der relativ lange dabei. Oder habe ich das falsch gelesen? Denn die 10 Minuten sollten eigentlich sehr bald um sein. Ah, er wollte nicht, dass ich was esse. Oder hat er sich einfach nur schlafen gelegt? Nein, Stufe 20 Leichnam, der ist halt einfach gestorben. Anstatt, dass ein Geistersäbler wieder verschwindet nach 10 Minuten. Ah, ich habe dir gedient, oh Herr oder oh Herrin, ich verschwinde jetzt wieder. Nein, er stirbt einfach. Gut, dann bin ich jetzt wieder auf mich alleine gestellt. Wie das als Druide nun mal so ist. Kann ja mein eigener Tierfreund sein. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen mehr aufs Gameplay hier konzentrieren. Ganz konzentriert immer mal wieder auf die 1 drücken. Gut, aber ist ja nicht das komplette Gameplay, ne? Das komplette Gameplay ist halt natürlich ja auch noch alles im Auge zu behalten. Bisschen Inventarmanagement, indem man hier die Muscheln immer rechtzeitig aufmacht. Viel wichtiger ist hier immer alles im Auge zu behalten. Mein Vater auch immer gesagt, ne? Achte auf deine Umgebung. Zwar nicht in WoW, sondern eher so im RL, aber trotzdem. Schaden tut's hier auch nicht. Ja, damit ich weiß, wo ich hin kann, ne? Sonst grinde ich hier noch eine ganze Stunde lang diese blöden Nagas hier. Nicht, dass ich großartig was dagegen hätte, Nagas zu grinden. Das Problem ist eher, dass ich dabei kein Leder bekomme. Da wäre es ein bisschen sinnvoller, ich würde Wildtiere grinden. Da kriege ich nämlich auch noch was dafür. Und man sieht schon, mein Leben hält deutlich niedriger, als es noch mit dem Ding der Fall war. Liegt der Lederstiefel, brauche ich die? Nee. Diese Musik kenne ich nicht. Campaign Music 6. Ah, okay. Deswegen kenne ich die nicht. So weit bin ich in der Kampagne nie gekommen. Gut. Coole Musik, aber... Ja, so wie alle Musik von Joseph Weidemann. Oder selbst die Stücke, die ich nicht kenne, gefallen mir dann.
kann ich die ein bisschen so triggern, dass sie nicht durch die Wand zaubern kann? Nein, sie kann durch die Wand zaubern. Mist. Interrupt, jawohl. Also mit Hieb unterbrechen. Gut, ich habe noch über 80% Leben und sie ist unter 30. Oder auf 30. Und pariert. Denn ich habe jetzt nur Angst davor, dass der da hinten gleich herkommt. Ja, kommt er. Shit. Shit. Sehr gut, darum kümmere ich mich gleich. Ist hier noch jemand? In der näheren Umgebung nicht, das ist gut zu wissen. So, dann bitte Wucherwurzeln. So, dann heile ich mich hoch. Mit Nachwachsen, damit ich den Heal-Over-Time-Effekt noch mit dabei habe. Dann Dot auf den Gegner und weiter geht's. Ja, das würde ich sagen, hat ganz gut funktioniert. Ich muss mich halt wirklich ein bisschen dazu zwingen, dass auch wenn ich noch über 50% Leben habe, solange der Gegner dann volles Leben hat, sofort aus dem Kampf raus. Sorry, sofort aus dem Kampf raus und hochheilen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Lederstiefel hier sind ein bisschen mehr Geld wert, auch wenn die dunkelgrau sind, aber trotzdem, ach, Gestalt ist verändert, ja. Ich sehe dann teilweise diese rote Einblendung oben überhaupt nicht, muss ich ja sagen. So, Matistra Relikt Nummer 4 von 6. Das Relikt habe ich aber schon mal eingesammelt, ne? Das ist ein respawntes, zu sagen. Auch hast du, da oben. Ich glaube, ich habe die Tab-Taste nicht richtig getroffen. So, gleich verwandeln. Eigentlich hätte ich jetzt theoretisch mit Blutanfall warten können, bis der erste Frostblitz mich getroffen hat, ne? Aber, na, ich glaube, so viel ändert das eh nichts. Denn die Rüstung, die hat ja, glaube ich, nichts mit dem magischen Schaden zu tun. Also überhaupt nichts. Sondern damit haben alle einzig und allein die Resistenzen zu tun. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher. Aber wenn ich irgendwie eingebe, wie wird magischer Schaden in WoW Classic berechnet, wenn ich sowas in Google eingebe, dann kriege ich alle möglichen riesigen Tabellen. Könnte ich mich zwar auch durchfausten, aber da brauche ich halt ein bisschen Zeit dafür. Und ich glaube, vereinfacht kann man sagen, magische Angriffe gehen nicht auf die Rüstung. Das war ein sehr guter Crit, ansonsten hätte ich mich hier jetzt wahrscheinlich im Kampf nochmal hochheilen müssen. Ich behalte jetzt auch mal... Ach, Hieb kann ich eh nicht einsetzen. Mist, ich wollte ihn jetzt stunnen, damit er nicht weglaufen kann. Ah, hat auch so funktioniert. Gut, Dornen bitte neu buffen. Heilende Berührung hoch. Hochhauen. Wenn ich heilende Berührung und Verjüngung mache, habe ich einen kleineren Heal-Over-Time-Effekt. Beziehungsweise, er ist relativ identisch, ne? Er geht halt länger. Und, ne, ich schaue gerade, ob es sinnvoller ist, heilende Berührung und Verjüngung nacheinander zu casten oder nachwachsen auf einmal. Mana-effizienter wäre heilende Berührung und Verjüngung hintereinander. Dafür ist mein Heal-Over-Time-Effekt nicht so groß. Genau, ich habe bei dem einen Video von Willi I auch noch geschaut, der hat auch noch gesagt, für PvE, für in der offenen Welt herumlaufen und angreifen, der hat aus irgendeinem Grund, die Talente hat er überhaupt nicht mitgenommen, dafür bei Wiederherstellung haufenweise Punkte verbraucht. Finde ich sehr, sehr komisch eigentlich. Warum denn nicht bei Gleichgewicht? Ist das so kacke mit Griff der Natur? Ja gut, er hat halt keine Hardcore-Challenge gemacht, ne? So, aber trotzdem, wenn man seltener stirbt, kann man doch trotzdem schneller aufleveln. Das Relikt ist schon wieder respawn. Ich sammle jetzt einfach 6-mal dieses Relikt da unten ein. Dann habe ich die Quest auch geschafft. Aber ich finde hier wirklich nicht so viele andere. Man kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich die ganze Zeit nur dieses eine Relikt hier abcampe. Also wirklich nicht. Sind die teilweise auch so gut versteckt oder bin ich einfach nur zu doof, die zu... Also vermutlich schließt das eine das andere nicht aus. Das ist wieder so eine sehr schöne Formulierung. Wenn ich halt jemand so fragt, bin ich doof oder was, dann kannst du mir sagen, ja, das eine schließt das andere doch nicht aus. Naja. Eine sehr, sehr fiese Antwort. Ohne den anderen direkt zu beleidigen. Eigentlich tust du es ja schon, aber du umschreibst es ein bisschen schöner.
Sollte man aber generell nicht machen, andere Leute beleidigen. Also wirklich generell nicht, auch unter Kumpels und unter Freunden ist das eigentlich keine gute Sache. Wenn du einen Freundeskreis hast, wo es ganz normal ist, dass man sich gegenseitig beleidigt, dann, naja, weiß ich nicht. Auch im Witz sollte man das eher nicht tun. Komm schon, sehr gut, die hat nichts gemerkt. Ich möchte mich ja wirklich ein bisschen raushalten von den Kämpfen her, ne? Nicht unbedingt, weil ich nur Angst um mein Leben habe, sondern generell, weil ich ja eigentlich so schnell wie möglich wieder weg möchte. Denn ich will ja eigentlich Wildtiere farmen, um ein bisschen mit Lederverarbeitung weiterzukommen. Denn mein Gear ist echt nicht das allerbeste. Also die letzten zwei Streams, weiß ich noch, habe ich gut was dazu bekommen. So ist ja nicht, ne? Ich kann mich jetzt nicht nur beschweren. Also bei Weitem nicht. Aber da ist noch Luft nach oben, nennen wir es mal so. Sehr viel Luft nach oben sogar. Unterbrochen, jetzt wird sie weglaufen. Genau. Hat aber keine Chance. Eine Katzenstatuette, die mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich will jetzt tatsächlich einfach nur ganz schnell ein einzelnes Relikt irgendwo finden. War hier nicht eins? Hier neben dem, hinter dem? Guck mal. Komm mal her. Nein. Eins. Ja, unglaublicher. Ja, und ich bin hier... Hey, Grimbosch, guten Morgen. Hi, hi, hi. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann du das geschrieben hast, denn ich glaube, ich war jetzt hier extrem vertieft in meinen Monolog hier. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen, ne? Grüße dich. So, wie gesagt, ich möchte hier eigentlich so schnell wie möglich wieder weg, um... Ja. Lederverarbeitung ein bisschen zu skillen. Um überhaupt hier irgendwie mal weiterzukommen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die Quest mit diesem... Sehr witzig. Ah, ich hatte noch eine Muschel, die ich vergessen habe. Sehr gut. Und ob ich diese Quest mit dem wirren Ausgrabungsleiter tatsächlich machen soll. Ich glaube nämlich tatsächlich ein Bärsche. Ja. Also, ich meine, in WoW Classic mit Level 19 hast du jetzt nicht so viele andere Möglichkeiten. Ich wär ja dämlich, wenn ich sage, ich ignoriere die Bärengestalt und bleib einfach hier in meiner Druidenform. Kann ich noch nicht wirken? Ja, was ich am Ende dann genau zocken werde, weiß ich noch nicht so genau. Was auch immer am Ende bedeutet bei der Hardcore-Challenge, ne? Ich glaube aber, dass Bär gar keine so blöde Idee ist, weil man damit einfach am meisten aushält. Und mehr aushalten ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Da ich aber überhaupt kein Profi-Druide-Spieler bin, schauen wir mal. Wenn ich Glück habe, ist das eine Relikt da unten, wo ich den Platz kenne, schon wieder respawn. Dann kann ich mir das jetzt einfach holen. Zeig mal. Nee, aber die Myrmidonen sind gerade respawned. Hoch komme ich leider nicht mehr. Na, dann komm her. Das ist echt unglaublich, wie wenig es hier gibt. Ich habe meinen Druiden auf Katze gemacht am Ende, okay? Was bedeutet am Ende? Weil ich habe ja auch schon so ein paar Level Guides und so durchgeschaut, wo eigentlich alle sagen, so in der offenen Welt zum Questen ist Katze, glaube ich, am allerbesten. Aber die haben halt alle keine Hardcore-Challenge gemacht, ne? Die haben halt einfach nur Dungeon Runs und sowas gemacht. Also höchstwahrscheinlich. Weiß ich ihn jetzt dafür raus. Ich glaube, die Katzenstatuette ist relativ viel wert, weil die dann doch relativ selten ist. Ich schmeiß mal die kleinen Schuhe da raus. Inventar ist voll. Oh nein, für Muschelfleisch habe ich jetzt auch schon keinen Platz. Muschelfleisch brauche ich aber dringend für den Kochkunst-Skill, sag mal. Ja. Wir fangen jetzt leider schon an, so ein bisschen Sachen rauszuschmeißen, die vielleicht ein bisschen was wert sind. Das Relikt ist immer noch nicht respawn. Mann, jetzt habe ich gehofft, ich kann das hier irgendwie cheesen, haha, oder so sagt man, ne? Erstmal hochheilen. Diesmal mit Nachwachsen, dass ich noch ein bisschen Heal-Over-Time-Effekt drauf habe. Bin beim Druiden halt oft gewechselt in der Form, bis ich mich für Katze entschieden habe und dabei geblieben bin. Okay, machte mir von den Formen, die Druide hat am meisten Spaß. Ich muss ja sagen, ich habe noch nie einen Druiden in der Katzenform gehabt.
noch nie, also in Retail mal, aber das ist auch schon, weiß nicht wie lange her. Also ich hab, du kennst die Geschichte noch nicht, ne? Ich habe bisher zweimal einen Druiden gespielt, nicht Hardcore-Challenge und auch schon eine relativ lange Zeit lang her. Ich habe beide bis Level 18 gespielt. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Also den ersten weiß ich schon, denn den ersten, das war noch vor Classic Release. Und als ich ihn bis Level 18 gespielt hatte, ich hatte richtig, richtig viel Bock. Es hat so eine Laune gemacht und ich habe gedacht, okay, das war dann so ein oder zwei Monate vor Release. Da habe ich gesagt, okay, wenn Release kommt, zocke ich Druiden und dann mache ich den richtig weiter. Ich wollte nicht zu viel Zeit in den jetzt investieren. Und dann bei Release habe ich einen gezockt, auch wieder bis Level 18. Und dann habe ich ihn liegen gelassen. Warum, kann ich gar nicht mal so genau sagen. Genau, und jetzt hier in der Hardcore-Challenge ist es jetzt der dritte Druide. Und ich bin mal auf Katze gespannt, wie viel Spaß mir das machen wird. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Sowohl vom Spaß her, als auch von Überlebensfähigkeit her. Im Grunde nicht viel anders als Schurke. Okay. Gut, Schurke kenne ich bis Level 20. auch nicht so dermaßen. Auch nicht so der Oberhammer, ich weiß. Aber ich bin halt einfach, nicht der Profi hier. Zumindest was High-Level-Charaktere angeht und so. Low-Level kenne ich mich einigermaßen aus. Also Schurke, ich habe schon einige Schurken gespielt, ne? Und die sind immer alle so früh gestorben hier. Höchste war Level 20, glaube ich. Ja, ja doch. Ist jetzt dieses blöde Relikt da unten wieder respawned, bitte? Nee. Vorher hatte ich so ein Glück mit dem Respawning. Aber ich habe auch tatsächlich noch kein anderes Relikt gefunden. Also schon, aber ich finde den Platz irgendwie nicht mehr wieder. Hier waren die High-Level-Mobs, ne? Genau, Level 21, deswegen wollte ich da nicht hin. Beim Druiden hat man immer gerne gesagt, der kann alles, aber nichts richtig. Ja, und genau das ist für die Hardcore-Challenge eigentlich perfekt. Und Paladin übrigens auch, ne? ich hatte ja hier vor diesem Druiden hatte ich einen Paladin. Der ist bis Level 41 gekommen. Gute Ayada war das. Das war schon nicht schlecht. Also ohne einmal zu sterben bis Level 41 und kann alles, aber nichts richtig, war eine super Entscheidung, um nicht zu sterben. Und dasselbe erhoffe ich mir jetzt auch von dem Druiden, denn der kann sich wenigstens auch selber hochheilen. Aber der hat halt diese Oh-Shit-Buttons wie der Paladin nicht. Das war schon relativ easy beim Paladin, dass du da einfach versucht hast, nicht zu sterben. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das ist okay. Ich habe ja gleich wieder Platz, ne? Und wieder so ein gesplitterter Bauernstecken. Die stacken leider nicht, ne? Wir machen auch weniger Damage als mein Stab. Ist ja wohl nicht. Hier ist gleich nochmal dahinter, denn ich weiß, da habe ich noch ein anderes Relikt gefunden. Meine Buffs sind jetzt alle komplett aus. Wie weit bist denn du mit deinem Druiden dann gekommen, sag mal? Also hast du den wirklich bis auf Level 60 hochgezogen? Ich hab noch nie einen Level 60er Charakter gehabt. Ich wollte dann den Paladin nicht weiterspielen. Was heißt nicht weiterspielen? Ich wollte ihn dann später mal weiterspielen, auf Level 60 zu bringen. Allein schon mit The Burning Crusade dann einen Level 60er Charakter zu haben. Aber schauen wir mal. Zwergpaladin war mal erster Char, den ich in WoW gespielt habe, vor circa 15 Jahren. Boah. Cool. Cool. Erinnert mich gerade an, Dings, wie heißt der hier? Das hab ich jetzt erst, ich spiele im Moment Classic. Habe ich jetzt erst gestern angeschaut. Von wem war das? Gestern oder vorgestern? Von wem guten? Wie hieß er? Auf YouTube, wie hieß denn der? Mad Season Show, genau. Er hatte so von ein paar Erinnerungen erzählt, wie er so den allerersten Charakter gemacht hat. Und ich glaube, einer seiner ersten Charaktere überhaupt war auch Zwergenpaladin. Es war auf jeden Fall der erste, den er dann hochgelevelt hat. Und ja, war ganz lustig hier. Ein Druide, der ist in Retail mit Level 120. Ach so, in Retail. Okay, nee, ich zock hier im Moment Classic. Bei Retail möchte ich tatsächlich warten, bis der Pre-Patch da ist. Und dann möchte ich ganz, ganz dringend irgendwie ein paar Charaktere bis Level 50 hochbringen. In Retail habe ich bisher einen auf 120, einen Frostmagier, eine Frostmagierin.
und sonst nichts. Ich habe ein paar auf 110 oder so, weil ich in Legion damals ein paar hochgezockt habe. Aber in BFA hat es mich irgendwie nicht mehr so gereizt. Hier war doch letztens auch noch ein Relikt, ne? Genau hier habe ich doch eins aufgesammelt. Gibt's ja wohl nicht, ja. Ich laufe jetzt gerade die ganze Zeit im Kreis um dieselbe Stelle drumherum, weil ich einfach hoffe, dass das letzte Relikt nochmal hier spawnt, wo ich jetzt schon 5x eins aufgesammelt habe. Classic ist schon okay. Ich habe mit WoW angefangen, etwa einen Monat nachdem es in den Handel kam. Ich weiß ja noch, wie es sich zu der Zeit gespielt hat. Ja, okay. Das glaube ich, ne? Das glaube ich. Und seitdem bist du immer am Ball geblieben? Das ist nicht schlecht, hä? Das ist nicht schlecht. Ein richtiger Veteran bist du da. Sag mal, meine Geschichte ist eigentlich, ich habe tatsächlich erst mit Warlords of Draenor angefangen. Ich bin so einer von denen. Bei mir hat tatsächlich das Argument gezogen, du kriegst einen Charakterboost. kriegst einen Charakterboost und kannst gleich mit der aktuellen Erweiterung anfangen. Das war so das Kaufargument für mich, wo ich gesagt habe, geil, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen WoW zocken. Denn davor war halt sowohl keine Zeit da und irgendwie hatte ich dann spontan gerade Zeit, weil Studium gerade vorbei war und ich nichts zu tun hatte. Und genau dann kam so die Ankündigung, hey, jetzt ist der Release mit Charakterboost. Und ich war immer schon ein riesiger Freund vom Warcraft-Universum allgemein und habe auch immer mal wieder so ein paar Test-Accounts und Testversionen angezockt vorher. Also ich war schon immer sehr, sehr affin dafür. Und da ich da dann spontan gerade Zeit hatte, habe ich mir gedacht, jetzt fängst du mal an. Habe aber auch immer größere Pausen gemacht, muss ich sagen. Nicht ganz, es waren dazwischen immer mal Pausen drin. Ja, das ist auch normal. Das ist auch völlig normal. Aber interessant, dass du immer noch dabei bist, Herr, sag mal. Hast du eigentlich Classic eigentlich mal angeschaut? Also jetzt nicht vor 15 Jahren das, sondern einfach jetzt als halt so der Classic Release vor ungefähr einem Jahr war, ob du das mal angezockt hast? Oder hast du gleich gesagt, nee, kenne ich alles noch, brauche ich gar nicht ausprobieren? Story zu Warcraft finde ich auch sehr gut. Hören YouTube aktuell alle Hörbücher dazu an, die ich da so finde. Ah, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Tatsächlich habe ich sogar selber ein paar Bücher gelesen zu der Warcraft-Story, weil ich die auch super, super interessant finde. Überleg gerade, was ich rausschmeißen kann, aber irgendwie nichts mehr, ne? Das ist halt ein Bauernstecken, es ist eine Waffe. Waffe sind traditionell relativ viel wert. Wollverband. Ach, ich könnte mir ein paar Wollverbände herstellen. Hahaha. Dann habe ich keinen Wollstoff mehr und dann funktioniert das. Das ist eine super Idee. Angeschaut habe ich mir das auch mit dem Ork-Krieger. Ah, okay. Und war es noch so, wie du es in Erinnerung hattest? Ich habe davor schon immer sehr, sehr viel Bock auf WoW Classic gehabt, weil ich einfach dieses langsame Levelgefühl und dieses Welterkunden und so, das hatte ich immer noch ein bisschen nostalgiemäßig in mir drinnen. Aber da ich es halt nie wirklich gezockt habe, weil ich halt immer nur mit Test-Accounts und sowas gemacht habe, ist es trotzdem sehr, sehr neu für mich. Und auch als ich mit Warlords of Draenor angefangen habe, man kann nicht sagen, dass ich in Warlords of Draenor irgendwie ein guter Spieler war. Also überhaupt nicht. Eher das exakte Gegenteil von einem guten Spieler. Das war toll. Das ist auch immer noch eine schöne Story von Legion. Da habe ich dann auch, also ich habe dann in Warlords of Draenor eigentlich die ganze Zeit nur in der Garnison rumgehangen und irgendwelche Kräuterchen gefarmt. Das war super, hä? Ein guter Spieler bist du in dem Moment, wo du Spaß am Spiel hast. Ja, das stimmt. Und das hatte ich. Das hatte ich. Ich habe mich aber nicht getraut, in irgendwelche Dungeons oder Raids reinzugehen, weil ich gedacht habe, ich bin viel zu schlecht dafür. Vor allem, da ich meinen Charakter ja nur hochgeboostet hatte. Später habe ich dann tatsächlich noch habe ich gemerkt, ich kenne mich mit dem Charakter null aus. Ich könnte dir auch nicht mal mehr erzählen, welchen Charakter ich geboostet hatte. Und ich habe dann nochmal einen von Level 1 an hochgespielt. Und habe da dann auch ein paar Dungeons und so gemacht. Aber in Legion war das, wo so Mythisch Plus neu dabei war. Und ich wurde einfach in keine Gruppe eingeladen. Habe ich mir gedacht, mache ich jetzt selber eine Gruppe. Und ich wollte halt Mythisch Plus machen. Und ich wusste nicht, wie das mit Mythisch Plus funktioniert. Aber ich hatte gerade so einen Schlüsselstein bekommen und wollte den ausprobieren. Und dann habe ich so in der organisierten Gruppensuche so geschaut. Und ich habe dann immer gesehen, dass die Leute so plus 2, plus 3, plus 4 und so schreiben. Und ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und habe gedacht, das heißt wahrscheinlich, wie viele Leute die noch brauchen, bis sie die 5er-Gruppe voll haben. Also habe ich einfach bei mir geschrieben, plus 4. War doch relativ zu Release von Legion.
Es sind natürlich gleich super starke Spieler gekommen, weil das mythisch plus 4 war relativ hoch am Anfang. Und dann haben sie einfach gemerkt, dass ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und dass ich so einen Schlüsselstein plus 1 hatte. Aber die haben mitgemacht, das war super. Und die haben mir dann auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also so auf dem Level war ich nach Warlords of Draenor. Also nachdem ich da ein paar Erfahrungen gesammelt habe. Inzwischen kenne ich mich ein bisschen mehr aus. Aber es war toll, war eine tolle Zeit auch da. Oh, jetzt möchte ich aber tatsächlich mal das letzte Relikt finden. Das ist ja unglaublich. Geht ja gar nichts voran gerade. Ist hier ein anderer Spieler? Ist das immer noch der Jäger von vorher mit dem Bärpad? Und Respawn ist auch real, direkt hinter mir. So, Interrupted, das ist super. Was ist denn da unten? Jetzt sagt mir nicht, dass es die ganzen Relikte da unten gibt. Ich habe aber so das Gefühl, dass es da unten weniger Relikte gibt, sondern mehr höherlevelige Gegner gibt. Aber irgendwo um diesen riesigen Eingang hier herum muss es doch eigentlich noch ein paar Relikte geben, sag mal. Kann ja nicht sein, dass es hier halt fast gar nichts gibt. Wenn ich den Classic gut finde, ist, dass es zu Beginn keine dieser nervigen, sorry für die Wortwahl, Schwanzvergleich-Add-ons gab. Ja, ich weiß, was du meinst. Habe ich nie gehabt. Ich habe auch tatsächlich komplett immer, also Retail habe ich bisher immer komplett ohne Add-ons gespielt. Ich wusste jetzt nicht, was ich davon haben möchte und das Standard-Interface fand ich eigentlich auch immer ganz geil. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur für die Hardcore-Challenge hier so ein paar optionale, sage ich schon, optische Add-ons reingehauen, weil es einfach geiler aussieht. Na komm her. Ah, ein Relikt! Ich habe ein Relikt gefunden. Ich kann hier weg. Ich kann hier endlich weg. Oh, finde ich das gut. Ich finde bei Classic, es ist halt jetzt schwierig, weil ich keinen so direkten Vergleich mehr habe, weil ich in Retail schon viel zu lange nicht mehr gelevelt habe. Also wirklich schon extrem lange nicht mehr. Aber an das, was ich mich noch so gut erinnern kann, ist, du hast halt irgendwann nur dieses Dungeon-Leveling gemacht und dir das in der offenen Welt leveln, das war so lame, Alter. Das war so lame. Also du hast halt wirklich einfach nur One-Shot alles AOE kaputt gespammt und das war's. Und das macht am Anfang Bock, vor allem wenn man das Spiel noch nicht kennt. Das ist, in Frieden. Wieso kann ich ihn hier nicht? Hä? Ach, das ist wieder die Gastwirtin, bei der man nichts verkaufen kann. Das macht es am Anfang zwar einigermaßen Bock, aber nach, ich weiß nicht, so 20 Stunden Gameplay-Zeit hast du irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Und wenn du dann noch den zweiten Charakter so hochziehen musst, ist auch nicht mehr so das Geilste, ne? Die ist echt nur 30 Kupfer wert. Ich habe gedacht, die wäre viel mehr wert, weil die so selten ist. Überhaupt nicht. Na super. Muschelfleisch, Schattenedelstein, mittlerer Balk. Hier ist noch Müll. Habe ich hier unten noch mehr Müll, den ich verkaufen kann? Nee, das scheint alles Zeug zu sein, was ich brauche. Bestgegenstand kommt mal da hoch. Den Schattenedelstein kann ich, glaube ich, auch verkaufen, denn ich glaube, die braucht man nur als Schmied. Geht in Frieden. Ich muss gerade überlegen. Lohnt es sich jetzt schnell ein bisschen zu kochen? Eigentlich schon, ne? Ja, pass auf. Ich werde jetzt hier ein bisschen kochen, denn hier habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Denn ich brauche dringend einen neuen Kaffee. Der Kaffee ist auch schon fertig. Ich muss mir den nur noch holen. Aber dafür müsste ich halt ganz kurz aufstehen und den holen. Und die Matestra-Relikte, das war bei Onu im Hain der Uralten, ne? War das richtig? Ja, Onu im Hain der Uralten. Und das ist diese Lederverarbeitungsquest, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich die machen möchte oder nicht. Denn bis ich diese Mondscheinweste bekomme, 3 Int und 4 Willenskraft für eine Brustrüstung. Und ich brauche, dafür muss ich echt viel herstellen, das kostet viel Leder, bis ich das ganze Zeug hier hergestellt habe. Und die Belohnung ist echt mäh. Denn ganz im Ernst, die Weste, die ich hier habe, dunkle Ledertunika, die ich mir dann mit Lederverarbeitung 100 selber herstellen kann, die ist 1000-mal besser. 6 Beweglichkeit ist, glaube ich, sehr viel mehr wert als 3 Int und 4 Willenskraft. Zumindest für mich als Druiden. Vor allem, wenn ich bald eine Katze sein will, ne, da brauche ich doch eh nur Beweglichkeit. Ich will die Katze auf jeden Fall ausprobieren.
So, was brauche ich denn alles? 25 Quellwasser. 9 Äpfel. Ich glaube, Äpfel kann ich hier nicht kaufen, ne? Okay, also 25 Wasser und 10 wilde Gewürze. Ich hoffe, also milde Gewürze kann ich hier kaufen. Ich hoffe, ich kann hier auch Wasser kaufen. Grüße. Grüße, du hast die Quest mit den Murlocs. Nee, nee, nee. Die habe ich auch mit Absicht ausgelassen. 10 milde Gewürze. Er hat leider kein Wasser. Ach, Mann. Ja, die Buffs laufen jetzt gerade alle aus. Das ist jetzt aber okay. Die mache ich später erst wieder an. Und die 3 milden Gewürze, die schmeiße ich dann später noch raus. Die verbrauchen, glaube ich, auch einfach nur Inventarplatz. Und die Kriecher, die gekochten Krebsscheren an sich, muss ich auch verkaufen. Denn die bringen keinen Buff und einfach nur 294 Punkte Gesundheit und Mana. Dafür brauche ich nicht essen, ne? Also aktuell nicht, das bringt mir einfach nichts. Da ist mir der Inventarplatz sehr viel wichtiger. Und tatsächlich werde ich... Vielleicht schmeiße ich den einen schwachen Heiltrank hier auch raus. Ich glaube, 5 schwache Heiltränke reichen. Dafür, ich bin einfach schon ein viel zu hohes Level, als dass mir so schwache Heiltränke was bringen. Und bis ich 5 schwache Heiltränke verbraten habe, bis dahin bin ich Level 22 oder tot. Und dann brauche ich die sowieso nicht mehr. Ich weiß, am Anfang habe ich noch gesagt, Heiltränke rausschmeißen in der Hardcore-Challenge, das geht ja überhaupt nicht. Das geht ja überhaupt nicht klar. Naja. Ich bin geehrt. Du bist geehrt, das finde ich ja super. 1, 2, 3, 4, 5. Dafür kriegst du die gekochten Krebsscheren. 3 milde Gewürze muss ich so rausschmeißen. So. Viel Glück. Jetzt habe ich das noch gar nicht gelesen, ne? Also ohne Add-ons nicht, aber ich habe keine Add-ons, die mir sagen, wer hat den längsten, macht den meisten Schaden oder sowas. Interessiert mich nicht. Mich hat sowas auch noch nie wirklich interessiert, ne? Mich hat, aber so weit war ich auch noch gar nicht. Ich glaube, sowas kommt dann eventuell irgendwann mal, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Spiel auskennt. Ich war noch nie so weit, dass ich mich auskenne, dass ich sage, ich muss mich jetzt dringend mit anderen vergleichen. War aber auch noch nie mein Fokus, dass ich sage, ich muss da jetzt so gut wie andere sein oder besser als andere sein. Da halte ich es mehr mit der Philosophie, wie du es vorher auch schon geschrieben hast. Wenn man Spaß im Spiel hat, ist man automatisch ein guter Spieler. Ja, da bin ich sehr d'accord damit. So, und ich hole mir schnell einen neuen Kaffee. Also, bin gleich wieder da. So, noch schnell den selbstgebastelten Pausescreen hier reinhauen. Oh. Gleich. Ja, da, also ich bin in maximal einer Minute wieder da. Viel Erfolg, danke, danke, den habe ich hoffentlich auch. Gleich. So, Kaffeemana wurde erfolgreich aufgefüllt. Ist nur leider schon wieder lauwarm, aber das ist okay.
Sehr gut, es wurde alles hergestellt. Jetzt habe ich 45 gekochte Muscheln über. Das ist toll. So, ich habe mir schon kurz überlegt, wie mache ich das jetzt? Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. Zuallererst muss ich diese Matistra-Relikte zurückbringen. Natürlich, das mache ich zuerst. Nur was mache ich dann? Muss ja dann eigentlich in... Ich habe das mit dem verirrten Ausgrabungsleiter abgebrochen. Ach nee, ich war kurz bei dem Ausgrabungsleiter und habe sie... Und habe dann gesagt, die Folgequest nehme ich noch nicht an, die Court-Quest. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die machen sollte. Also wenn ich will, dass der Druide hier schnell stirbt, dann sollte ich die Quest schnell machen. Denn ich glaube, mit Level 19 schaffe ich das einfach nicht. Ich glaube, die Quest, die mache ich tatsächlich später irgendwann mal. Hier läuft gratis Leder rum, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, im Moment brauche ich ja noch leichtes Leder, um irgendwie ein paar Skillpunkte zu bekommen. Dass ich dieses gratis Leder hier nicht mehr mitnehmen muss, das ist tatsächlich... Huch, Musik ist aus, ne? Ja, die Musik ist vorbei. Sowas. Was macht man denn jetzt an? Moment, erstmal Autorun an. So. Hab ich jetzt gemacht? Pass auf. Machen wir so hier. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke her auch. Ah, da greift mich schon wieder jemand an. Ist ein bisschen lauter als das andere vorher. Moment. So, jawohl. Ich glaube, sobald ich in Ashenvale bin, mache ich wieder den WoW-Soundtrack an. Aber hier in Dunkelküste ist der Soundtrack halt echt lame. Aber in Ashenvale gibt es halt wieder den urgeilen, den extrem geilen WoW-Soundtrack. Also der Soundtrack in Ashenvale, wo ist es noch so? Bei Teldrassil und in Danassus und so weiter und so fort. Da ist halt der richtig, richtig geile Nachtelfen-Soundtrack. Der ist einfach so unbeschreiblich gut. Aber hier in Dunkelküste hier ist halt auch nur so dunkles Rauschen und Dröhnen im Hintergrund. Und nachdem ich das jetzt schon 10 Stunden lang gehört habe, brauche ich das jetzt nicht mehr hören. Damit, ach nee, ich muss bis da runter. Ja, der Hain der Uralten ist da unten. Genau, wie mache ich dann weiter? Sumpf von Altalachs und Mondscheinweste könnte ich machen, ne? Mondscheinweste nicht, das kann ich, eigentlich kann ich das direkt abbrechen. Wieso habe ich denn geprägte Lederstiefel 1 von 5? Habe ich irgendwas vergessen zu verkaufen? Ach, habe ich die an? Ja, ich habe die an. Deswegen steht in der Quest 1, habe ich schon. Gut, ich breche die Quest ab. Brauche ich nicht. Turm von Altalachs. Ja, ich muss dann eigentlich im Ashenvale weiter questen. Mit Aran. Außerdem passt dieser Diablo 2 Soundtrack so gut dazu. Ich finde es übrigens super, dass ich hier jetzt bald schon Level 20 bin, ne? Bisher hatte ich keine große Herausforderung. Zu bewältigen, zu überstehen, muss ich ja sagen. Denn, muss ja auch sagen, bisher ist ja Level 20 mein zweithöchstes Level, was ich hier in der Hardcore-Challenge erreicht habe. Gut, bisher schon dreimal. Das wird jetzt das vierte Mal. Aber das ist trotzdem mein zweithöchstes Level. Das höchste ist dann 41. Aber zwischen 41 und 20 gab es halt noch nichts. Aber ich bin tatsächlich bisher dreimal mit Level 20 gestorben. Das dreimal? Oder erzähle ich gerade Blödsinn? Auf jeden Fall einmal mit Schurke, einmal mit Hexenmeister und... Nee, das dritte Mal habe ich es nur mit dem Paladin erreicht. Also bisher... Ich habe es bisher dreimal erreicht. Nur... ich bin nur einmal Level 21 geworden. Und die anderen beiden sind auf Level 20 einfach gestorben. Warum eigentlich? Mit Level 20 kriegt man doch eigentlich die nächst besseren Sachen und alles. Naja, das ist auch noch ein bisschen näher. Aber auch bedenken, dass das Leveln für einen Spieler einfacher ist, wenn man alles kennt. Man weiß in etwa, wie was funktioniert, wo was zu finden ist, wo man hin muss. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch hier gerade bei der Hardcore-Challenge extrem viel dazugelernt und ich habe extrem gemerkt, wie es von Mal zu Mal besser, einfacher und schneller, sowohl auch effizienter als auch einfach schneller an sich geworden ist. Das hat man schon extrem gemerkt und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich kein so großes Ding mehr für mich, Level 20 zu erreichen.
Nur, denn ich weiß ja jetzt, was ich wie machen muss, ne? Denn mit Level 20, die beiden, die mir gestorben sind, das waren tatsächlich bei Quests, die ich einfach noch nicht kannte. Und diese Quests waren einfach zu unfair. Die waren einfach zu fies. Und die würde ich auch jedes Mal wieder... Nee, die eine nicht. Die eine würde ich nicht überspringen. Die eine habe ich dann sogar geschafft. Pass auf, erzähle ich gleich noch ein bisschen. Ich muss mir das selber auch nochmal in Erinnerung rufen. Danke. So. Diese Relikte stammen aus einer Zeit, als Mathystra noch glanzvoll erstrahlte. Diese einst so große Bastion der Elfen schwand dahin, doch Splitter ihrer Magie sind immer noch dort zu finden. Hoffentlich können wir die Geheimnisse dieses Ortes vor unseren Feinden enthüllen. Seid wachsam. Naja gut, das war jetzt nichts Besonderes. Waldmannschwert. Also man findet hier, das muss ich ja echt sagen, extrem viele Zweihandschwerter. Sag mal. Genau. Und du spielst es echt so, dass wenn du stirbst, dann löscht du den Char? Ja. Ja, aber. Was heißt aber? Bisher habe ich es immer so gemacht. Meine Waren sind von höchster Qualität. Kann ich einfach verkaufen. So. Nur bei meinem. Bei meinem Paladin mit Level 41, den habe ich tatsächlich nicht gelöscht, weil das mein höchster Charakter überhaupt ist. Denn davor bin ich bis, also als Nicht-Hardcore generell überhaupt, bin ich nur bis Level 32 oder bis Level 31 gekommen. Höher habe ich nie einen Charakter gelevelt, weil ich auch einfach die Zeit dafür nicht hatte. Bis ich dann die Hardcore-Challenge viel zu geil fand. Also einfach die Idee, so eine Hardcore-Challenge zu machen. Und dabei bin ich dann geblieben. Und das mache ich bisher immer noch. Nur deswegen habe ich den auf Level 41 dann nicht gelöscht. Ich habe zwar gesagt, die Challenge gilt als nicht bestanden und die Challenge ist vorbei und der Charakter liegt jetzt auf Eis, bis ich ihn irgendwann als Nicht-Hardcore-Charakter weiterspiele. Ja, aber ansonsten ist das hier die Challenge. Wenn ich sterbe, lösche ich ihn. Und wenn ich jetzt aktuell sterben wenn ich jetzt sterben sollte, dann würde ich ihn auch löschen. Ja, harter Stoff. Ja, genau. Deswegen auch gerade die Diablo und harte Musik und dieses Diablo-like Add-on, weil es so ein bisschen an die Hardcore-Zeiten von Diablo 2 erinnern soll. Oder von mir aus auch Diablo 3, sieht ja auch relativ ähnlich aus. Ja, aber das ist halt einfach saugeil, denn dadurch spielt man einfach die komplette Levelphase komplett anders. Eventuell hast du schon mal was von der Iron Man Challenge gehört, ne? Das ist so ungefähr das Äquivalent im Retail. Nur, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ne? Die Iron Man Challenge im Retail ist halt so, du darfst keine Talente benutzen, du darfst keine Ausrüstung anlegen, die besser ist als weiß, also du darfst keine grüne, keine blaue, keine lilane, keine epische, keine legendäre, nichts anlegen und so macht man sich dann das Spiel schwerer und sagt dann, wenn man einmal stirbt, hat man die Iron Man Challenge verloren. Ja, no shit, Sherlock, dass das Spiel schwieriger ist, wenn du alles, was dich stärker macht, einfach nicht benutzen darfst. Das ist halt das Geile bei der Hardcore-Challenge in Classic WoW. Ich darf alles benutzen, was mir das Spiel gibt. Alles. Nur wenn ich einmal sterbe, ist es vorbei. Und WoW Classic ist halt einfach vom Grundspiel her so schwierig, dass das, dass die Challenge so einfach richtig gut funktioniert, finde ich. Richtig, richtig gut. Das Blöde ist halt dann, dass es tatsächlich ein paar unfaire Stellen gibt. Bei Klassenquests zum Beispiel oder irgendwelchen anderen Sachen. Aber dafür muss man das Spiel halt gut kennen, dafür muss man offene Augen haben. Genau, und deswegen bin ich am Anfang auch immer noch relativ früh gestorben, wobei ich noch nie, das stimmt nicht, bin doch nicht, sollte ich sagen, noch nie unter Level 10 gestorben bin, das stimmt aber nicht. Der erste Versuch mit der guten Nachtelf-Druide, da bin ich auf Level 6 gestorben, weil ich zu blöd war, auf das Gegnerlevel zu gucken und habe eine Level 9 oder Level 10 Eule angegriffen und bin einfach mit Level 6 das erste Mal gestorben. Ah, eine Stunde Spielzeit, zack, tot, ah scheiße, alles wieder von vorne. Es geht da ganz schnell, wenn man nicht aufpasst. Könnte ich nicht, vor allem wenn ich einen Char spiele, den ich noch nicht kenne. Ja, ich habe tatsächlich den allerersten Hardcore-Charakter, den ich gespielt habe, war als Schurke und ich hatte da davor noch nie Schurke gespielt. Weder in Retail noch in Classic. Also überhaupt nicht. Und es war geil. Und es war richtig geil. Und ich habe Hogger solo down gekriegt auf Level 11 oder so. Ich glaube, das ist das allererste Highlight, was ich auf diesem Kanal hier jemals veröffentlicht habe. Super. Inzwischen kann man sich das nicht mehr anschauen, weil das qualitätsmäßig und kommentarmäßig echt, echt mies ist. Aber naja, so ist das halt in den Anfängen, ne? So ist das halt in den Anfängen. Aber
War schon geil. Ich hab mich super gefühlt. Und es hat unglaublich viel Laune gemacht. Und da ich sowieso eher ein Vieltwinker bin und gerade die ersten Level in WoW Classic richtig geil finde und dann, wenn es später... Maestras Posten, da will ich nicht hin. Ich will... Moment. Ich will doch zu Odil Aran oder wie das heißt. Moment mal. Ordil Aran. Okay. Das ist entweder hier oder hier. Also nordöstlich von Maestras Posten kann hier beides sein. Hallo Wildbock. So, dabei versuche ich jetzt aber noch ein bisschen EP mitzunehmen. Und natürlich Leder. Genau, und man spielt das Spiel halt alles ganz anders. Deswegen versuche ich auch, Berufe immer aktuell zu halten, denn du brauchst für jedes Level, was du kriegst, musst du dich wieder komplett neu vorbereiten und anpassen. Du spielst das Spiel ein bisschen anders. Du kannst nicht sagen, ah, jetzt grinde ich erstmal 5 Level und dann schaue ich weiter. Wenn ich sterbe, ist ja egal. Nee. Du musst hier wirklich aufpassen, wie das alles funktioniert hier. Sucher der verlassenen Batrans Schlupfwinkel. Moment, Batran war doch da auch irgendein Name, oder? Nee, Baltule war das. Okay, da ist der Druide auch von Vorteil, weil der sich heilen kann. Ja, genau. Und bisher hatte ich nur einen Druiden, Hardcore-Charakter bisher auf Level 14. Den habe ich auch bis Level 14 gespielt, ein Taure war das. Ich habe aber tatsächlich nur das Startgebiet Malgor gemacht, bis Level 14. Also ich habe wirklich alles in Malgor mitgenommen, was man mitnehmen kann. Bin mit Level 14 raus, habe die erste Klassenquest gemacht, wie man die Bärform bekommt und bin dabei einfach gestorben. Nein, oder? Nee, die Bärform hatte ich sogar schon. Stimmt gar nicht. Ich habe aber irgendeine andere Klassenquest gemacht, wo man auf den Hügel musste. Das habe ich, glaube ich, auch als Highlight hier auf dem Kanal, auf Twitch zumindest. YouTube nicht. Was? Der kann sich voll heilen. Oh. Muss ich aufpassen. Bitte unterbrechen. Hab dann bei dem Glutnebelgipfel heißt das. Die erste Klassenquest gemacht und bin da einfach gestorben. Und hab dann so gesehen vom Brachland einfach nichts mitbekommen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Druide kriegt auf jeden Fall mal ein Revival. Und das ist es jetzt. Das ist jetzt der Fall. Reuterkundiger der Verlassenen. Gibt es hier denn so viele Verlassene? Ich kenne das hier überhaupt nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hier war ich noch nie. Ich habe zwar schon ein oder zweimal im Eschental gequestet, aber hier war ich noch nie. Aber, naja, ich bin halt auch immer erst mit Level 25, 26 oder so ins Eschental gegangen, halt von der menschlichen Seite aus, und hab dann in Astralar angefangen zu questen. Und jetzt habe ich halt die Quest von Maestras Posten mitbekommen, weil ich die Escort-Quest gemacht habe. Die Escort-Quest, die war echt übel. Die war richtig übel. Das war relativ am Ende vom letzten Stream, habe ich die geschafft. Denn man muss eigentlich die Quest so ein bisschen cheesen, so ein bisschen austricksen, denn ansonsten ist die Solo einfach nicht machbar. Und ich lasse diese ganzen Verlassenen hier auch mal, ich verlasse die jetzt, haha, ist der Wortwitz überhaupt, und gehe hier unten nach Ordil Aran. Denn ich möchte tatsächlich so schnell wie möglich Level 20 werden und, die Katzenform holen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich einen immensen Damage-Boost bekomme und auch, dass ich irgendwie mal Krankheiten heilen kann, ne? Im Moment kann ich nur Vergiftungen heilen, Krankheiten noch nicht. Da war der Paladin natürlich besser. Der Paladin, der hatte halt einen Skill, wo er Krankheiten und Gift heilen konnte. Und Krankheiten kann ich, glaube ich, auch mit Erste Hilfe nicht heilen, ne? Da kann ich dann auch nur Gegengift, ja genau, kann ich auch nur Vergiftungen heilen. Aber auch nur, wenn ich die richtigen Sachen dafür habe. Pala hat mir auch viel Spaß gemacht zu spielen. Ja, doch schön. Ja, Pala ist auch geil. Man erzählt sich über die Levelphase des Paladins, dass die extrem lame und langweilig und langsam ist, weil der Paladin nur Auto-Hits hat und sonst überhaupt nichts. Naja, muss ich tatsächlich sagen, stimmt nicht. Also Paladin hat extrem viel Bock gemacht hat extrem viel Bock gemacht zu spielen. Auch bis Level 41 war immer noch super geil. Dadurch, dass du halt einfach diese ganzen Oh-Shit-Buttons hast und dich hochheilen kannst. Und der Paladin macht mit seinen Auto-Hits wenigstens Damage. Nicht so wie viele andere Klassen, wenn du sagst, ich mach den nur mit Auto-Hits down. Ja, aber da brauchst du halt irgendwie 25 Auto-Hits für einen Gegner. Der Paladin braucht halt 3 bis 4 Auto-Hits für einen Gegner. Da
ist das überhaupt kein Problem, dass der nur Auto-Hits braucht. Der macht mit seinen Auto-Hits wenigstens Damage. Wie der gute Matt Season auch gesagt hat, er hat zuerst einen Krieger gemacht und hat da. Nee, das war nicht der Matt Season, das war aber in den Kommentaren darunter. Das war richtig cool, das war ein richtig geiler Kommentar. Was war das denn? Muss ich mich kurz dran erinnern, das war so lustig. Er hat gesagt, er hat zuerst einen Krieger gespielt und hat den halt in Menschenkrieger und hat den in, wie heißt denn das Startgebiet der Menschen jetzt? Nordheintal. Nordheintal bis Level 10 hochgelevelt. Und er hat halt aber, das war auch sein allererster Charakter damals, als vor 15 Jahren, als WoW rausgekommen ist. Und hat dann halt gemeint, er hat halt auch mit seinen Auto-Hits einfach keinen Schaden gemacht. Er hat nicht gecheckt, dass er irgendwie eine Leiste mit Skills hat. Wie wahr das jetzt alles ist, sei mal dahingestellt. Aber die Geschichte ist lustig. Er hat dann halt kein Damage mit den Auto-Hits gemacht. Und hat dann gedacht, ja okay, vielleicht ist Paladin besser. Hat sich halt einen Zwergen-Paladin gemacht. Und mit dem Paladin hat er mit den Auto-Hits halt tatsächlich Leute umgeklatscht. Und fand das dann super und hat mit dem Paladin weitergemacht. Und hat halt, der hat aber von den unterschiedlichen Specs, Wiederherstellung, wilder Kampf, Gleichgewicht, am Paladin halt hier Protection, Retri, Heilung, hat er noch gar keine Ahnung gehabt. Will mich eigentlich nur hochhalten. So. Und irgendwie hat ihn jemand anders dann gefragt, so mit Level 20, Mitte 20, so, ey, was bist denn du für ein Paladin hier? Was bist denn du geskillt? Und da hat er halt, nur geschrieben, ja, ich bin ein Paladin. Mal halt, ja, was für ein Paladin hier? Schutz, Heilung, Vergeltung, was bist denn du für ein Paladin? Und der hat halt gedacht, der würde irgendwie so Rollenspiel betreiben. Und hat dann geantwortet, ich bin ein Paladin für Wahrheit und Gerechtigkeit. Das fand ich so cool, als er das als Kommentar geschrieben hat. kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vor 15 Jahren noch passiert ist. Wenn ein Paladin für Wahrheit und Gerechtigkeit. Also ich glaube, das war jetzt alles so on the fly übersetzt, weil das ein englischer Kommentar war. Die englischen Sachen habe ich noch im Kopf, aber habe ich jetzt so spontan übersetzt. Aber das passt schon. Auf Truth and Justice hat er gesagt. Wahrheit und Gerecht. Ja, passt sogar. Truth and Justice. Einmal Paladin auf Truth and Justice. Ich musste schon sehr lachen, als ich das gelesen habe. Das sieht schon besser aus, ne? Kultist des dunklen Strangs. Ja, hier muss ich hin. Das ist das, wo ich hin muss. So, mehr Buffs habe ich leider nicht mehr. Nee. So, ich hau noch Verjüngung rein. Ich habe gelernt, dass alle NPCs, die einen Diener dabei haben, saustark sind. Richtig, richtig saustark sind. So, deswegen probiere ich jetzt zuallererst den Wichteldiener auszuschalten. Ja, habe ich geschafft. Interrupted. Steht da zwar, ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich geschafft habe. Aber es empfiehlt sich meistens immer erst den Diener auszuschalten. 50% Leben. Oh. Also ich habe hier jetzt schon Angst, wenn ich gegen zwei Diener mal gleichzeitig kämpfen sollte. Dann kann ich, glaube ich, echt Probleme bekommen. Also auf knapp über 40 Leben gegen einen Gegner. Es ist keine gute Ausgangsposition, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade die mit den Leerwandlern. Ich habe da jetzt gerade Flashbacks von der Knochenhöhle neben Orgrimmar in der Knochenhöhle da im Nordosten. Wer bist du hier? Ausgräber. Und Blutelfen. Die scheinen aber keine Diener zu haben, ne? Nee, nur die Kultisten haben Diener. Beim Leerwandler-Diener. Ist es da jetzt besser, den Leerwandler zuerst umzuklatschen? Aha, Moment mal. Ganz anderer Plan. Leerwandler geht in die Bucherwurzeln rein und ich hau hier den Kultisten um. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Der Leerwandler ist ja nur Nahkampf. Da könnte das hier sehr viel besser funktionieren. So. Ich hoffe, der Leerwandler stirbt, wenn der Kultist weg ist. Und, stirbst du? Nein. Okay, also ich muss sowieso beide umklatschen. Werde mich jetzt aber tatsächlich erstmal hochheilen. Das ist relativ spannend hier, zumindest für mich. Das war ein super Crit, muss ich sagen. Der Crit kam genau zum richtigen Zeitpunkt.
Also tatsächlich sind diese Kultisten mit den Leerwandlerdienern sehr viel stärker als die mit den Wichteldienern. Aber das hat jetzt relativ gut funktioniert mit der mit den Wucherwurzeln, muss ich ja sagen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob es weiterhin gut ist, Wucherwurzeln direkt am Anfang zu casten. Wahrscheinlich ja. Ich bin außer Reichweite. Du bist überhaupt nicht außer Reichweite. Das funktioniert super so. Gut. Bleib weiter bei zweimal Zorn und einmal Mondfeuer. Komm ein bisschen her. Ein bisschen weiter weg von dem anderen. Mist. Nicht funktioniert. Kriege ich den jetzt noch tot? Ja. Der hält zum Glück überhaupt nichts aus als Robenträger. So, erstmal Wucherwurzeln drauf, hochheilen. Ich mache das im Moment nicht mit Griff der Natur. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, wenn ich genug Zeit habe, dann kann ich das Infight auch mit der normalen Castzeit machen. Ich werde dann auch immer auf Griff der Natur umsteigen, sobald ich eine höhere Prozentchance habe. Beziehungsweise spätestens, wenn ich 100% Chance habe auf den Proc. Also sprich, wenn das immer passiert, wenn der mich einmal angreift, dann ist das mit der Castzeit natürlich irrelevant. Hier. Entweder habe ich jetzt 65% Chance. Das ist schon relativ hoch, aber wenn ich die Zeit habe, bleibe ich mal beim manuellen Casten. Noch. So, und jetzt haue ich erstmal den Wichteldiener hier um. Der läuft gerade so schön weit weg vom Herrchen umeinander. Schöner Crit. Wirklich ein sehr schöner Crit. So, Kultist, kommst du mit? Ein bisschen weiter weg von den anderen hier. Ja. Er will nicht. Dann erstmal interrupten. Also hier muss ich mich tatsächlich extrem auf die einzelnen Kämpfe konzentrieren, sonst bin ich ja relativ schnell tot. Und genau das ist das Geile bei der Hardcore-Challenge. Ja, ansonsten weiß ich nicht, würde ich das hier wahrscheinlich gar nicht machen, sondern würde mich jetzt einfach ins Menschengebiet begeben und Todesminen machen. Als Druide kann ich ja eh jede Rolle einnehmen. Aber hier bin ich jetzt darauf angewiesen, mich hier ein bisschen durchzuquesten. Super, super geil. Ausgräber, du... Ne, bitte den Ausgräber. Ausgräber war ohne Pet, ne? Und die stehen auch nur hier. Das ist so geil bei WoW Classic. Also das ist auch bei Retail WoW so, ne? Das ist jetzt keine Only Classic Angelegenheit. Hallo, ich habe noch über 100 Mana. Ich brauche 181 inzwischen dafür. Waren früher mal 100. Dass die einzelnen Mobs immer so geil angeordnet sind. Und das ist halt auch immer... Es passt einfach dazu, ne? Du kannst dir durch die Namen der Mobs und durch ihr Aussehen so eine kleine eigene Geschichte... Na, nicht Geschichte des Ortes, aber was halt hier gerade aktuell an dem Ort abgeht, kannst du dir einfach dadurch angucken. Hammer, hammer geil. Gefällt mir sehr gut. Vor allem, wenn ich die ganzen Orte hier noch nicht kenne. Die kenne ich hier tatsächlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich die so oft noch besuchen will. Warum habe ich eigentlich immer noch keinen leuchtenden Seelenedelstein bekommen? Vollstrecker. Brauche ich einen bestimmten Diener des dunklen Strangs? Eigentlich habe ich in Erinnerung, dass nein. Aber eventuell schaue ich mir die Quest noch mal kurz an. Mit Abschaum des dunklen Strangs. Ja gut, das ist jetzt aber keine, kein Name, oder? Abschaum des dunklen Strangs. Glaube ich nicht. Eines seiner Mitglieder besitzt einen Seelenedelstein. Nö, also es kann wahrscheinlich wirklich jeder sein. Komm schon. 17 HP noch. Ach, ich hab Fackelexplosion. Deswegen kriege ich so viel Damage hier. Alle 3 Sekunden 9 Punkte Feuerschaden. Ist eigentlich nicht so viel. Aber ist jetzt doch noch relativ knapp geworden hier. Ich kann das halt auch leider nicht irgendwie, wegmachen. Mit Rechtsklick, das geht leider nicht. Es geht nur da oben. Oh. Ich will endlich einen neuen Talentpunkt haben. Aber bald habe ich es ja. Höh, der Respawn ist da. So, dann gleich voll drauf hier. Der hat mich auch schon bemerkt. Der hat aber keinen Wichteldiener. Adepte hat einen Wichteldiener, ne? Ich warte jetzt hier gerade die ganze Zeit drauf, dass irgendwo hier aus dem Nichts ein Wichteldiener erscheint und mir ein Feuerball in den Rücken klatscht. Aber bisher noch nicht. Ist auch gut so, denn die geben eh null Erfahrung. Also ich habe jetzt dadurch nichts verpasst. Der Kampf war einfach nur ein bisschen einfacher.
Glück gehabt. Aber wenn jetzt schon der Respawn da ist, dann muss ich echt aufpassen. Kultist sind wieder mit Wichteldiener. Bei den Wichteldienern, das hat aber vorher sehr gut funktioniert, dass ich einen Wichteldiener einfach aus der Ferne rausnehme. Einfach mit meinen Zaubern. Dafür sind meine Zauber stark genug. Gut, war mit einem Crit, aber naja, der Dot ist ja auch noch da, ne? Leider habe ich keinen Heat mehr ready. Das heißt, der Schattenblitz trifft mich jetzt immer voll. Das Blöde dabei, dass ich kein Heap ready habe, ist, dass ich jetzt nicht verhindern kann, dass derjenige wegläuft. Hier geblieben? Sehr gut. Er ist nicht weggelaufen. Oder sie in dem Fall. Pass auf, ich habe gesagt, Mana-effizienter ist es, heilende Berührung und Verjüngung nacheinander zu casten. Sehr viel Mana-effizienter. Wenn ich außerhalb des Kampfes bin, kann ich das eigentlich so machen. Muss ich nicht immer auf Nachwachsen gehen. Erst wenn ich bei Nachwachsen Rang 3 habe, dann könnte ich das so machen. Ich möchte jetzt mal so einen Vollstrecker hier hinten angreifen, denn das ist die einzige Art Gegner, die ich noch nicht hatte. Dafür ist die auf Level 21. Das ist natürlich relativ viel. Aber im One-on-One ist man wie als Paladin, als Druide gar nicht so kacke, ne? Einfach dadurch, dass ich Wucherwurzeln habe und mich vollheilen kann. Aber der Paladin, der war einfach der Meister im One-on-One. Also im One-on-One hat der 1 gegen 1 hat der jeden umgeklatscht. Naja, bis auf den, gegen den ich dann gestorben bin. Wie hieß er denn? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der hieß, der gegen den ich verloren habe. Kurzen, genau. Lieutenant Kurzen oder Leutnant Kurzen. Der hat mich umgeklatscht. Der war stärker als ich. Obwohl Paladin im One-on-One saustark ist, aber der war zu stark. Der macht aber auch gut Damage, sag mal. Oh, der ist 2 Level über mir. War das gerade ein Crit? Ein Heilungskrit? Ja, heilende Berührung von Azuria heilt Azuria um 331 kritisch. Das ist auch super. Das gibt's in Retail, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Heilungskrits? Ich habe gar nicht gemerkt, dass die schon alle wieder da sind. Es gibt nichts mehr mit Style wie ein Zwergpaller. Es gibt nichts mit mehr Style wie ein Zwergpaller, ja. So, Leerwandler in die Wucherwurzeln rein. Ich hatte einen Menschenpaladin. Bei mir war es tatsächlich ein Menschenpaladin. Aber ja, Zwergenpaladin hat schon unglaublich viel Stil. Zwergenpaladin ist einfach so die Verkörperung schlechthin des guten, starken Zwerges. Bisher habe ich tatsächlich nur einen einzigen Zwerg gespielt in der Hardcore-Challenge, und zwar ein Priester. Zwergenpriester. Und der war, naja, nachdem der auf Level 10 oder 11 oder so gestorben ist, habe ich gesagt, ich spiele nie wieder Priester in der Hardcore-Challenge. Denn der hat einfach viel zu wenig Damage gemacht. Ich meine, ich war in so einer Höhle drin und ich habe den Leuten da so wenig Damage gemacht, dass der Respawn mich dann gekillt hat. Der Respawn war in mir drin, während ich noch versucht habe, andere Gegner zu töten. Der war einfach zu schwach. Der hat die Gegner zu langsam getötet. Dafür, dann ist der Respawn gekommen und hat mich umgeklatscht. Habe ich gesagt, nie wieder Priester. Alleine bis auf Level 10 zu kommen, hat so ewig gedauert. Vor allem, wenn er da noch eine schöne Rüstung dann hat. Lebende Kampfdose. Ja, genau. Genau so. Und da ist ein Paladin auch sehr viel geiler als ein Krieger. Allein vom Optischen her. Ja, das ist tatsächlich so. Aber als Hardcore-Challenge wird es hier so schnell keinen Paladin mehr geben bei mir. Die 41 Level haben erstmal gereicht. Jetzt sind erstmal ein paar andere Klassen dran. Da kommen wir hier. Hey, Leerwanderdiener ist schon wieder draußen. Sehr schöner Crit. Sehr, sehr, sehr schöner Crit war das. So, ich werde mich jetzt trotzdem... So, ich probiere jetzt mal mit Griff der Natur, wie gut das funktioniert. Hat es aber auf einmal funktioniert? Nein. Zweite Mal? Hat auch nicht funktioniert. Okay, also Griff der Natur, die 65% Chance ist echt noch viel zu niedrig. Ich breche jetzt gerade die ganze Zeit meine eigenen Heilungen ab. Nicht so geil hier. Verjüngung noch. Und drauf hier. Jetzt habe ich vergessen, noch Mondfeuer drauf zu hauen. Ne? Mondfeuer wäre noch wichtig gewesen. Und ich habe auch keine Dornenaura gerade mehr.
Schon wieder der Respawn. Au, ein Zwerg. Ein Zwerg. Diesmal ist es nur eine Dose. Keine Kampfdose, einfach nur eine sehr quadratische Dose. Waffen sind eigentlich alle voll da. Ich habe tatsächlich gerade so das Gefühl, ich greife irgendwie die falschen Gegner an, ne? Ich kann mir das gerade nicht anders erklären. Und warum kriege ich die ganze Zeit gegen diese Wichteldiener hier so viele Crits? Bring mir nochmal. Also ich habe jetzt bisher gegen drei Wichteldiener im Fernkampf gekämpft und ich habe dreimal einen Crit bekommen. Bei jedem einen. Ich meine nicht, dass ich mich beschweren würde, ne? Aber ich hätte die Crits lieber gegen den Zwerg hier. Segeltuchumhang. Also ich bin bald so weit, dass ich sage, ich guck mal auf Google nach, beziehungsweise auf WoW-Head, wer diesen leuchtenden Seelenedelstein hier droppt. Denn das ist ja schon langsam nicht mehr lustig. Kultist des dunklen Strangs, du hast wieder einen Wichteldiener, gell? Genau. So, der sollte jetzt durch den Dodge sterben. Ja, ist auch schon tot. Ich hatte keinen Mana mehr für die Bärengestalt. Aber hat auch noch so gepasst. Also ich habe so das Gefühl, mit der Fähigkeit zermalmen hier unten, mit der Angriffsfähigkeit, die verfehlt so verdammt oft, dass ich fast meine, es wäre sinnvoller, nur Auto-Hits zu spammen und meine Wut irgendwie für demoralisierendes Gebrüll und Hieb und so weiter auszugeben. Übrigens bin ich gerade Level 20 geworden. Yes! Gleich Talentpunkt. Griff der Natur. Wing. So, wie viel Prozent habe ich jetzt? 80%. Gut, also ein Talentpunkt muss ich auf jeden Fall noch rein investieren. GZ, danke, danke. Ich freue mich auch. So, ich will jetzt dringend diesen leuchtenden Seelenedelstein hier bekommen und dann so schnell wie möglich Katzengestalt lernen. Der gute Ace Omega letztes Mal, der hat mir erzählt, es gibt keine Klassenquest dafür. Das heißt, wundert mich ein bisschen, aber anscheinend kann man die Katze, sobald man Level 20 ist, einfach so vom Lehrer lernen. Plopp. Automatisch bekommen tue ich sie scheinbar nicht, sonst hätte ich sie ja jetzt schon. Aber wenn's da, er hat gemeint, es gibt einfach keine Quest dafür. Ich hab nämlich noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Klassenquest mit Level 20 schon machen kann. Denn Klassenquests sind immer sauschwer und schon verantwortlich für einige Tode mit Hardcore-Charakteren hier bei mir. Und er sagte mir, es gibt keine Klassenquest, kannst du einfach so holen. Ja, okay, gut, dann schon. Da nehme ich sie schon mit 20 mit. Jetzt ist da hinten auch schon wieder Respawn. Alter Schwede, das geht hier echt schnell. Warum despawnen diese Leerwandler denn nicht, wenn ihr Herr und Meister gestorben ist? Wir haben doch dann keine Verpflichtung mehr. So. Die ganze Zeit, wenn ich Hexenmeister bin, dann meckern sie die ganze Zeit, dass sie unter meinem Kommando stehen. Aber wenn sie hier für einen Adept des dunklen Strangs sind, dann kämpfen die über den Tod hinaus. Überhaupt kein Problem. Den mögen sie dann so sehr. Oh, was ist das? Vocals. Diablo Soundtrack mit Gesang. Was? Wo ist das? Steht leider nicht dabei. Schade, der hat das nicht so geil gegliedert. Doch, warte mal. 31, noch was. Sanctuary. Ja, gut. Sagt mich jetzt wenig. Der ist auch schon wieder respawned hier. Bärengestalt bitte ganz schnell. Diesmal habe ich einmal Zorn zu wenig gemacht, ne? Deswegen hält der jetzt noch so viel aus. Der stirbt aber trotzdem durch den Dot. Ja. Der stirbt trotzdem durch den Dot. Also okay, also dafür macht er mir einigermaßen Schaden. Wie viel Damage macht der? Wichteldiener Feuerblitz 23 Feuer. Okay, also der macht tatsächlich nur ein Drittel von dem, was der Schattenblitz des Kultisten macht. Das ist echt nicht viel. Das heißt, das könnte ich tatsächlich weiterhin so machen, dass ich einmal Zorn, einmal Mondfeuer auf so einen Wichteldiener mache. Gut, merke ich mir mal. Das merke ich mir mal. Ich weiß, ich habe nur 70% Leben. Es sollte aber trotzdem gehen. Boah, ey, was war denn das für ein Schwung gerade? War das... Wie hält die denn die Axt? Hä? Ach, das machen das Nachtelfen auch? Denn ich meine, die halten einen Zweihandstab gerne mal so, aber eine Axt auch? Sie ist ja cool. Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen.
es gibt hier doch so viele Sachen, die ich selber noch nicht kenne. Sind zwar alles nur so kleine Mini-Details, aber war schön. Immer mal wieder schön was Neues. Gut. Weglaufen, hier geblieben, sehr schön. Man merkt deutlich, dass die mit ihrer Kettenrüstung sehr viel mehr aushalten. Oh, ein Heiltrank! Also ein ganz hoher Heiltrank. Der kommt sofort in die Leiste hier unten rein. Ich habe übrigens heute noch nicht einen einzigen Wollverband gebraucht. Warum eigentlich nicht? Das letzte Mal habe ich die gefressen wie nochmal was, also generell Verbände. Deswegen hatte ich auch nur noch so wenig davon. Nicht, dass ich mich beschwere, ne? Aber vielleicht hat der Monat Pause ganz gut getan. Jetzt kann ich wieder ein bisschen besser zocken. So, das sind eigentlich die Worte, wo ich dann direkt danach draufgehen sollte. Warum hat die sich jetzt doch so schützend vor ihren Leerwandler gestellt? Ich mag das nicht, wenn der potenziell auch in Nahkampf-Range ist. Ist er aber nicht. Gut, komm mal mit, komm mal mit. Sie will nicht mitkommen. Komm schon, einmal zermalmen sollte ausreichen. Nein, 2% Leben, Dornen-Aura macht's möglich. Boah, die Daunenaura ist so gut, ne? Die hatte jetzt noch 2% Leben und ist dann durch die Daunenaura einfach so gestorben. Daunenaura ist einfach super. Ein extrem unterschätzter Zauber. Ich habe schon mal gesagt, ne? Wenn es hier irgendwie so die Möglichkeit gäbe, irgendwie so einen Skillpunkt in irgendwas zu investieren, so mache einen deiner Zauber einen Rang stärker. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Daunenaura vor Mal der Wildnis nehmen. Wenn ein Zuhörer, Mehr Dornen-Aura-Damage ist halt richtig, richtig geil. So, und pass auf, mir reicht's jetzt. Ich werde jetzt tatsächlich mal der Turm von Altalax die Quest googeln. Ob ich da irgendwen Besonderen bringen muss. Der Turm von Alt... So? Hat noch niemand gegoogelt. Gibt keine Vervollständigung. Hier, Classic WoW-Head... Der Turm von Altalax, Kommentare. Es gibt sogar einen deutschen. Folgende Kreaturen können den Edelstein haben. Adepten, Vollstrecker, Kultisten, Ausgräber. Das ist genau da, wo ich bin, ne? Adept, Kultist, Ausgräber und Vollstrecker ist auch hier. Also ich bin exakt in der richtigen Ecke. Ich lese mir mal die englischen Kommentare durch. Was? Champ of the Balcony Wii? Nee. Ob ich irgendwelche Drop-Raten finden kann? Nee. Schau doch mal bei dem deutschen Kommentar, der hat ihn nämlich alle verlinkt. Adept des dunklen Strangs, leuchtender Seelenedelstein, 10% Drop Chance. Schau noch mal bei den anderen, Vollstrecker, leuchtender Seelenedelstein, 9% Drop Chance. Also die haben alle 9 bis 10% Drop Chance von diesen leuchtenden Seelen, von diesem leuchtenden Seelenedelstein. Ich habe doch mit Sicherheit schon mehr als 10 von denen umgeklatscht. Oh. Ich höre den, wie heißt er? Ich muss näher ran. Bin gerade ein bisschen zu nah an den anderen hier. Den, Creep-Fan-LP, den höre ich jetzt schon wieder mit RNG herumschreien. Ich hatte wieder so schlechtes RNG hier. Oder der gute Creeparian, der ist auch immer never lucky. Never lucky. Ich stelle mir halt wirklich vor, wie das früher war, so komplett, Oh, der ist schon wieder da. So komplett ohne Internet, Fansites oder so. Ja, gut, dafür waren wahrscheinlich ein paar mehr Leute hier unterwegs. So, Begriff der Natur bitte. Hat funktioniert. Sehr gut. Dafür waren ein paar mehr Leute hier unterwegs, die man dann fragen konnte, wo hast du es denn bekommen? Und dann sagt er, ja, ich hab's von dem Kultisten bekommen. Und dann denke ich mir, ah, okay, vielleicht droppen das nur die Kultisten. Und dann hau ich die ganze Zeit nur die... nicht looten, hallo? Angreifen bitte. Na, komm schon. Dann versuche ich die ganze Zeit nur Kultisten anzugreifen. Aber ich habe immer noch, oder habe ich den schon und muss nur irgendwas aufmachen? Das gibt's ja auch gerne mal, ne? Das ist so fies, wenn es heißt, du brauchst einen leuchtenden Seelenedelstein und dann sammelst du ein Gefäß eines leuchtenden Seelenedelsteins auf oder so und du musst nur im Inventar nochmal Rechtsklick drauf machen. Wenn du das nicht checkst, dann kann es passieren, dass du echt viele, viele Gegner noch umhaust, ohne dass irgendetwas passiert. Ich esse hier tatsächlich zuerst die Krebsküchlein, weil ich die gekochten Muscheln höchstwahrscheinlich schneller wieder
nachkriege. Ist aber total dämlich, ne? Denn wenn ich 5 gekochte Muscheln esse, dann habe ich den Inventarplatz wieder frei. Das ist ja ein angefangener Stack von 5 Muscheln, genau hier. Naja, gut. Ja, man kann immer noch minimale Sachen noch ein bisschen besser machen mit der Zeit. Wenn ich Muscheln esse, ist mir kurz übel. Boah. Muss ich erzählen, ich finde Muscheln eigentlich sehr, sehr lecker. Ich bin jetzt nicht so der riesige Freund von Meeresfrüchten, gerade so Tintenfischringe, die nur auf Gummi schmecken, ist nicht so geil, aber Muscheln sind doch der absolute Wahnsinn. Habe ich früher teilweise, wenn es die am Strand gab, selber aufgesammelt, so im Urlaub mal und dann zu Hause auch selber gekocht und gegessen. Hammergeil. Hat richtig, richtig geil geschmeckt. Ich war jetzt... Boah, wie lange ist das jetzt her? Wie viel September ist heute? Hier gibt es doch keinen Kalender. 16. September. Vor 2 Wochen, also vor 2 und 3 Wochen und vor 4 Wochen, nee, vor 4 noch nicht, vor 3 Wochen, war ich in Italien mit der ganzen Familie hier und es gab ein Restaurant, das war der absolute Wahnsinn. Die hatten nämlich eine Calzone Meeresfrüchte. Die hatten eine Pizza Calzone gemacht, halt nicht mit Schinken und Champignons und sowas, sondern nur gefüllt mit Meeresfrüchten und halt Käse und Tomatensoße. Knoblauch und sowas. Und als ob das noch nicht genug ist, am Rand von den Teller haben sie haufenweise Muscheln gemacht. So mehr oder weniger so als Deko-Element schon fast. Aber du konntest die halt alle essen. Das waren alles fertig gekochte Muscheln. So ein ganzer Haufen. Einfach so als Bonus dazu. Und auf der anderen Seite noch so 2 Garnelen mit Cocktailsoße dabei. Hat irgendwie, glaub, 9,50 Euro oder so gekostet, diese ganze Pizza. Also ein Durchschnittspreis für eine Pizza. Eine normale Calzone hätte wahrscheinlich genauso viel gekostet. Hammer geil. Habe ich noch nie gesehen. Und das Coole ist, wir hatten direkt so ein Werbungsschild, so mehr oder weniger draußen hängen, sodass man das von der Straße aus sehen konnte. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Die haben extra Werbung für diese Calzone mit Meeresfrüchten gemacht. Und ich saß genau unter diesem Schild. Und ich habe das erst gemerkt, nachdem ich die Pizza fertig gegessen hatte. Aber die war echt geil. Die war echt richtig, richtig geil. Bisher nur einmal Muscheln gegessen. Das nahm kein gutes Ende, okay? Weißt du noch, was das für Muscheln waren? Also waren das Miesmuscheln oder waren das so kleine Muscheln oder einfach abgepackte, gekaufte aus dem Supermarkt? Oder? Ich habe bisher noch nie schlechte Erfahrungen mit Muscheln gemacht. Habe jetzt auch noch nicht so oft welche gegessen, ne? Aber trotzdem habe ich noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. So, ich bleibe jetzt mal ein bisschen dabei, dass ich sage, einmal Zorn, einmal Mondfeuer auf den Wichteldiener, weil der so einfach keinen Damage macht. Mit seinem Schattenblitz. Glaube Miesmuscheln. Mir ging es danach sehr mies. Der war jetzt gar nicht so schlecht. Also auch nicht so gut, aber ich finde es gerade sehr lustig. Warum, weiß ich selber nicht. Also ich habe da jetzt, wie gesagt, vor 3 Wochen erst einen haufenweise Miesmuscheln gegessen und war gar nicht so schlecht. Was mich extrem gewundert hat, mein kleiner Sohn, der hat auch Muscheln gegessen. Der hat zwar nur eine Muschel gegessen und danach wollte er keine mehr, aber die hat er gegessen und hat auch gesagt, die war lecker. Aber danach wollte er keine mehr. Aber er hat sie gegessen. Finde ich toll, dass er Sachen ausprobiert. Ich habe ihn gerade gefunden. Oh, endlich. Oh, schnell weg hier vor diesen Mobs mit den Dienern. Da hinten muss ich hin, oder? Ja, Maestras Posten. Sorry, ich hab's geschafft. Oh, sehr gut. Aber Maestras Posten gibt es keinen Flugpunkt, oder? Denn ich brauche ja jetzt ganz dringend einen Druidenlehrer. Auch ganz dringend einen Druidenlehrer. Hallo, Wildbock, ich nehme noch ein bisschen Leder von dir mit. Auch wenn ich nur 62% Leben habe. Aber ich bin ja 2 Level über dem. Da passt das schon. Könnte ich jetzt wieder in meine... Ja gut, so toll ist das gar nicht. Ne? So eine Famous Last Words Sammlung. Da bin ich ja im Moment auch noch am Sammeln. Von meinen persönlichen Famous Last Words. Also wir, ach, den nehme ich hier noch mit. Ist ja eh kein Problem, bin ja 2 Level drüber. Könnte auch ein super Famous Last Words Eintrag sein. Aber da gab es schon bessere. Weiß, ich habe fast kein Leben mehr, aber ich bin ja jetzt eigentlich in sicherem Gebiet.
Berühmte letzte Worte. Wir sind niemals in Reichweite ihrer Bogenschützen. Ja. Zum Beispiel, ja. Ich finde diese berühmten letzten Worte immer super. Das hatte ich bisher für eigene Einträge. Ich habe zwei Einträge. Der eine war, das wird kein Problem, habe ich vorher schon mal geschafft. Auch ein super Eintrag. Zack, war der Krieger tot. Braucht ihr Hilfe? Habt ihr den Seelenedelstein? Ja, dieser Seelenedelstein ist von dunkler Magie verzaubert. Mal sehen, was sich daran verbirgt. Ja, wir, ich muss jetzt zum Turm von Altalax zurück. Was, Ilkrut Maktrull? Ja, ich kenne ihn. Er ist ein mächtiger Ork-Hexenmeister, der Pajaskar-Schrein lebt, einem äußerst bösen Ort im südwestlichen Eschenwell. Bislang ist nur ein geringes Ärgernis und ich hatte noch nichts mit ihm zu tun, aber es sieht so aus, als wäre jetzt seine Zeit gekommen. Ziehe den Ehrenfreund. Was, Atricus ist zu uns gekommen. Er sagte, dass er uns vor Bösen bewahren könne. Er hat einen Schutzzauber auf uns gewirkt, der uns vor Bösen beschützen soll. Sargat sagt, als die Erschütterungen endeten, kam seine... Boah, ich komme hier gar nicht hinterher. Haben seine wahren Motive ans Licht. Wir waren gefangen. Er zog uns langsam und unsere Macht. Ja. Wie viel Text ist das denn? Wie cool ist das bitte? Es geht nur gerade viel zu schnell. Ich muss das gleich nachher nochmal im Chatfenster nachlesen. Ihr seid fertig, ja? Gut. Hunderte wurden durch seinen Zauber gefangen gehalten. Jetzt sind nur noch einige wenige in ihren Gefängnissen. Von Zeit zu Zeit redet er mit uns. Er fürchtete, seine Macht würde schwinden und dass bald selbst wir die letzten seiner kostbaren Seelenedelsteine verblassen und sterben würden. Ach, der Sargat, das war eine Erscheinung in diesem Seelenedelstein drin. Dann müssen wir Atricus Narrasin beseitigen, sagt mir Geist. Wo kann ich die anderen Seelenedelsteine finden, um seine Magie rückgängig zu machen? Dein Lieutenant Ilkrut Maktrull besitzt einen Folianten, der Hinweise auf den Verbleib der letzten Seelenedelsteine geben könnte. Und er verschwindet im Nebel. Oh, die Quest ist auch orange. Das heißt, da warte ich mal noch ein bisschen, bis ich die fertig mache. Lebt in einem äußerst bösen Ort im südwestlichen Eschenwell. Achso, deswegen Ilkrut Maktrull, den. Ja, ich kenne ihn. Das heißt, ich hätte eigentlich zuerst die Unterhaltung zwischen Sargat und Delgren zuhören sollen und dann die Quest annehmen, ne? Orendil Broadleaf, was hast du denn für eine Quest? Friede sei mit euch. Bringt Orendil Broadleaf 5 Batran-Scharpflanzen, okay. Es gibt eine Pflanze, die früher einmal in den alten Ruinen von Batrans Stupfwinkel im Norden wuchs. Eine Pflanze namens Batranschar war als Heilmittel für die Krankheiten des Geistes bekannt. Ja, ich weiß, ich spreche das sehr deutsch aus, ne? Ein Kind im Dorf ist krank geworden. Ich glaube, dass es sich nicht nur um eine körperliche Krankheit handelt. Er ist kopfkrank. Würdet ihr wohl zu Batrans Stupfwinkel reisen und dort für mich nach Batrans... Ach, Batrans Haar. Das Haar von ihm. Jetzt verstehe ich. Ich könnte es brauchen, wenn ich das Kind richtig behandeln soll. Batrans Schlupfwinkel liegt nördlich von Maestras Posten, gleich südlich der Grenze zur Dunkelküste. Ja, das ist das, wo die ganzen Verlassenen vorher drin waren, ne? Hier oben. Auf der Karte steht jetzt Maestras Posten, aber naja. Du bist gelb? Ja. Das könnte ich tatsächlich bald, Betonung liegt auf sehr bald, machen. Denn das ist wenigstens in meinem Levelbereich im Gegensatz zu dem anderen Ding. Ich will jetzt aber tatsächlich erstmal zu Astranar und da noch ein paar Quests annehmen und den Ruhestein dort platzieren und zurück zu Danassus, denn ich will unbedingt meine Katzengestalt haben. Ah, ich weiß, hört sich jetzt alles gerade spontan nicht so spannend an, aber so ist das bei WoW Classic nun mal. So muss das sein. Verkaufen hätte ich eigentlich auch noch schnell machen können. Ich weiß, ich habe gesagt, jetzt in Eschenwell mache ich die normale WoW-Musik wieder an. Mache ich auch bald. Sobald ich hier jetzt normal am Questen bin. Also sprich, sobald ich mit Danassus fertig bin. Der Schrein von Essina. Der ist auch schon eine Ruine, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist erst weiter hinten, dieser Schrein. Ist das der? Weiß ich gerade gar nicht. So, aber die Buffs kann ich trotzdem aufrechterhalten, falls mich irgendein wildes Tier, ein Wildtier sozusagen, hier jetzt angreift. Welches Level haben die hier? 20 und 21. Ich bin halt echt fast schon ein bisschen unterlevelt, ne? Also eigentlich nicht. Eigentlich bin ich exakt auf dem richtigen Level.
Aber sowas ähnliches wie unterlevelt. Auf jeden Fall nicht überlevelt. Als Paladin war das überhaupt kein Problem, ne? Da konntest du ohne groß drüber nachzudenken zwei Level unter den Gegnern sein. Jetzt als Druide ist das echt schwierig. Er ist im One-on-One gerade gar nicht so kacke. Also das passt schon alles. Aber als Paladin muss ich mir halt nicht so viele Gedanken machen. Wenn einer gekommen ist, habe ich mich unverwundbar gemacht, hochgeheilt und danach weggelaufen. Das geht hier halt nicht mehr. Aber bisher würde ich sagen, mache ich einen einigermaßen guten Job im Überleben. Das haut schon mal hin. Lalala. So, Shindrill Swiftfire. Hallo, hallo. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Quests an. Ich bin geehrt. Böses lauert an unserer nordwestlichen Küste, die als Zoramstrand bekannt ist. Oh ja. Es ist die Ruhestätte der untergegangenen Stadt Zoram, die während der großen Teilung zerstört wurde und im Meer versank. Die Nachtelfen verloren sie vor Unzeiten. Sie war verloren und fast vergessen. Jetzt allerdings sind die Nager zurückgekehrt, aber warum wissen wir nicht. Es ist auch unwichtig. Wir müssen diese Scheusale vernichten und zurück in die Tiefe treiben. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr 20 Stück getötet habt. Und mache ich dann viel Glück. Im Druiden finde ich das 1 vs. 1 einfacher. Haust deutlich mehr Schaden raus wie als Bärchen. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Reagenzienbedarf. Okay, da muss ich nicht hin. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob ich Alchemie und Kräuterkunde nehmen soll. Wäre als Druide, glaube ich, gar nicht so kacke gewesen. Aber ich mag Lederverarbeitung eigentlich ganz gern. Hallo Schildwache Tensil. Hallo Azuria. So wie ihr aussieht, scheint ihr voller Reiselust zu sein. Wart ihr schon mal im Steinkrallengebirge? Oh nein, nicht das Steinkrallengebirge. Ich mag das nicht. Es ist ein Land, das von der Venture Company und anderen Feinden der Nachtelfen heimgesucht wird. Oh ja, ist neulich. Ich lese das viel zu ironisch, ne? Erst neulich schickte Schildwache Wolfrunner meine Freundin Kayla Shadowspear dorthin, um zu untersuchen, was mit dem Land geschehen ist. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Bei der war ich schon mal. Was mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass die Allianz sie zusammen mit einem Gnomenmagier losgeschickt hat. Oh nein. Und, auf meinem Channel hier kennt man Gnomenmagier, ne? Das deutet definitiv auf Probleme hin. Würdet ihr sie suchen und mir dann Bericht erstatten? Ja. Gnomenmagier. Die Krux überhaupt. Denn die Gnomenmagier, das sind immer die Leute, die mir als Paladin und als Krieger die ganzen Erze wegfarmen. Ich habe noch keinen anderen Paladin oder Krieger gesehen, der mir Erze wegfarmt, aber Gnomenmagier schon haufenweise. Moment. Ruhestein wollte ich noch setzen. als Katze meine ich. Ja, nicht als Ruhe. Das habe ich schon verstanden. Ne? Ich habe immer nur Sammelberufe. Ja, ich darf halt kein AHA benutzen. Ne? Das habe ich mir als eine der Regeln für mich persönlich noch auferlegt. Auktionshaus ist nicht erlaubt. Das heißt, es wäre eigentlich sehr dämlich, wenn ich einfach nur Sammelberufe mitnehmen würde. Hallo, Gastwirt? Hier oben? Ja, diesmal wieder hier oben. Die Göttin segne euch. Und ich habe das tatsächlich auch in Retail und so noch nie gemacht, sondern ich habe immer einen Sammel- und einen Produktionsberuf genommen. Einfach weil ich es cool fand, mir die Sachen selber herzustellen. In Retail habe ich es auch ausprobiert, das hat aber nicht hingehauen. Denn sobald ich mir irgendwelche Sachen gecraftet habe, die besser waren als meine aktuelle Ausrüstung, habe ich spätestens eine halbe Stunde später für eine Quest eine bessere Ausrüstung bekommen. Und auch die upgegradeten Sachen für die ganzen Berufe mit 2 Sterne und 3 Sterne und sowas, wofür du echt viele, viele Materialien brauchst. Sorry. Die waren es auch nicht wert, die waren trotzdem schlechter als die Ausrüstung, die ich dann schon aktuell hatte. Aber gerade in Classic finde ich das halt saugeil, da man sich ja tatsächlich Sachen herstellen kann, die ein immenses Upgrade sind. Auch im Low-Level-Bereich, später sowieso, habe ich gehört. Selber noch nicht erfahren, aber als Paladin auf Level 41 habe ich mir tatsächlich Sachen mit Schmiedekunst hergestellt, die wirklich, wirklich gut waren. Sehr gut sogar. Ich kenne die Wälder so gut, als wären sie ein Teil von mir, doch wisse, dass man noch immer viel von ihnen lernen kann und sie bergen auch viel Gefahr. Ja. Renés Säuberung. Azuria, ein alter Freund von mir, unterstützt hier in Ashenvale ebenfalls die Schildwachen, aber ist noch nicht zurückgekehrt. Er ging einer Spur nach, die zu einem Gegenstand führte, der seiner Meinung nach die Angriffe der Furbergs auf unser Volk verlangsamen könne. Eine Route, die von einem mittlerweile verstorbenen bösen Hexer geschaffen wurde. Vor seiner Abreise erwähnte er, dass er nach einem Edelstein für die Route suchen wollte. Er meinte, dass dieser Edelstein möglicherweise in dem Schrein im Fallateamsee am Fuße der Berge im Westen versteckt sei. Dort wurde der Edelstein jedenfalls aufbewahrt, bevor der Schrein überrannt worden ist. Bitte zu, ihr findet meinen Freund. War das mit den Murlocs? War das die Quest mit den Murlocs am Brunnen? Was führt euch hierher? Und der Taronis, der lag irgendwo im Wasser tot oder in der Mitte auf der Insel. Ich glaube, das war das.
Direkt im Norden Astralas leben die Furballs vom Distelfeldstamm. Oh, die war schwer, die Quest, glaube ich. Deine Speer berichten, dass ihre Zahl sich in den letzten Monaten erhöht hat. Sollten es zu viele werden, könnten sie den Mut finden, Astralar direkt anzugreifen. Ja, das sind aber Level 60er Wachen, hallo? Hütet so viele von ihnen, wie ihr könnt, aber bringt mir den Schädel ihres Häuptlings zum Beweis dafür, dass ihr Bemühen im Keim erstickt wurde, vorläufig. Ich bleibe hier in Astralar und warte auf Kunde von euch. Ja, hütet einfach mal so den Anführer der Furballs. Geht ja ganz easy, ne? Hier noch was Cooles, Werkzeuge und Bedarfsartikel. Was hast du denn? Du kannst mir zumindest Geld geben. Hirschfleisch behalte ich mal noch. Und ich weiß nicht, ob ich das eventuell noch gebrauchen kann. Den behalte ich. Warum habe ich die eigentlich noch im Inventar, sag mal? Damit. Aber ganz schnell. Leichter Bald behalte ich. Leinenstoff. Leinenstoff kann eigentlich auch schon weg, ne? Tschüss. Schreiterfleisch behalte ich auch mal noch. Und diese Wahrsagefiole schmeiße ich jetzt raus. Also, bin mir relativ sicher, die Quest habe ich schon abgeschlossen. Hase juckt. Gut, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Marihuana schadet im Kurzzeitgedächtnis. So, Astralar ist jetzt euer Zuhause. Spätestens jetzt habe ich es gemacht. Hat jetzt nichts mit Marihuana oder so zu tun, ne? Ich find den Spruch nur lustig, wenn man irgendwie sowas vergessen hat. Ich sag das ganz gerne. Da muss man doch vorsichtig sein bei Leuten, die man nicht kennt, immer so im RL, wenn das dann so einfach so Leuten, die du gerade erst kennengelernt hast und jemand sagt, ah, was wollte ich denn gerade doch mal machen? Sagst dann, Marihuana schadet dem Kurzzeitgedächtnis. Es gibt Leute, die nehmen das nicht so gut auf. hab ich gemerkt. So, bitte nach Rutera, nach Teldrassil einmal zurück. Mir fällt gerade ein, ich hätte eigentlich auch gucken können, ob es hier einen Druidenlehrer gibt. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, in Astralar gab es keine Lehrer. Moment, das kann ich ja mal schnell googeln. Astralar Druiden Druid Trainer. Ja, am besten, ich google das direkt auf Englisch. Druid Trainers. Druid Trainer Moonglade, Obadine, Vanilla. Nee. Druid Trainers, diese Website verwendet Cookies. Ach, jetzt bin ich auf WoW-Wiki. Was? Das ist aber nicht Classic, oder? Solana, Szenarion Enclave, Stormwind City, Azur Mist Isle, Cataclysm. Das hat ja nichts mit WoW Classic zu tun. Ist. Classic WoW Head. Na also. Weiß ich nicht mehr, wo da Lehrer stehen. Ist zu lange her. Ja, ich meine, in den Retail sind die ja auch nicht mehr so wichtig. Teldrassil ist einer, Moonglade ist einer, Darnassus sind welche, Stormwind, Fellwood ist einer, okay. Und Horde Druid Trainers, okay, da ist keiner, also habe ich alles richtig gemacht, so gesehen. Und eigentlich kann der Diablo 2 Soundtrack jetzt auch mal kurz pausieren und ich mache hier die normale Musik wieder an. Denn jetzt brauche ich keine große böse Musik mehr, während ich einfach nur herumfliege. So, Sound bitte die Musik ein bisschen an. Ach, jetzt ist gerade wieder die Dunkelküstenmusik, ne? Deswegen habe ich die ausgemacht, denn die habe ich zu lange gehört. Nichts Besonderes leider. Passt zwar auch, aber was Besonderes ist trotzdem nicht. Oh, nein. Gut. Bitte mal Sound aus. So. Okay, das sieht ja ganz gut aus. So. Was wollte ich denn machen? Hier, bevorzugt vormittags circa ab. Schreib jetzt mal. Aktualisiere gerade mein Twitch-Profil, ne, weil ich das schon war jetzt halt einen Monat lang oder so nicht mehr online. Aber endlich kann ich wieder einen Streamplan machen. Kommende Streams. Was haben wir heute? 16.09. Morgen und übermorgen auf jeden Fall. Und ab.
So, tut mir leid, dass das jetzt alles so irgendwie live ist, aber dann spare ich mir noch ein bisschen Zeit und kann hier ein bisschen länger streamen. Ich meine, was mache ich denn sonst, wenn ich jetzt hier da hier nur rumfliege? Nutzen zusätzliche spontane Streams, wenn ich Zeit habe. Das passt. Absenden. Jawohl. So, jetzt muss ich nur noch schauen. Creator Dashboard. Genau, jetzt muss ich das hier irgendwo einstellen. Wo mache ich das denn? Oh, da ist diese schöne Musik. Das ist eine so geile Musik. Denn gerade Vocals in der WoW-Musik sind so verdammt selten. Und da ist das einfach was Besonderes. Es sticht hervor. Und es ist auch noch gut. Es kommt auch noch dazu, dass das sehr gut ist. Ich bin da. Mache ich später weiter. Ich überlege gerade, ob ich, habe ich eigentlich genug Leder, dass ich mit Lederverarbeitung auch ein, 72 leichtes Leder. Und 6 kann ich mir noch mit verdorbenen Lederfetzen herstellen. Okay, also tatsächlich hätte ich ein bisschen was, um zumindest ein paar Punkte dazu zu bekommen. Wie viel brauche ich denn für ein Ding? Was? 3 geschmeidige leichte Bälge. Klar. Die habe ich gerade sogar an, ne? Die feine Ledertunika. Ja, ich habe also wirklich das Beste vom Besten angelegt, was ich mir selber hergestellt habe. Na, einfach nur nochmal, um zu beweisen, dass es wirklich was bringt, sich in WoW Classic sich selber Sachen herzustellen. Ich muss hier rüber. Habe ich eigentlich genug Geld? 3 Gold. Okay, ja, das sollte eigentlich reichen. Ja, das war das Tolle beim Paladin, dass es das Mount auf Level 40 umsonst gab, ne? Aber ich sollte jetzt noch nicht auf Level 40 denken. Denn gerade ohne AHA wird es, glaube ich, relativ schwierig, die 100 Gold mit Level 40 zusammenzubekommen. Aber der Druide hat doch Reisegestalt, ne? So, und wir sind hier schließlich auf dem Rollenspiel-Server. Und was macht ein guter Druide-Rollenspieler? Natürlich die Rehe in der Hauptstadt schlachten und die Haut abziehen. So. Gut, dass hier eh kein anderer Rollenspieler ist. Hallo. Ich glaube tatsächlich, für den nächsten werde ich mal auf den englischen Rollenspiel-Server gehen, weil es da eine echt große Hardcore-Community drauf gibt. Ich nur la. Nein, Moment, ich wollte nicht zu dir. El Nadris, ich will zu dem da oben, denn wenn es irgendwelche Druiden-Quests gibt, dann hat der die. Elun sei mit euch. Elun ist immer mit mir. Hallo? So, Sternenfeuer. Oh, hä, war das nicht ein Priester? Hä? Moment mal. War das nicht ein Priesterzauber? Kenn ich gar nicht. Wie gesagt, ich war noch nie Level 20 mit dem Druiden. Jetzt bin ich mal gespannt. Wirken in 3,5 Sekunden. Das ist relativ lange. 89 bis 109 Punkte. Also sehr viel mehr als Zorn. Macht doch doppelt. Aber das ist geil, ne? Also wenn der Kampf noch nicht begonnen hat, dann ist Sternenfeuer eigentlich geil, muss ich sagen. Was ich jetzt so spontan sehe. Ich lerne das mal. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Bitte erstmal Katzengestalt, bevor ich irgendwie kein Geld mehr habe für Katzengestalt. Sehr gut. Ich lerne erstmal alles, ne? Klaue, Schleichen, Zerfetzen. Kostet ja alles nichts, ne? Demoralisierendes Gebrüll Rang 2 nehme ich auch mit, denn das ist als Bär, glaube ich, ganz cool. Heilende Berührung Rang 3 will, Rang 4 will ich auch. Mal der Wildnis Rang 3 will ich auch. Wiedergeburt, das ist Battle Rest, ne? Denn ich habe mal gelesen, Katze, ja, du sagst es. Muss ich gleich ausprobieren. Ich habe mal gelesen, dass ein Druide nur ein Battle Rest hat in WoW Classic. Ich lerne das jetzt einfach mal nicht. Ich spare mir jetzt einfach mal die 18 Silber. Seid vorsichtig. Ich freue mich schon auf den ersten Rollenspieler, der mich im Geiste anflüstert. Bitte beleb mich wieder. Ich so, nö, kann ich nicht. Ich habe mir das Geld gespart. Sorry. Irgendwo im tiefsten Winkel von Ashenvale. So, cool. Ich probiere es einfach mal aus. Katzengestalt. Bin da ja auch jetzt schneller, oder? Nein, bin ich nicht. Ich bin definitiv nicht schneller. Oh Gott, wieso bin ich denn als Katze so lahm? Ich kann nur angreifen, das ist ja super. Ich muss das gleich noch ein bisschen hin und her, Wels hier ein bisschen hin und her ziehen. Wilder Kampf, so, bitte. Klaue, den Feind mit Klauen behaken, zusätzlich 27 Schaden zufügen, gewährt einen Kombopunkt. Das ist, glaube ich, so der Standardangriff, der kommt auf die 1. Nun, kann ich nicht. Frankenhieb kann ich nicht, schleichen kann ich, ne? Das habe ich auch nirgendwo als extra Ding hier. Würde ich den Druiden das Schleichen verringert jedoch das Bewegungstempo um 40%. Ich glaube aber, Schleichen ist relativ wichtig. Weil ich ja dazu sagen muss, als Schurke bin ich so selten geschlichen.
so verdammt selten. Zerfetzen, zerbalmen. Das ist der Finishing Move, den brauche ich auf der 2. Hieb, kann ich das auch als Katze? Nein. Ich glaube, mehr habe ich tatsächlich noch nicht für die Katze. Ist im Moment relativ wenig. Muss ich mal im Kampf ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Gerade mit Schleichen. Ich habe jetzt aber nichts, wo ich aus dem Hinterhalt oder so erhöhten Schaden mache, ne? Sieht zumindest aktuell noch nicht so aus. Lederverarbeitung ist da oben. Überhaupt mein Ruhestein schon wieder ready? Ja, sehr gut. Das wäre es jetzt gewesen. Schneiderei. Ach, Stoffrüstmeister. Nee, lass mal. Lass mal stecken, Stoffrüstmeister. Vielleicht mit Wollstoff später mal. Lass mich raten, die hat die Quest, die ich vorher abgebrochen habe. Elun Ador. Ja, genau, das ist die Quest, die ich abgebrochen habe, weil ich die Mondscheinweste einfach nicht brauche. Ich habe ja jetzt schon eine bessere. So, dann fangen wir mal an mit ein leichtes Leder herstellen. Dabei schaue ich mal Kirschner Lehrerin. Kann ich bei dir ein Upgrade holen? Hierher? Ja, sehr gut. Das ist sehr wichtig. Kostet auch fast nichts, ne? Nur ein halbes Gold. 0,5 Gold, sonst nichts. Hört sich so wenig an, ne? 0,005k Gold. Fast nix. So, Lederverarbeitungsfachmann. Bei dir bin ich noch nicht. Ishnuala. Gesellen. Bei dir habe ich schon alles gelernt. Lederverarbeitungsexperte. Wie darf ich helfen? Du darfst mir Sachen beibringen. Ich brauche 95 Minimum. Okay. Mögen euch die Sterne leiten. Also mindestens 11. Artkratzer. Eine Ledertunika, die sieht mir sehr teuer aus mit dreimal geschmeidiger leichter. Genau, apropos geschmeidiger leichter Balk. Ein Salz brauche ich. Lederverarbeitungsbedarf. Was führt euch hierher? Salz bitte. So, dann stelle ich schon mal einen wieder her. Alleine schon, um ein bisschen Platz im Inventar zu bekommen. Gut. Die Göttin schütze euch. Die Göttin schützt mich super, deswegen lebe ich noch. So, geprägte Lederhose. Dafür brauche ich auch einen geschmeidigen, leichten Balk. Hierfür brauche ich 3. Warum brauche ich denn so viele Bälge? Hierfür brauche ich keinen Balk. Das sieht schon sehr viel besser aus. 6 leichtes Leder. 6 leichtes Leder und 4-mal Faden und hier nur 2-mal Faden. Okay, also tatsächlich ist, glaube ich, der Ledergürtel der beste, um aufzuleveln. Das kommt erst alles noch. Ja, okay, also ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf die Katzen-Spells, wo ich vorhin was gesagt habe. Ja, das will ich doch hoffen. Aber kann gut sein, dass die Katze auch jetzt schon sehr gut ist. So, erstmal ein 20er-Stack davon. So, dann mache ich doch erstmal 10 feine Ledergürtel, beziehungsweise 9, denn dann bin ich auf 95. Ja, und dann ist mein Leder weg, ne? Dann hat das zumindest nicht so lange gedauert hier. Ja, und sonst so. Oh. Auch gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges machen kann. Ich meine, ich habe schon 12 mittleres Leder, aber ich habe noch nichts, wofür ich mittleres Leder ausgeben könnte. Zwecks Lederverarbeitung und so. Ah, ich habe sogar noch leichtes Leder übrig. Es sind nur die 20 groben Fäden weg. Das ist sehr gut zu wissen. Und ich bin schon auf 95. Bevor mir das Leder ausgeht, lerne ich lieber jetzt schon mal die neuen Sachen. Nicht bei dir, sondern bei dir. Kann ich behilflich sein? Ah, leichte Lederhose. Bringt mir die was? Kann mit Shift leider nicht gucken. Es sieht aber sehr gut aus. Moment. Ich habe eine Wimper im Mund. Sehr lecker. So. Einen feinen Faden, den kann ich mir zum Glück kaufen. Und ich kriege plus 1 Beweglichkeit, aber minus 4 Ausdauer. Das ist es nicht wert, oder? Also das ist mir die 10 leichte Leder nicht wert. Ab wann kann ich denn mittleres Leder? Mittleres Leder kann ich herstellen mit Stufe 100, mit Skillstufe 100. Dauert noch ein bisschen. Nee, das ist es mir tatsächlich nicht wert. Ich glaube, Ausdauer ist sehr viel wichtiger als ein Punkt in Beweglichkeit. Schade. Gut, dann hole ich... pass auf, dann hole ich mir noch mehr. Oben Faden, wieder ein 20er-Stack. Der kostet eh nichts. Da kann ich auch ein bisschen was raushauen. Feiner Ledergürtel ist ja zum Glück immer noch dunkelrot.
4 Stück. Das heißt, ich kann gerade so kein Skillstufe 100 nicht bekommen, sodass ich mir das hier nicht lernen kann. Denn ich glaube, 6 Beweglichkeit sind schon sehr cool. Denn ich krieg, glaube ich, 2 Beweglichkeit dazu und verliere 3 Ausdauer. Aber als Katze lohnt sich das, denke ich. Nein, ich habe jetzt halt echt, ich habe echt nur noch ein einziges 99. Mann, das ist jetzt echt schlechtes Timing. Mann, erstmal die ganzen Gürtel hier verkaufen. Wenn ich das Inventar ein bisschen neu ordnen, groben Faden. Ich behalte den mal jetzt einfach im Inventar. Bin jetzt einfach mal so frei. Es fehlt mir halt echt ein einziger Skillpunkt. Ja gut, ich meine, ich habe das ja dabei. Grauer Farbstoff. Ich kaufe jetzt tatsächlich einen grauen Farbstoff. 3 Silber. Boah. Naja, gut. Ist aber trotzdem schön, selber gecraftete Sachen dabei zu haben. Einer Faden auch. Also ich kaufe auch einen feinen Faden. Wenn du Katze bleiben willst, ist Beweglichkeit der heilige Gral. Ja, genau. Das denke ich mir nämlich schon. Ich will es auf jeden Fall mal jetzt ausprobieren, ne? Je nachdem, wie lange ich damit überlebe. Wenn ich merke, ich sterbe sofort, dann geht Katze erstmal wieder weg und die Bärform kommt wieder raus. Aber schauen wir mal. Ich muss selber noch üben und ein bisschen ausprobieren. Habe ich jetzt alles, was ich brauche, um das herzustellen? 6 mittlere... Dafür brauche ich sogar mittleres Leder. Cool. Naja, immerhin habe ich schon 6 davon. Brauche halt jetzt nur noch einen Ledergürtel. Dafür habe ich auch genug. Okay, also theoretisch kann ich mir jetzt alles selber herstellen. Gut, Kochkunst habe ich schon. Alles gekocht. Erste Hilfe. Ich könnte schauen, ob ich, wenn ich jetzt schon hier bin, ne? Ich schaue mal, ob ich den schweren Wollverband schon kriege. Ich glaube zwar nein, aber wenn ich schon hier bin, kann ich das mal gucken. Zauberkunst, Erste Hilfe war doch da unten irgendwo, oder? Ja. Ich kann jetzt natürlich auch so lange Rehe hier in Danassus umklatschen, bis ich 6 leichtes Leder habe. Ling. Aber das dauert, glaube ich, viel zu lange. Hab ja jetzt alles dabei. Und mittleres Leder selber herstellen brauche ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich bin ganz Ohr. So, was brauche ich für schweren Wollverband? 115. Nee, schaffe ich nicht. Ich mache trotzdem mal die 11 Verbände, denn dann habe ich fast einen Stack voll. Passt. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter Bartrans Haar suchen. Denn ich glaube, die Quest will ich tatsächlich als erstes machen. Denn die Gegner da, die waren ja Level 18, 19, 20. Also eigentlich perfekt, um ein bisschen Katze zu üben. Bin ich schon mal gespannt, wie die sich spielt. Ich vermute mal, die Kombopunkte bei der Katze sind genauso wie die Kombopunkte des Schurken in WoW Classic. Das bedeutet... Leb wohl. Ja, genau, tschüss. Das bedeutet... die sind nicht auf meinem Charakter, sondern auf dem Gegner gebunden. Bedeutet, wenn ich bei einem Gegner 4 Kombopunkte habe und dann einen Hit auf einen anderen Gegner mache, sind alle Kombopunkte weg. Da muss man sich echt ein bisschen umstellen im Vergleich zu Retail. Da ist es schon cooler, wenn die Kombopunkte auf dem eigenen Charakter draufbleiben. Ich habe keine Ahnung, warum die das hier auch so gelöst haben. Warum hast du jetzt wieder eine Quest? Oder kriegt man die erst mit Level 20? Oder ich habe die vorher übersehen. Was führt euch hierher? Okay, die Waldgeister sagten mir, dass ihr mutig und zu reisen gewillt seid. Reist auf den Steinkrallengipfel. Okay. Im Süden, nicht weit vom Mistralsee entfernt, liegt ein Tunnel namens Steinkrallenpfad. Durch diesen Tunnel gelangt ihr in ein Gebiet, das im Steinkrallengebirge als Scherwindklippe bekannt ist. Dort angelangt, reist südwestlich weiter am Felskesselsee vorbei und dann nach Norden, den steilen Abhang hinauf, bis ihr den Steinkrallengipfel erreicht. Dort werdet ihr von Hüter Albagorm erwartet. Tut, was er sagt. Die Reise wird gefährlich. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, glaube ich. Aber das habe ich, glaube ich, als Magier gemacht, ne? Denn ich habe hier als Menschenmagier schon mal ein bisschen gequestet. Wie gesagt, mir kommen diese ganzen Quests jetzt seltsam bekannt vor. Ich habe die auch probiert, alle so schön RP-mäßig wie möglich zu machen, weil ich irgendwie dachte, das ist ziemlich geil, wenn man das so macht. Naja, schauen wir mal. So, ich muss jetzt aber ganz kurz wohin. Kaffee muss jetzt erstmal wieder raus. Genau, also, ich bin in einer Minute wieder da. Ich mal. Und dann geht's weiter mit Bartrans Haar suchen und Katze lernen. Also, bis gleich.
So. Es geht wieder weiter. Ja, es geht wieder weiter. Perfekt. Sieht alles noch gut aus hier. Das ist schön. Musik ist auch da. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, die Musik ist gerade aus. Ich habe gerade die schöne Musik verpasst. Hier müsste ich jetzt, glaube ich, hoch, um die Furbolgs zu klatschen, wo ich die Quest dafür habe, oder? Die Quest habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie gemacht. Mit, deswegen wahrscheinlich. Die ist dunkelrot. Ja, soweit bin ich mit dem Magier, den ich hier im Eschental gespielt habe, noch nicht gekommen. Level 23. Ja, die sind auch dunkel. Sind hier orange. Die Quest ist dunkelrot. Nee, lass mal. Also das wird tatsächlich noch dauern. Ich finde es aber cool, dass man hier einfach Quests bekommt, die noch überhaupt nicht für sein Level gedacht sind. Wo du halt dann weißt, oh, es gibt da noch eine ganz große Bedrohung. Für die muss ich noch stärker werden. Ist irgendwie cool. Ich mag sowas. Ich mag sowas sogar ziemlich gerne. So, Katze. Bist du denn... Was steht da denn dabei? Das habe ich noch gar nicht gelesen. Gestalt von Katzengestalt. Erhöht Nahkampfangriffskraft um 40 plus Beweglichkeit. Okay, im Vergleich zu Bär. Nahkampfangriffskraft um 60. Okay. Natürlich darf man nicht vergessen, bei der Katze hat man eine sehr viel höhere Angriffsgeschwindigkeit, glaube ich zumindest. Das werden wir gleich sehen. Deswegen könnte das sein, dass das tatsächlich mehr ist als beim Bär. Um 40 plus Beweglichkeit. Ich habe Beweglichkeit von 45. Habe ich dann echt einfach 85? 85 Damage, also standardmäßig. Also erhöht. Aber Nahkampfangriffskraft ist halt nicht schadend, ne? Gibt da so eine relativ komplizierte Formel, wie sich dann die Nahkampfangriffskraft in Schaden umrechnen lässt. Ich glaube, es waren irgendwas um 18,1, 18,2. Sowas habe ich im Kopf. Ich weiß aber nicht mehr, ob das mit dem Level skaliert. Kann sein, dass es mit erhöhtem Level, dass man mehr Angriffskraft braucht, um Schaden dazu zu bekommen. Aber es geht jetzt eigentlich nur darum, ob mehr als bei Bärengestalt oder weniger. Und wenn das stimmt, 40 plus Beweglichkeit, wären das mit 85 mehr als beim Bären. Und zusätzlich noch hat man eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Dafür, was ich beim Bär natürlich habe, was ich hier sehr vermissen würde, ist der Hieb, also die Betäubung. Sprich, man kann Zauber unterbrechen. Und Zauber unterbrechen wären relativ wichtig. Aber ich kann ja auch regelmäßig zum Bär wechseln und dann einfach mal mit Hieb draufklatschen und fertig. Ja? Beschützt den Zauber dann auch vor Verwandlungseffekten oder erlaubt den Einsatz von verschiedenen Katzenfähigkeiten. Ja, das ist genauso wie beim Bär. Berg des Gestaltwandelns befreit von bewegungseinschränkenden Effekten. Das bedeutet kein Rüstungsbonus. Das heißt, ich behalte die Rüstung, die ich habe. Ich vermute mal, bei der Katze ist es genauso wie beim Bär, dass der Damage, der Angriff, also der Schaden meiner Waffe völlig irrelevant ist und einfach nur der ganz normale Angriff als Katze bleibt, also dass dir einfach der Schaden der Waffe meinen Schaden als Katze nicht erhöht, sondern dass der festgeschrieben ist, glaube ich zumindest. So, wie weit bin ich denn? Ich bin gleich da, also hier muss ich hin. So viel weiß ich noch. Und jetzt gibt es erstmal Muscheln zu essen, ne? Habe ich ja gesagt, Inventarmanagement, jetzt habe ich nur noch 4 Muscheln übrig, dann habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Zur Not haue ich den groben Faden raus. Gut, Kaffee ist jetzt auch leer. Was ist hier eigentlich? Ich glaube, ich war hier schon drin. Da gab es einfach gar nichts. Da gab es, glaube ich, tatsächlich einfach gar nichts. So, ich probiere jetzt einfach mal die Katze aus. Und drauf hier. Oh, die Kombo-Punkte sehen ja cool aus bei dem Add-on. Sehen ein bisschen anders aus. Die kann man bestimmt auch noch irgendwie customizen oder sowas, ne? Ich habe nicht genug. Finishing Move. Oh, Moment mal, was macht er denn? Der Schaden im Lauf der Zeit verursacht. Ach, okay, das heißt, das bedeutet, das ist zwar ein Finishing Move, wenn ich viele Kombo-Punkte habe. Der bringt jetzt aber nicht viel, den am Ende vom Kampf zu machen. Das bringt es überhaupt nichts. Okay, also den bringt das erst, wenn die Kämpfe ein bisschen länger gehen. Gut, habe ich gemerkt. Ich bin außer Reichweite. Habe ich mir gemerkt. Weil der normale Damage an sich ist jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist doch super hier.
Parieren, verfehlen, parieren, verfehlen, parieren, verfehlen. Oh nein, ich habe Schurken-Flashbacks. Keine guten. Keine guten. Na komm schon, sehr gut. Ich glaube, jetzt am Anfang werde ich den Finishing Move zerfetzen überhaupt nicht gebrauchen, oder? Oder bringt der irgendwas? Glaube ich einfach mal. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass der irgendwas Großes bringt. So, dann bitte gleich mal wieder zurück und einmal hochheilen. Huch, wieso habe ich denn null Energie? Ist das immer so, dass wenn ich mich in die Katze verwandle, dass ich null Energie habe? Naja, Damage over Time halt. Ja, genau. Nur bringt das? Warte mal, wenn ich müsste das halt mit 2 oder 3 Punkten machen. Ich habe bisher immer noch nur einen. Jetzt habe ich 2 Punkte. Mach das mal. 66 Schaden. Ah, cool. Was Grünes. Kann ich das gebrauchen? Ich habe exakt die gleichen. Nur in Leder. Und dadurch habe ich mehr Rüstung drauf. Okay. Aber Grün ist immer gut. Bringt immer ein bisschen Geld beim Verkaufen. So, Kräuterkundiger der Verlassenen. Da fange ich jetzt an. Na super. Zeit zwischen Angriffen 33% erhöht. Chance von 5% Verpestung bei einem Treffer auf Verbündete auszubreiten. Das ist mir egal. Also einfach nur mein Angriffstempo ist verlangsamt. Gut, Zaubertempo auch, aber das ist ja erstmal egal als Katze. Muss ich natürlich schauen. Pflanzenbündel, okay. Genau, das wollte ich jetzt nämlich schauen. Das heißt, das droppen die nicht, sondern, oder vielleicht schon, aber ich kann sie auf jeden Fall hier in der offenen Welt finden. Huch, ich bin ja gegangen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich keine Katze mehr bin. Huch, und ich fange tatsächlich mit 0 Energie an. Wie kacke ist das denn bitte? Aber die Energie lädt sich relativ schnell auf. Mal 20 Energie pro Tick. Schon einiges. Boah, das ist doch super. Natürlich, ich muss natürlich wieder in die Druidengestalt zurück, denn Haut von Körpern abziehen ist kein Problem, aber Pflanzen aufsammeln, das geht als Katze und als Bär auch nicht. Da kann man nur kirschen, aber Pflanzen aufheben, keine Chance. Suche der Verlassenen, das waren die Priester, die sich hochheilen können. Heiliges weißt du nicht, was das bedeutet? Heiliges Schmettern, okay. Okay, bei denen lohnt es sich jetzt wahrscheinlich, Kombo-Punkte aufzubauen und dann einen hohen Damage-Overtime reinzuhauen. Genau, denn ich kann ja leider noch nichts unterbrechen hier. Baut sich im Kampf auf und mit steigendem Level und mehr Skills macht das auch immer mehr Spaß. Okay. Bisher ist es gar nicht so schlecht, denn ich krieg die Mobs echt schnell down. Und ich verliere jetzt auch gar nicht so viel Leben, wie ich befürchtet habe. Es ist halt Schurken-Gameplay, ne? Habe ich beim Schurken auch schon immer gesagt. Der ist halt auch darauf ausgelegt, dass die Kämpfe so schnell wie möglich beendet werden. Je länger die Kämpfe dauern, umso schlechter für den Schurken. Das sind 2 Level 20er auf einmal. Da weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt so viel Bock habe. Ich glaube, ich mache mal einen Bogen um die. Und lege mich hier lieber mit den Priestern an. Aber gerade wenn man mit einer vollen Energieleiste startet, ist das schon relativ geil, muss ich ja sagen. Nicht genug Energie. So, zack. Gleich Maximum an Dot draufgehauen. 28 pro Tick macht das. 12 Sekunden lang 138 Schaden. Okay, also bloß weil man 5 hat, gibt es nicht irgendwie einen extra Peak oder so. Das ist ja auch gerne mal so, ne? Dass man sozusagen bei jedem Punkt irgendwie immer, ich sag jetzt mal, 10 Damage mehr bekommt. Und beim letzten Punkt, beim Maximum, kriegt man dann halt 30 dazu oder so. Das scheint hier jetzt aber nicht der Fall zu sein oder zumindest nicht immens. Das heißt, man kann das auch gut und gerne mal bei 4 Punkten oder so machen. Nein, die haben mich halt echt gesehen. Okay, ich probier's mal.
Sieht aber nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus gerade. Ich habe leider kein Makro, wie ich mir die Tränke machen kann. Trank. Griff der Natur. Hat... Ah, sie können mich gerade noch nicht erreichen. Okay, sehr gut. Das war der eine. Boah. Und der haut ab. Boah, sehr gut. Okay, also gegen zwei Leute Level 20 ist als Katze keine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Bär besser gekonnt hätte. Leider ist mein starker Heiltrank dafür draufgegangen. Mist. Mist. Nur gegen zwei gleichzeitig. Ja, one-on-one ist der Druide ganz gut. Zwei gegen einen ist dann schon wieder schwieriger. Ich glaube, wenn mein Heiltrank mal ready ist, probiere ich das nochmal als Magier und Druide. Moment, da fällt mir ein, ich habe doch noch den neuen Magier-Zauber gelernt. Den habe ich noch gar nicht in der Skill-Leiste, der halt doppelt so viel Schaden wie Zaun macht. Den sollte ich auch dringend noch reinpacken. So, gleich wieder zurück. Einmal hochheilen. Gleichgewicht. Mondfeuer Rang 3. Blödsinn. Sternenfeuer wollte ich natürlich reintun. Zorn verschwindet mal irgendwo nach hinten, denn im besten Fall brauche ich Zorn jetzt nie wieder. Auf jeden Fall ist es super, mit Sternenfeuer den Kampf zu beginnen. Hat halt eine super lange Cast-Zeit, aber macht halt sehr viel mehr Damage. Versuche jetzt mal, mich von den beiden 20er, Level 20ern da ein bisschen fernzuhalten. Und ich habe doch, Moment mal, wo war das denn? Ich habe doch einen neuen Rang für Mal der Wildnis bekommen, oder nicht? Genau, hier. Den habe ich noch gar nicht drin. So, heilende Berührung Rang 4 habe ich auch noch nicht drin gehabt. Eieieiei, habe ich ganz vergessen, mir die normalen Skills hier in die Leiste zu packen. Aha, da probieren wir doch mal Sternenfeuer gleich mal aus. Okay, also wenn der Kampf schon begonnen hat, ist Sternenfeuer echt keine gute Idee. So, Katze und drauf. Ich kann mich nicht in die Bärengestalt versetzen, wenn ich Katze bin. Okay. Das ist auch blöd, muss ich sagen. Also das heißt, ich müsste immer mich zurück verwandeln und dann in die Bärengestalt. Und dann in die Bärengestalt gehen. Naja. Gut, Heiltränke sind eigentlich wieder ready. Jetzt hätte ich eigentlich mal Bock, gegen die beiden da zu kämpfen. Denn ich habe jetzt zur Not wieder Heiltränke und ich bin mir relativ sicher, wenn ich den Kampf beginne, dann kann ich mindestens einen rausnehmen und vor dem zweiten kann ich dann mit Wucherwurzeln fliehen. Sollte irgendwas passieren. Wenn die so weit weg sind, brauche ich das auch nicht ausprobieren, ne? Komm, dann mache ich nochmal einen Kräuterkundigen hier kaputt. Ich sollte mir eigentlich angewöhnen, das als Katze genauso wie beim Bär zu machen, dass ich mit normalen Zaubern anfange. Und dann erst in die Katze gehe. Ich muss ja nicht von 100% an mit der Katze kämpfen. Da kommen die beiden auch schon wieder zurück hier. Nicht genug Energie. So. Sehr gut, hochheilen. So, ich fange aber nicht mit 77% Mana an, gegen die zu kämpfen. Aber warte ich noch, bis ich voll bin. Leider habe ich jetzt die Krankheit hier wieder bekommen, aber es ist okay. Sollte ich eigentlich trotzdem ohne große Probleme schaffen. Einmal Sternenfeuer, einmal Mondfeuer und jetzt Bärengestalt. So, schauen wir mal, ob das ein bisschen mehr bringt jetzt. Klar, ich weiß, es ist ein Riesenunterschied, ob ich den Kampf beginne oder der Gegner. Die können mich trotzdem betäuben. Was denn das? Boah, ist das fies. Mit der Rückhand. Ja, klar, als ob die den Bären betäuben können, wenn die mit der Rückhand angreifen hier. Im Tischtennis, ne? Rückhand. Oder im Tennis auch. So. Sehr gut, einer ist tot. Jetzt sollte ich mich zurückverwandeln. So. Das hat nicht funktioniert. 80% Chance verkackt. Jetzt hat's funktioniert. Gut, dann hochheilen. Was? Wieso ist er schon wieder draußen? Hä? Hallo? Wie ungültiges Ziel. Bitte gleich wieder Wucherwurzeln drauf. Warum ist er denn so früh da rausgekommen? Wie lange halten die denn? 15 Sekunden lang. Das waren doch keine 15 Sekunden hier. Ja, Schaden kann das unterbrechen, ich weiß, aber ich habe ihm doch keinen Schaden gemacht. So, und jetzt als Katze. Was ist das? Achso.
ja, hat gut funktioniert. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber das klappt. Also wenn man sich von Anfang an drauf konzentriert, kriege ich auch ohne große Probleme zwei Leute Level 20 kaputt. Aber ich glaube, Bär ist da sehr, sehr viel sinnvoller als Katze. Zumindest zu Beginn des Kampfes. Und es sieht relativ cool aus, der Zauber. Auch wenn es einfach nur ein größeres Mondfeuer ist. Aber irgendwie hat das was. Ja, also die Katze ist erstmal super. Also so im One-on-One, glaube ich, bleibe ich bei der Katze, solange ich nicht gegen irgendwelche besonders starken Gegner kämpfe. Ich glaube, gegen besonders starke Gegner ist der Bär immer noch besser. Gegen irgendwelche Elite-Mobs oder sowas. Aber naja. So, 5 Kombo-Punkte, dann zerfetzen. Funktioniert. Er macht 11% Schaden, das heißt 22 mit Crit. Das heißt, unter 22 darf er keinen Zauber mehr einsetzen. Gut. Hat funktioniert. Ich finde es übrigens super. Am Anfang habe ich mich extrem an diesen Prozentpunkten gestört. Inzwischen weiß ich, dass die Prozentpunkte ein super Mittel sind, sich die Crits und so sehr viel einfacher auszurechnen. Man muss ja immer ein bisschen nach oben noch gehen, ne? Weil man 1% ist halt immer gerundet. Vielleicht geht es mal 1%-Punkt weiter nach oben oder nach unten. Deswegen immer schön nach oben runden. Aber bei den normalen Werten, als ich das so mit den normalen Werten ausgerechnet habe, habe ich ja auch immer nach oben gerundet. Da war das ein bisschen schwieriger. Ich muss näher ran. Sehr gut. Ist immer schön, wenn der Gegner nur 71% Leben hat, wenn der Kampf beginnt. Sehr gut. Ich habe übrigens jetzt gerade die ganze Zeit nur noch Gegner geklatscht, ohne darauf zu achten, ob ich irgendwo meine Quest-Items einsammeln kann. Melonensaft, hey, das erste Upgrade zur Milch, glaube ich. Wo ist der denn? Da unten. Ja, genau. Nur ein. Wieso ist der da unten? Hatte ich da unten einen Platz frei im Inventar? Gut, wo gibt es denn noch so tolle Säcke hier? Sehe leider gerade keine. Ich bleibe jetzt auch mal. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so blöd, immer in der Katze zu bleiben, weil man einfach 100 Energie am Anfang hat und halt direkt von Anfang an extrem hohen Damage drücken kann. Das ist schon gar nicht so schlecht. Reicht das? Ah, schade. Schade, hat fast ausgereicht. Versuche ihn mal einfach hochzuhalten und lass den einfach am Dot sterben. Ja, super. Schön zeiteffizient, ne? Hallo, Kräuterkundiger. Sternfeuer dauert halt extrem lange zum Casten, aber wenn der Kampf halt noch nicht begonnen hat, passt das eigentlich, ne? Wenn die 3,5 Sekunden in Fight sind, ist das natürlich nicht so geil. Aber außerhalb vom Kampf, also wenn der als Kampf zum Kampfbeginn, ist das eigentlich ziemlich gut. Hier? Nee, das ist Königskraut. Ich glaube, ich muss jetzt so langsam in die Batrans Schlupfwinkelgebiete vordringen, wo ich noch nicht war. Kräuterkundigen sind die Krankheit machen können, ne? Ich habe nicht genug Energie. Ja, ja, ja. Kostet das 40? Ja. Gut, es kostet so gesehen 40, aber in der Zeit, wo ich das einmal einsetzen kann, kriege ich 20 Energie schon wieder zurück. Und Grimbosch, du hast jetzt geschrieben, die Energie baut sich im Kampf auf. Ich glaube, die baut sich immer auf, wenn ich Katze bin. Kann das sein? Also auch Out of Combat. Rolling, wieder zwei Rolinger Level 20. Nee, lass mal. Lass mal. Hier ist noch ein Sack Pflanzenbündel. Also es ist, glaube ich, für den Fokus. Heißt das Fokus oder Energie? Ich glaube Energie. Für die Energie völlig egal, ob man in Combat oder Out of Combat ist. Also ob man im Kampf ist oder nicht. Es werden immer pro Tick 20 Energie aufgefüllt. Ich weiß nur noch nicht, wie das mit 1 Energie und 2 Energie kommt. Oder ist das wegen Zerfetzen? Nee, das kostet immer 30 Energie. Okay, also irgendwie kann man das noch anders aufbauen. Ich weiß aber leider noch nicht. Oh, nein. Ist das nur einer? Ja, gut. Ein Rohling sollte als Katze kein Problem sein. Wie viel Damage macht der pro Auto-Hit? 5%. Oh, das ist schon relativ viel. Also 4 bis 5. Und der kann betäuben, aber nicht lange. Und im Crit dann 10%. Nein, es ist dann zweiter.
Aber den einen kriege ich noch kaputt. Und dann muss ich mich hochheilen. Gut, ist tot. Zorn der Natur an. Und Wucherwurzeln sind aktiv und schnell hochheilen. Ansonsten... Ah, Moment. Da kam noch mehr. Ja, das auch. Je nach Skills verbrauchst du sie. Mit manchen Skills kannst du sie noch schneller aufbauen. Ansonsten füllt dich sich selbst auf. Ah, okay. Also doch so. Okay, da freue ich mich schon auf die Skills, wie ich die Energie dann schneller aufbauen kann. Das wäre natürlich super, wenn ich das bald bekomme. Sieht bisher noch ganz gut aus alles. Die habe ich noch nicht gelootet, deswegen war ich ja hier. Ich bin gerade sehr angespannt, ne? Merkt man vielleicht ein bisschen. Es ist aber super geil. Genau deswegen ist die Hardcore-Challenge so super. Genau deswegen. So, bitte hier neuer Buff, neue Muscheln. Da trinke ich noch einen Schluck Wasser. Merkt vielleicht auch, ich mache das nicht so extrem zielgerichtet auf die gegnerischen Mobs. Nein, die haben mich gesehen. Ah, Mist. Okay, diesmal versuche ich gleich abzuhauen. Und zwar möglichst so, dass ich keinen dritten pulle. Hat bisher funktioniert, muss ich sagen. Ja, da hinten ist schon mal festgehalten. Ich sollte mich in den Bär verwandeln, ne? Es ist eigentlich ziemlich dämlich, als normale Nachtelfen-Druidengestalt wegzulaufen. Zumindest, wenn ich keine, Wucherwurzeln mehr einsetzen kann. Wo kommst du denn jetzt her? So, pass auf, das mache ich jetzt aber als Bär. Komm her. Mit 50% Leben gehe ich nicht in die Katze und fange den Kampf an. Nicht gegen einen Priester. Ich möchte ihm jetzt nämlich, wenn er sich heilen will, möchte ich das einfach unterbinden mit Hieb. Solange ich ihn treffen sollte. Heiliges Schmettern ist mir egal. So, dann jetzt zermalmen und tot. Perfekt. Gut, der hat mir 20% Damage gemacht. Also als Bär kriegst du die schon noch immer ganz gut down her. Zwar nicht so schnell, aber gut. Boah, ich weiß nicht, wie weit der Druide noch kommt, der vom Level her. Wenn das hier echt so extrem bleibt, dann kann das später noch richtig lustig werden. Ne? Was? Wieso setzt die jetzt schon Heilen ein? Die hat mit 43% Leben Heilen eingesetzt. Viel zu früh. Aber der Damage, den ich mache, der ist schon echt super. Ja, da merkt man auch den Unterschied, ne? Ich meine, ich habe die jetzt mit vollem Leben, ich weiß nicht, doppelt so schnell down bekommen wie diese Sucherin da hinten. Da sind wieder die zwei. Ich könnte mal probieren, wie gut das funktioniert, wenn ich zwei gleichzeitig mit der Katze kaputt mache. Aber wenn ich halt den Kampf beginne. So, pass auf, ich mache jetzt mal manuell Wucherwurzeln auf den da hinten und dann gehe ich in die Katze. Yay! Hätte vielleicht noch Mondfeuer. Hey, Canisto, hey, grüße dich. Vielen Dank für dein Follow. Hab dich im Chat noch gar nicht gesehen, aber schön, wenn du ein Follow da gelassen hast. Herzlich willkommen zu den letzten Momenten dieser Druiden. Nein, pass auf, bitte. Hallo. Ach, ich bin betäubt, deswegen. Gleich nochmal Wucherwurzeln an. Sehr gut. Hochheilen. Ja, man muss das echt schön strategisch. Ach, ja gut, das bringt jetzt nichts. Ich habe nicht mehr genug Mana. Das ist natürlich super. Hey, Grimbosch. Ach, stimmt, da war ja was. Hey, auch vielen Dank für dein Follow. Freut mich natürlich sehr. Jetzt probiere es als Katze wieder, denn wenn ich kein Mana mehr habe, ich kann mich dann zwar nicht mehr wirklich hochheilen, aber ich glaube, ich krieg den jetzt schneller down als Katze. Aber ich muss sagen, Stand jetzt gefällt mir die Bärengestalt noch besser. Die ist irgendwie ein bisschen sicherer. Aber Katze hat was. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie das wird, sobald ich mit Level 22, sollte ich jemals Level 22 erreichen, wenn ich dann da noch ein paar mehr Skills dafür bekomme. Nur schade, dass es ein bisschen lame ist, dass es keine Klassenquest dafür gibt. Ich will mich jetzt gar nicht so groß drüber beschweren, denn
Gerade bin ich ganz froh, dass ich die einfach so bekommen habe. Obwohl das eigentlich überhaupt nicht der Klassikgeist ist. Aber gerade bin ich ganz froh, dass ich die einfach so bekommen habe. Aber ich meine, für die Wassergestalt gibt's noch eine super lange Questreihe, die sauschwer ist. Und du brauchst die Wassergestalt halt so ungefähr gar nicht. Und für die extrem wichtige Katzengestalt, die kriegst du einfach so. Ich glaube, das war mit Absicht, ne? Ich meine, wenn das andersrum gewesen wäre, dann hätten wahrscheinlich noch weniger Leute Druide gespielt als ohnehin schon. Ich weiß leider nicht, wie das früher zu den Vanilla-Zeiten der Fall war, aber aktuell, so im High-Level-Bereich, ist, glaube ich, Druide mit auf den letzten Plätzen von denen, die gespielt werden. Und jetzt nicht unbedingt, weil der so kacke in den Endgame-Dungeons ist oder in den Raids ist. Überhaupt nicht. Der ist vielleicht jetzt nicht so gut wie andere, aber er ist trotzdem mit ein bisschen Abstand zumindest auf dem letzten Platz. Und der vorletzte Platz war auch irgendein Hybrid. Ich glaube sogar Paladin. Ich glaube, Druide und Paladin sind echt auf den letzten Plätzen von den Klassen, die am öftesten gespielt werden. Obwohl das die Hybrid-Klassen sind und es ja immer so gelobt wird, dass man in Classic und Vanilla WoW, dass man da so coole Hybrid-Builds bauen konnte, scheinen aktuell nicht so beliebt zu sein. Wundert mich eigentlich sehr. Denn gerade in der Levelphase ist das doch großartig. Ich habe übrigens immer noch keinen blöden Sack für diese Bartranshaare gefunden. Ich habe immer ein bisschen gesucht jetzt, aber ich habe Angst, wenn ich weiter da hinten hingehe. So, ich habe jetzt einfach mal den Dot draufgehauen, damit der Dot noch ein bisschen Zeit hat zu wirken hier. Nee, das funktioniert ganz gut. Ich bin immer nur ein bisschen zu geizig, mich hochzuheilen, weil ich lieber mit 100 Energie wieder anfange, den Kampf. Ich glaube, mit 100 Energie den Kampf zu beginnen, ist deutlich geiler, als sich zurückzuverwandeln und dann Sternenfeuer zu casten. Ich glaube, vom Damage her ist das relativ ähnlich, den man zusätzlich macht. Mit einem Crit ist es natürlich so mehr, aber wenn Sternenfeuer einen Crit macht, ist das auch wieder mehr. Ja, da sieht man schon, ich habe den jetzt tatsächlich, ohne dass der einmal Heilung einsetzen konnte, einfach weggecrittet. Sehr cool. Habe ich gerade meine ersten Schultern bekommen? Ja, meine ersten Schultern sind zwar nur aus Stoff, aber hey, 23 Rüstung. Das ist halt so geil, wenn man einen leeren Ausrüstungsplatz besetzen kann. Das ist immer schon relativ viel wert, denn das Rüstungsupgrade, das du als Charakter an sich bekommst, ne, das ist halt schon immens hoch dann, wenn du halt von 0 Rüstung auf 23 Rüstung gehst, auch wenn es jetzt so eine Stoffrüstung ist. Komm schon, sehr gut geschafft. Schon wieder ohne Heilung. Und das war, glaube ich, jetzt sogar komplett ohne Crit. Super. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Upgrade für Stiefel hast, dann schaust du da, glaube ich, fast schon... Dann schaust du halt, wenn du halt 10 Rüstung oder 15 Rüstung Upgrade hast, dann freust du dich wie Bolle. 48 Rüstung, 15 Rüstung mehr wären was irgendwas über 60. Ist schon ziemlich geil dann. Und das sind jetzt einfach so 23 Rüstung. Das ist schon viel. Das unterschätzt man gerne. Kann ich mich noch gut an so eine Szene erinnern, wo Nixium, so als gerade Classic Release war, als er das seine ersten Schultern gefunden hat. Da war ich irgendwie spontan im Stream oder habe ich es auf YouTube gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Das war schon cool, da wollte der unbedingt die... Es sind irgendwelche Schultern im Dungeon gedroppt. Es hatte noch keiner Schultern, Lederschultern. Er wollte die unbedingt haben. Er hat ihm glaube ich, sein ganzes Gold gegeben dafür oder wollte ihm sein ganzes Gold geben dafür, dass er diese Schultern bekommt. Das war schon geil. Essig ist einfach super, was sowas angeht. Warum gibt es hier hinten keinen Sack mit Bartrans Haaren mehr? Und da sind schon wieder die beiden. Also diese Patrouille, da habe ich ja echt gefressen. Kann ich noch nicht tun. Kannst du sehr wohl schon tun. Bringt es eigentlich was, wenn der über 50% ist, ein bisschen mehr Energie aufzubauen, um dann jetzt alles Burst-Modus rauszuhauen? Einfach zu bringen. Oder vielleicht war der Crit hilfreich. Diese ganzen Bäume im Gesicht hier. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Weiterkundiger, Rohling. Apotheker Faltes. Es gibt hier was Besonderes. Ein Rare Mob Level 22 mit einem Leerwandler Diener. Nö, vergiss es. Vergiss es. Also wenn der einfach nur Level 22 gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, probiere ich mal aus als Bär. Aber mit einem Leerwandler-Diener dabei, nee, vergiss es. Mache ich keinen Rare-Mob, der 2 Level über mir ist, mit Leerwandler-Diener.
Da habe ich keine Chance. Der klatscht mich einfach in Grund und Boden. Ich merke mir aber, dass hier ein Realmob ist. Vielleicht brauche ich irgendwann mal wieder Ausrüstung und laufe hier spontan zu Fuß entlang. Dann merke ich mir, dass es hier hinten einen Realmob gibt. Ah, hier ist der. Der ist doch gerade respawned, oder? Den habe ich doch gerade eben gelootet. Aber ich will mich nicht beschweren. Ein Freudensprung. Das Inventar sieht noch relativ leer aus, sodass ich eigentlich noch ein bisschen was anderes machen könnte hier. Hatte ich nicht eine Quest hier am Zoram-Strand an der Küste? War da nicht was? Ich glaube ja. 20 Nagas und oder Murlocs. Ach, ich habe gedacht, ich bin schon Katze. Ach Mann. Nicht genug Energie. Bin nicht multitaskingfähig. Bin ich in der Lage, mir eine Sache anzugucken und mich gleichzeitig aufs Gameplay zu konzentrieren. Merke ich nicht mal, dass ich keine Katze mehr bin, sondern als Druidengestalt herumlaufe. Er hat sich aber auch nicht mehr geheilt. Sag mal, habe ich jetzt irgendwie einen spontanen Damage-Boost bekommen, seitdem ich mir die Schultern angelegt habe? Oder bin ich jetzt einfach besser geworden in der Katze, nachdem ich sie jetzt ein bisschen gespielt habe? Kann irgendwie alles sein. Bitte als Druidengestalt herumlaufen. Ist ja von der Geschwindigkeit her beides gleich. Aber zur Not habe ich die Wucherwurzel. Gut, so. Der Zoram-Strand. Reise zum Steinkrallengipfel, das wollte ich nicht machen. Der Zoram-Strand. Am Zoram-Strand hier gab es doch auch noch irgendwelche Quests, oder? Oder war das nur für die Horde? Hier unten oder hier unten? Muss ich mir anschauen, ne? Wenn es da irgendwelche Questgeber gibt, dann finde ich die schon. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Die Nachtelfen verloren, sie vor Unzeiten. Jetzt allerdings sind die Naga zurückgekehrt. Okay, also es waren Naga. Irgendwelche besonderen Naga? Nein. Einfach Naga des Zoram-Strands. Muss man bei Classic immer aufpassen, ne? Manchmal steht da ja ganz explizit dabei, nur Räuber der Silberflossen oder sowas. Dann. Ich bin außer Reichweite. Musst halt drauf achten. Aber, ach hier, Kopf einer Rächerflosse. Okay. Köpfe droppen hoffentlich alle. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt gegen den Wolf kämpfe und keine Dornenaura mehr aktiv habe. Ja, wie gesagt, nicht multitaskingfähig, ne? Gerade wenn man dabei noch irgendwie quatscht. Und bitte Kirschen an. Genau, wie weit bin ich eigentlich mit meiner Rüstung? Leichte Lederhose, nee, die war es nicht. Ach genau, auch erstmal einen Ledergürtel. Ja, ich habe schon 6 leichtes Leder. Exakt, eure Gestalt ist verwandelt. Gut, das hat funktioniert. Ich habe jetzt 100, das heißt, ich kriege jetzt einen Inventarplatz mehr und kann eine dunkle Ledertunika herstellen. Perfekt. Einfach mitten in der Wildnis. So, auf dem Vorschaubild ist die schon mal relativ geil. Ah, passt schon. Passt schon. Hauptsache, nochmal ganz kurz zum Vergleich, ne? Ich habe jetzt halt sozusagen, die hat 5 Rüstung mehr, das ist aber egal. Relativ egal. Ich habe halt jetzt 2 Beweglichkeit dazu bekommen und dafür 3 Ausdauer abgegeben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt öfter mal als Katze herumlaufen will, bringt das schon was. Ich muss näher ran. Immer noch. So, diesmal habe ich sogar auch noch ans Mondfeuer gedacht. Mondfeuer könnte ich eigentlich langsam mal wieder ein Upgrade bekommen, ne? Habe ich schon lange kein Upgrade mehr bekommen vom Lehrer. Glaube ich zumindest. Aber ist jetzt auch alles schon relativ lange her hier. Und gleich ein mittleres Leder. Das ist natürlich super. Bleib jetzt hier gleich in der Katze und hau noch ein paar mehr um. Ich kann erstens die Erfahrung und zweitens das Leder sehr gut gebrauchen. Ich habe nicht genug Energie. Ich kann das nicht plündern. Ja,
Wobei bei Classic, das ist ja mit den guten alten Skillbäumen. Da musst du auch schauen. Einiges an Damage als Katze holst du auch aus den Skillbäumen. Okay. Ich werde dann eh mal schauen. Meistens skill ich da gerne auf das, auf was ich Bock habe, ne? Aber ich schaue es mir jetzt gleich mal an. Denn ich habe jetzt ja vor, erstmal die nächsten paar Punkte. Ich habe jetzt hier Hieb noch verbessert. Ich habe mir so ein paar Guides angeschaut. Und in allen Guides, die es irgendwie gab für Katze oder Bär, war immer brutaler Hieb nicht dabei. Aber ich weiß nicht, ich habe es mir so ein bisschen ausgerechnet im Kopf. Und irgendwie glaube ich, dass die eine Sekunde Betäubung zusätzlich sehr viel mehr bringt als irgendwie 4% erhöhten Rüstungswert durch Gegenstände. Und im Kampf generierte Bedrohung brauche ich auch nicht. Aber sobald ich im Gleichgewicht den Zorn der Natur auf 100% oben habe, also auf Rang 4 von 4, werde ich auf jeden Fall im wilder Kampfbaum weiter skillen. Und dann schauen wir doch mal. Geschärfte Klauen erhöht eure Chance auf einen kritischen Treffer, während ihr in Bären- oder Katzengestalt seid. Ist natürlich super. Also generell glaube ich, ist alles super, was Katze und Bär verbessert. Oder natürlich irgendwelche extrem wichtigen Fähigkeiten, entweder für Katze oder Bär. Da schaue ich dann mal nach. Also ich mache immer gerne beides. Ich schaue mir gerne so ein paar Guides an und rechne auch gerne selber so ein bisschen durch. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich damit auf jeden Fall auch noch ein bisschen beschäftigen. Und das, was ich gerade gelesen habe mit Chance auf kritischen Treffer, hört sich eigentlich relativ gut an. Nur irgendwie hier, das ist alles nur Bär, ne? Das hier ist noch, erhöht die Angriffskraft, erhöht durch eure Fähigkeit wilder Biss verursachten Schaden um 3%. Den habe ich noch gar nicht, ne? Wilder Biss. Denn das ist, glaube ich, eine Katzenfähigkeit. Und das hier ist auch nur Bär, oder? Da war wilder Biss jetzt Bärfähigkeit? Ich bin mir da sehr unsicher noch. Ich muss mich damit auf jeden Fall noch beschäftigen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich werde auch im wilder Kampfbaum weiter skillen, also auf jeden Fall sehr viel mehr als bei Heilung oder bei irgendwas anderem. Oder bei Gleichgewicht. Also Gleichgewicht in WoW Classic ist, glaube ich, so das Schlechteste, was du nehmen kannst. Da glaube ich den Leuten einfach mal, die das sagen. Gerade in der Hardcore-Challenge, wenn ich die Eulengestalt, die mir ja eigentlich den Schub überhaupt gibt, wenn ich die erst auf Rang 40 freischalten kann, bis ich Rang 40 bin, da laufe ich nicht so lange als Gleichgewichtstrupp wieder durch die Welt. Nee, lass mal. Vielleicht lohnt es sich dann eventuell noch später umzuskillen auf Gleichgewichtsdruide, aber gerade für die Hardcore-Challenge kann ich mir das nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Aber bei 60 Leben sollte ich mich hochhalten. Ich habe schon wieder keine Tortenaura gebufft. Ach Mann! Es ist halt extrem dämlich. Jetzt ist es gerade gar nicht so schlimm, ne? Aber es nervt mich einfach nur, wenn ich nicht das Beste heraushole und wenn ich wegen sowas sterbe und dann merke, ich habe irgendeine wichtige Fähigkeit nicht angehabt, dann ärgere ich mich, glaube ich, sehr. Weiß nicht mehr, wo das war. Irgendein Tod hatte ich schon mal und ich habe meine kompletten Heilungszauber und Heiltränke nicht eingesetzt. Einfach nur, weil es zu schnell ging, ich überwältigt wurde und ich bin einfach ohne irgendwas Wichtiges einzusetzen gestorben. Das war extrem dämlich. Weiß, ich habe schon wieder verdrängt, wer oder was genau das war. Wahrscheinlich mit Absicht. So. Gekochte Muscheln essen. Da hinten komme ich langsam Richtung Strand, ne? Ich bin außer Reichweite. Also ich bleibe hier dabei, dass ich alles, was hier so am Wegesrand... Sehr witzig. Dass ich alles, was hier so am Wegesrand herumläuft, auf jeden Fall mitnehme. Ich brauche die Erfahrung dringend. Ich brauche das Leder dringend. Gerade wenn jetzt die nächste Quest schon wieder nichts mit Wildtieren ist, sondern mit Nagas. Wo ich also schon wieder nichts an Leder dazu bekomme. Naja. Wenigstens bin ich jetzt auf Stufe 100 und kann mir jetzt bald mittleres Leder selber herstellen. Ich glaube, das mittlere Leder stelle ich mir aus leichtem Leder her. Bin mir jetzt aber nicht mehr zu 100% sicher. Auf jeden Fall lohnt es sich immer noch, leichtes Leder mitzunehmen. So viel ist sicher. Ein Mana-Trank. Mana-Tränke sind so ungefähr das Nutzloseste, was es gibt in der Hardcore-Challenge. Denn die teilen sich leider mit den Heiltränken eine gemeinsame Abklingzeit.
Und in irgendeiner Notsituation ist es immer besser, einen Heiltrank zu nehmen, als einen Mana-Trank zu nehmen, um sich damit heilen zu können. Immer. Ausnahmslos, immer. Zumindest in den Situationen, die ich bisher hatte. Mana-Trank bringt dir ja auch als Katze recht wenig. Ja, als Katze schon, aber ich will mich ja natürlich auch hochheilen können, ne? Das ist ja immer das Tolle am Druiden. Aber selbst als Paladin, habe ich immer Heiltränke mitgesammelt, hatte die in der Leiste. Und jedes Mal, wenn es knapp geworden ist, ein Heiltrank war immer die bessere Option als ein Mana-Trank, um dann mit dem Heilzauber zu beginnen. Nee. Wenn ich mal Tränke brauche, dann in Notsituationen, dann wenn es knapp ist. Und dann brauche ich die Heilung sofort. Und nicht das Mana sofort. Und dann 2,5 Sekunden Heilzauber. Nee. Das bringt leider wenig. Habe ich gekirschnert? Ja, habe ich. Oh, Gratisleder. Nein, da hat mein Gratisleder getötet. Komm her. Mann, das hätte ich jetzt echt gerade noch gut gebrauchen können. Ich glaube, als Druide muss man in den einzelnen Formen nicht so extrem hin und her switchen, wie zum Beispiel beim Krieger mit den verschiedenen Haltungen. Da musst du, glaube ich, ein bisschen krasser hin und her switchen. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch Fähigkeiten dafür, dass du bei Talente, so Skillbäume, also diese Talente dafür, du nicht oder keine Wut verbrauchst, oder nur einen Teil deiner Wut verbrauchst, wenn du hin und her wechselst. Ziemlich geil eigentlich. Ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, ob es irgendwie so eine Fähigkeit hier gibt. Aber da halt Katze, Bär und Druide unterschiedliche Ressourcen benutzen, glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Aber es wäre halt schon cool, wenn es irgendwie so ein Talent gibt, wie beim Wechsel in eine Tiergestalt, also in Bären- oder Katzengestalt, generiert man automatisch 10 Wut oder 40 Energie oder sowas. Das wäre schon ziemlich geil. Gibt es sowas? Wird euer Bewegungstempo um 15%, während ihr in Katzengestalt seid. Ah, das ist natürlich geil. Schauen wir mal. Zauberhexerin der Rächerflossen. Sie ist Level 18. Ellenreiter ist Level 18. Okay. Das ist eigentlich ziemlich gut, dass die nicht so extrem überlevelt sind hier. Das heißt, ich sollte die ohne große Probleme umklatschen können. Und ich habe schon Nagas mit Level 18, 19, 20 umgehauen, ne? Ganz im Ernst, die Nagas hier in Dunkelküste, genau, bei den Ruinen von Matista, die hatten ein höheres Level als die Nagas hier in Eschenwell. Eigentlich cool. So, dann probieren wir doch gleich mal. Wellenreiter sollte Nahkämpfer sein. Da ist es, glaube ich, ganz gut. Da kann ich auch mit 75% Leben in den Kampf gehen. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Ach du Scheiße. Der hat ja wirklich überhaupt keine Chance. Kopf einer Rächerflosse. Oh nein, es gibt hier wieder diese Muscheln. Schwammerl fliegen gleich raus. Dann fange ich jetzt gleich mit dem Inventarmanagement hier an. Weicher Fellflicken, magere Wollflanke. Moment. Magere Wollflanke, das kommt mir sehr bekannt vor. Waren das nicht die, die man im, Größere Taschen braucht das Land. Ja, das auch. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass ich mit Lederverarbeitung irgendwann mal welche herstellen kann. Magere Wollflanken, das waren doch die, wo man im... ich komme mit den Namen immer durcheinander. Dämmerwald? Da, wo halt die ganzen Untoten sind, wo es den Friedhof von Rabenflucht und so gibt. Gab es doch die Quest, wo man die mageren Wollflanke dann mit den Würzkräutern aus Sturmwind saugeiles Buffhut machen kann. Mit 6 oder 8 Ausdauer und Willenskraft. Und man braucht irgendwie nur eine magere Wollflanke für 3-mal Buffhut. War das dasselbe Item? Ich glaube fast ja, muss ich mal schauen. War das nicht Schneider, der Taschen macht? Ja, Schneider ist auf jeden Fall der 10.000 mal bessere Taschenmacher. Lederverarbeiter können aber auch Taschen herstellen. Also sie sind generell in der Lage dazu. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht großartig warum. Denn Schneider zum Beispiel bei einer 6-Platz-Tasche, ne? Ein Lederverarbeiter, der kann das mit Lederverarbeitungsstufe 80 oder so lernen. Und zwar geht das ausschließlich mit Kodo-Leder. Und dann kannst du Kodo-Leder-Taschen machen.
Decksplatztaschen. Und Kodo-Leder droppt auch noch sehr selten von einzelnen Kodos. Und Kodos gibt es auch nicht viele, sodass du irgendwie 15 oder 20 Kodos umklatschen musst, damit du dir eine Sechsplatztasche draften kannst. Der Magier lernt, Magier sage ich schon, der Schneider, der Magier, ja, assoziier Schneider immer gern mit Magier. Der Schneider lernt das irgendwie auf Skillstufe 50 und kostet einfach nur 6 Leinenstoff, dass du von jedem humanoiden Mob droppt. Keine Ahnung, warum das beim Lederverarbeitung so extrem viel schwieriger ist. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Schneiderei als Beruf nehme, also Schneiderei und Kirschnerei, nur Lederverarbeitung nicht, und so lange Schneiderei mitnehme, bis ich mir 4 Taschen gecraftet habe und dann wieder umskille auf Lederverarbeitung. Habe ich mir sogar überlegt, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich kann mir die 6-Platz-Taschen auch für 5 Silber kaufen. Nur die 8-Platz-Taschen, die kosten, glaube ich, schon 50 Silber oder so. Das ist schon eine andere Hausnummer. Rommel hier, schwache Willenskraft, kann auch weg. Die ist auch beim Händler nichts wert. Was war das gerade für ein Glockenton? So, bisher liegt aber scheinbar die Kopf-Drop-Chance bei 100%. Das finde ich super. Zumindest ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass einer mal keinen Kopf dabei hatte. Natürlich super, wenn ich exakt 20 umklatschen muss. Und nicht irgendwie so eine Drop-Chance von 5% habe oder so bei Köpfen. Das wäre schon fies, ne? So, jetzt sollte ich mich aber echt mal hochheilen hier. Muss ja nicht zu krasses Risiko gehen. Widerstehen. Ich hasse das mit Widerstehen. Dieses Widerstehen ist übrigens auch der Grund, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mir einen Feuermagier als Hardcore-Charakter mache. Denn der kann halt mit seinem kompletten Mana irgendwie nur 3 Feuerbälle machen und der haut einen Gegner auch mit 3 Feuerbällen um. Das ist nicht das Problem. Ein Feuerball macht sau viel Schaden. Das Problem ist eher, dass der Gegner sehr gerne mal widerstehen kann. Und wenn er einem Feuerball widersteht, der halt eine Castzeit von 4 Sekunden hat oder so, dann haut der Gegner dich um. Denn dein Mana ist dann leer. Das Mana musst du halt trotzdem ausgeben dafür. Jetzt würde ich echt gerne mal einen Feuermagier in der Hardcore-Challenge machen. Aber so bleibt es halt eventuell in ferner Zukunft mal bei Frostmagie. Aber Magier ist halt generell geil in der Hardcore-Challenge. Es wird halt, glaube ich, echt schwierig, damit hohe Level zu erreichen. Aber als Glaskanone macht das schon Laune. Was halt nicht Laune macht, ist nach jedem Mob sich hinsetzen und trinken. Ich bin außer Reichweite. Ich bin auch ein Depp. Ich habe gedacht, ich bin doch Druide und wollte jetzt schön von weit hinten Sternenfeuer machen. Ich kann Frostnova, das ist natürlich blöd als Nahkämpfer. Dann verwandle ich mich doch auch mal zurück. Wing! Das dauert viel zu lange, Alter. Das dauert viel zu lange, da ein Feuer mitten im Kampf einzusetzen. Ich bin jetzt auch mit Absicht ein Bär geworden, damit ich die Zauber unterbrechen kann. So, aber ich glaube, ohne Mana ist es relativ sinnvoll, sich in die Katze zu verwandeln. Weil dann kann man noch Fokus bis zum nächsten Kampf aufbauen. Dann kann man keinen Kampf mit irgendwelchen Zaubern beginnen, sondern kann einfach so direkt reinrennen in den Kampf. Boah, wie schnell ich den umklatsche. Ich habe den jetzt, ich glaube, ich habe die 100% Leben von dem Nagerkerl da genauso schnell umgeklatscht wie die 40% Leben von ihr als Bär. Und ich habe nicht mal irgendeine Fähigkeit eingesetzt, außer Klaue, ne? Also, ich glaube, die Katze wird noch richtig geil später. Oh, oh. Gegen die Zauberhexer bleibe ich, glaube ich, trotzdem lieber Bär. Zack. Einfach nur für das Interrupted-Ding. Das ist, glaube ich, relativ viel wert bei Magiern. Ja, das funktioniert super. Und wieder ein Mana-Trank. Ich schaue gerade, ob es hier irgendwas gibt, was ich mal eben so rausschmeißen kann, aber ich sehe leider nichts. Hab immer noch kein volles Mana gehabt. Boah, hab ich vorher echt so viel Mana ausgegeben dafür? Wellenreiter. Wir scheinen hier alle das gleiche Level zu haben. Ich habe jetzt hier irgendwie Angst davor, dass ich bald in so ein High-Level-Gebiet von den Nagas komme und die plötzlich Level 25 haben.
Gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Angst habe ich davor, einfach plötzlich in High-Level-Nagas reinzulaufen, ohne es wirklich zu merken. Probier es jetzt nochmal mit voller Energie gegen eine Zauberhexerin. Die macht halt direkt am Anfang gleich Frostnova. Das ist relativ fies. Ich bin außer Reichweite. Ich glaube, es kostet auch zu viel Mana, mich im Kampf hin und her zu verwandeln. Habe ich ja vorher ausprobiert, das hat nicht so toll funktioniert. Also, dass wenn ich in der Frostnova gefangen bin, dass ich dann in die Druidenform zurück switche, um selber zaubern zu können. War nicht so von Erfolg gekrönt, nenne ich es mal. So, 65% Leben reicht. Reicht ohne Problem. Ich stelle mich aber mal auf die Seite, in der Hoffnung, dass wenn die Frostnova einsetzt, dass sie dann nach da hinten wegläuft und nicht in Richtung ihrer Kumpels. Okay, sie ist einfach gestorben. Das geht natürlich auch. Der Kriecher. Ich habe es gemeint, der wäre irgendein Begleiter von irgendeiner neuen Nagerart, die ich noch nicht kenne. Sieht aber nicht so aus. Ich weiß, der hat Kriecherfleisch für meinen Kochkunstskill, aber... Geh, lass mal. Und man ist ja, glaube ich, auch extrem auf die Trefferchance angewiesen. Die aber gerade gefühlt sehr viel höher ist als sie bei meinem Schurken war. Plus 4 Feuerzauberschaden. Na, das ist ja super. Ist ja ganz toll. Ja, bringt halt Geld beim Verkaufen dann, ne? Leinstoff liegt. Ein Mensch braucht hier Leinstoff. Was ist das? Ach, der Questgegenstand. Der kommt bitte irgendwo da oben hin. Pass auf, und dieser schwache Heiltrank fliegt auch raus. So. Hätte ich es verkaufen können, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Dafür habe ich jetzt 2 freie Inventarplätze wieder. Theoretisch könnte ich auch noch den groben Faden rausschmeißen. Ne? Der kostet ja nichts. Der kostet wirklich nichts. Ein paar Kupfer pro Ding. Aber das mache ich erstmal nur im Notfall. Denn gebrauchen kann ich den ja später noch. Ganz im Gegensatz zu Leidenstoff. Den kann ich später nicht mehr gebrauchen. Und ich glaube beim, wie heißen die, bei diesen... Stoffrüstmeistern, wo man halt diese Quest für Erfahrung und Ruf abgeben kann. Das geht, glaube ich, erst mit Wollstoff los. Leinenstoff gibt es doch nicht. Und außerdem kann man die Quest auch irgendwie nur einmal pro Woche oder so abgeben. Also total bescheuert. Also ich mag sowas einmal pro Woche nicht. Denn bei mir ist es halt meistens so, dass ich eine Woche sau viel Zeit habe zum Zocken und dann irgendwie wieder 2 Wochen lang nicht. Und das ist halt blöd, denn in der einen Woche hätte ich halt 5-mal genug Leinenstoff oder Wollstoff, um das abgeben zu können und kann es dann immer nur einmal pro Stoffrüstmeister machen. Und dann bin ich 2 Wochen sowieso wieder nicht da. Und es war das in der Vergangenheit jetzt so. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal relativ viel Zeit. Da hinten war doch auch, glaube ich, irgendwo der Dungeon-Eingang, ne? Hier oben. Oder hier. Nee, hier. Ich erinnere mich, da bin ich nämlich mal als Paladin rein, weil man für diese Paladin-Quest die allerersten Elite-Naga-Hexerinnen, Zauberinnen kaputt machen musste. Level 21 waren die, glaube ich, oder? Oder waren die Level 19? Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Nein, bitte? Ah, sehr cool. Also wenn ich mich von Druide auf Katze verwandle, dann geht der Frosteffekt weg. Das ist gut zu wissen. Oder des Schutzes kann ich nur einsetzen, wenn ich Druidengestalt bin. Ja, ja, ja. Aber das war geil mit der Paladin-Quest hier. Das war sauschwer, aber war cool. Als Paladin schaffst du es halt einfach solo, auch die Elite-Mobs umzuklatschen. Ohne große Probleme, ehrlich gesagt. Das ist zu weit. Nein, komm schon. Boah, wie viel Damage macht die denn? Oh, oh, ich sollte mich zurückverwandeln und heilen. Sehr gut. War das ein Crit? Nein. Ich heile mich tatsächlich um so viel. Sehr gut zu wissen. Hat die mich schon gesehen? Nein. Brauche auch nur noch 2 Köpfe. Also die Musik hier ist genauso bedrohlich wie die Diablo 2 Musik. Muss ich aber ganz ehrlich sagen.
obwohl das eigentlich hier nur ein schöner, gemütlicher Strand ist. Ich habe gerade so das Gefühl, es bringt jetzt gerade mehr, sie nur über Magie umzubringen. Zumindest theoretisch, wenn ich genug Mana hätte. Hat aber funktioniert. So, da jetzt ist der Zeit gekommen, wo ich Wollverbände brauche. Wie viel Mana kostet das? 195 Mana, also genauso viel Mana wie die Bärengestalt. Auch gut zu wissen. Verwandle ich mich doch mal jetzt in die Katzengestalt. Wie gesagt, wenn ich kein Mana mehr habe, ist es, glaube ich, relativ sinnvoll, gleich in die Katzengestalt zu gehen. Denn in der Katzengestalt bleibe ich erfahrungsgemäß länger als in der Bärengestalt. Und kann so schon mehr Mana regenerieren. Nicht schneller, aber mehr. Sehr gut, die Quest ist fertig und ich habe immer noch zwei freie Inventarplätze. Na super, da hätte ich eigentlich gar nichts rausschmeißen brauchen. Kann das sein? Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Bartranzhaar bringt Orendil Broadleaf in Ashenvale. 5 Bartranzhaar-Pflanzen. Also dafür muss ich tatsächlich zu Maestras Posten zurück. Und Zoramstrand, Inril Swiftfire in Astranar. Okay, pass auf. 23 Sekunden, das heißt, ich hau jetzt noch 102 Gegner um und dann werde ich tatsächlich mit dem Ruhestein nach Astranar zurückkehren und dann werde ich erstmal beide Quests abgeben. Na komm schon, sehr gut. So, und dann mache ich auch erstmal danach dann erstmal Schluss für heute, weil es dann schon spät genug ist. Übrigens gerade keine Ahnung, wo meine Frau hin ist. Denn ich habe jetzt schon lange von nichts mehr von ihr gehört. Kann sein, dass sie noch gar nicht zu Hause ist. Jawohl. Was führt euch hierher? Das ist schon wieder eine Gastwirtin, bei der man nichts verkaufen kann. Ich mag Gastwirte nicht, bei denen man nichts verkaufen kann. Hallo. Hallo. Scheint aber eine Nachtelfenangelegenheit zu sein. Damit weg damit. Verdorbene Lederfetzen brauche ich. Die können weg. Die Mana-Tränke verkaufe ich direkt, denn ich werde die wirklich niemals gebrauchen können. Hirschfleisch behalte ich jetzt einfach mal noch spontan, denn es kann sein, dass ich das bald brauche. Ich kenne mich hier halt einfach leider nicht aus. Die Göttin schütze euch. Bitte Schützung. Euch ebenfalls. Euch ebenfalls. So. Wo war jetzt die Quest? Ich suche gelbe Punkte auf der Minimap. Hier, na also. Hopp. Hopp. Was führt euch hierher? So, sehr gut, Azuria. Sehr löblich, was ihr da am Zoramstrand gegen die Naga ausgerichtet habt. Ich kann mir denken, dass ihr es nicht leicht hattet, denn die Kraft und Arglist der Naga sind den Nachtelfen wohl bekannt. Wir wissen es, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit haben. Vergangenheit, die sich auf keinen Fall wiederholen darf. Naja, wir führen keinen offenen Krieg mit der Horde, aber der Frieden ist brüchig. Naja, ihre Agenten gehen häufig gegen uns vor, aber stets heimlich. Einer dieser Feldzüge würde uns durch geheime Informanten in Terramor enthüllt, die behaupten, dass die Orks Gift der Pracht schwingen, bei Mirk, Fall und See im Steinkrallengebirge im Süden sammeln. Dann benutzen Ork-Auftragsmörder das Gift bei ihren geheimen Feldzügen gegen die Allianz. Ja, ganz geheim, ne? Wenn das stimmt, dann müssen wir sie aufhalten, Azuria. Wir müssen ihnen den Zugang zu dem Gift versperren. Bringt 12 Prachtschwingen Giftbeutel... Also klar, ich muss das Gift einfach selber sammeln, hm? An einem Strand liegen, das wäre es nur. Oh ja, ich war da ja erst, haha. War jetzt erst 2 Wochen lang am Strand. War super geil. War super, super geil. Genau, und jetzt will ich zu Maestras Posten zurück, um die Quest abzugeben. Das Tolle ist ja, wir waren halt die, waren da auch Nachtelfendamen in Bikinis? Oh ja. Zumindest mit so langen Ohren, ne? Nee, das, wir waren halt in so einem,
also kein Hotel, sondern du hast halt so ein eigenes Bungalow mit eigener Küche und alles und du hast halt einfach für 14 Tage da dein eigenes kleines Häuschen, wo du ein bisschen was selber kochen kannst und das war's. Mit mehr hast du da mit anderen Leuten nicht wirklich zu tun. Ist super geil gewesen. Gerade jetzt in Corona-Zeit ist das natürlich sehr viel besser als jedes Hotel, wo du immer in die Früh gehst und hast am besten noch ein Buffet, wo jeder mit seinen Corona-Händen reingelangt hat. Nee, danke. Aber das ist, so, wenn man so auf sich selber gestellt ist, ist das sowieso immer geiler. Nee, das war super, super geil. Das Problem, also Problem in Anführungszeichen, ist halt, die italienische Regierung, die hat für 2 Wochen lang, hat sie erlassen, dass man abends nach 18 Uhr bis morgens 6 Uhr auch im Freien die Maske tragen muss. An touristischen Plätzen oder generell Plätzen, wo man sich versammeln kann. So, das bedeutet natürlich für das gesamte Ferienlager, wo wir waren, war halt dann ab 18 Uhr Maskenpflicht auch draußen angesagt. Und wer Italien kennt, ne, ab 18 Uhr scheint halt immer noch die Sonne. Es ist sauheiß draußen. 18 Uhr ist dann meistens die Zeit, wo du halt vom Meer wieder oder von wo auch immer du warst, wieder zurückgehst nach Hause, um dein Essen zu machen. Und dann dürfst du halt meistens halt in Maske mit Gepäck durch die Sonne laufen. Das war dann nicht so geil. Und abends, wenn du dann rausgegangen bist, wenn du halt so durch das Camp gelaufen bist, war ein relativ großes Camp. Du bist schon relativ weit gelaufen. Also bestimmt so gute 15 Minuten von unserem Bungalow, von unserem Chalethäuschen in die Mitte. Also da, wo abends dann was los ist. Und abends war halt einfach nichts los. Abends, also zumindest nicht so viel. Sehr viel weniger als tagsüber. Aber du musstest halt trotzdem nachts auf diesen Wegen trotzdem die Maske anziehen. Auf dem Platz, wo dann die vielen Leute sind, klar, ist logisch, ne? Nur es war halt dann so, dadurch, dass das einfach ein touristisches Lager war, halt diese Maskenpflicht einfach überall. Und du musstest dann halt, tagsüber war auf diesen Wegen sehr viel mehr los. Da sind sehr viel mehr Leute rumgelaufen. Da galt dann keine Maskenpflicht. Aber abends, wenn dann weniger Leute rumlaufen, musstest du auf diesen Wegen da auch die Maske anziehen. Und die italienische Regierung hat das für 2 Wochen gemacht, und zwar genau die 2 Wochen, in denen wir da waren. Oder eventuell sogar für 3 Wochen, aber nicht für lange. Und genau in der Zeit, wo wir da waren. Schade eigentlich. Ich meine, davor gab es auch schon immer Maskenpflicht im Freien, wenn man den Abstand nicht einhalten konnte. Aber es gab, also das wäre da auch bei den meisten Plätzen der Fall gewesen. Aber es war halt nicht so, dass es generell, egal wie viele Leute da waren, vorgeschrieben war. Die haben halt gemeint, ja, wegen der südländischen Feierkultur. Dass halt, wenn halt die ganzen Leute dann irgendwie in den Städten in erster Linie hier sich volllaufen lassen und dann halt betrunken und feiernd durch die Lande ziehen, ne? Ich glaube, darauf hat das eher abgezielt. Aber sie haben es halt einfach generell komplett für ganz Italien gemacht, 2 Wochen lang. Kann man verstehen. Ist halt nur schade, dass wir exakt in diesen 2 Wochen da waren. Aber war auch nicht so schlimm. Nur schlimm war es halt in der Sonne. Habt ihr das Bartranshaar gefunden? Dazu, ja, das Kind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, ne? Ja, habt das Haar. Jetzt kann ich ein Heilmittel für das Kind zusammenmischen und beten, dass mein Gebräu auch wirkt. Die Verlassenen sind in Bartrans Schlupfwinkel. Das ist höchst beunruhigend. Das ist in der Tat höchst beunruhigend. Muss ich jetzt wieder hin und Verlassene töten? Surya, ich habe ein Heilmittel entwickelt, mit dem man dem erkrankten Kind bestimmt helfen kann. Er redet im Hintergrund auch noch irgendwas. Bringt es nach Astrana und gibt es dem Vater des Kindes, Pelturas White Moon, um nach Astrana zu gelangen, folgt der Straße. Ja. Wie man nach Astrana kommt, weiß ich schon. Aber wieso ist das Kind nicht hier? Das ist echt, das Kind ist in Astrana. Da komme ich gerade her. Na, ganz toll. So, aber dahin werde ich jetzt noch kurz zurückgehen. Und dann mache ich aus. So, man kommt hier, es ist halt WoW Classic, ne? Man kommt immer vom 100. ins 1000. Man denkt immer, ja, jetzt höre ich dann gleich auf. Und dann, ach, das kleine Ding da, komm schon, das geht noch. Und dann, ach, man muss jetzt auch mal eben schnell dahin laufen. Okay, komm, das mache ich jetzt auch noch mit. Ich finde es übrigens auch super, dass ich jetzt hier noch ein bisschen WoW Classic intensiver zocken kann die nächsten paar Tage, bevor es dann hoffentlich bald den Pre-Patch geben wird. Also ich rechne ja damit, dass der Pre-Patch in 2 Wochen kommt, also 4 Wochen vor Release. Moment, in 2 Wochen, das wäre der datumsmäßige. Ne, das wäre tatsächlich schon nächste Woche, oder? Ne, das wäre in 2 Wochen.
Also datumsmäßig der 29. September. Damit rechne ich persönlich jetzt einfach mal. Wenn es früher kommt, gerne. Wenn es später kommt, ist auch nicht schlimm. Es sollte halt nicht so extrem knapp vor dem Release von Shadowlands sein, denn dann hat man keine Zeit mehr, irgendwie noch ein paar neue Charaktere hochzuziehen. Ich weiß, ich könnte auch jetzt schon Charaktere hochziehen, weil es halt den Erfahrungsbuff und so weiter gibt, aber generell auch ohne Erfahrungsbuff wird es danach halt sehr viel leichter gehen und ich habe halt richtig, richtig Bock, bei den ganzen Add-ons, die ich noch nicht kenne, die Story mitzunehmen. Da versuche ich mich dann halt durch ein Add-on durchzuquesten und dann habe ich unten ein paar Klassen zu spielen, die ich in Retail noch nicht kenne. Darauf habe ich zumindest Bock. Und dann habe ich halt auch den krassen Gegensatz von Classic zu Retail. Das wird geil. Ich weiß halt nur noch nicht, ob mich Retail lang genug fesseln kann, um dass ich sage, Classic lasse ich erstmal ein bisschen liegen. Das weiß ich noch nicht, denn Classic ist einfach großartig. Retail auch. Nicht falsch verstehen, aber aktuell habe ich halt mehr Bock auf Classic. Aber ich habe auch Bock auf Shadowlands, so ist es ja nicht. Es ist viel zu viel zu spielen und viel zu wenig Zeit, um mal alles machen zu können. So, Orendil-Teilmittel, wie hieß der? White Moon, oder? Pelturas White Moon. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es einen gelben Punkt auf der Minimap gehe, wenn ich einmal quer durch Astralar laufe. Ja, da hinten. Ich werde mich auch später noch mal genauer hier nach ein paar Quests umgucken, ne? Aber ich glaube, für den Beginn habe ich erstmal genug. Da hinten liegt Relara White Moon. Seid gegrüßt. Ich muss mich entschuldigen, ich habe jetzt keine Zeit zu plaudern. Ja. Das ist von Orendil. Seine Fertigkeiten in Kräuter und Heilkunde sind enorm. Dieses Heilmittel gibt mir Hoffnung. Aber hatte ich schon fast aufgegeben. Bitte sehr, Relara, nimm die. Schau mal. Relara White Moon trinkt das von Azuria gebrachte Heilmittel. Vater, seid ihr da? Ich habe Hunger. Kann ich etwas Eintopf haben? Was? Was? Eintopf? Dieses unverschämte Gör? Nein. Ihr seid wach. Euer Heilmittel muss gewirkt haben. Danke, Azuri. Ja. Bitte, bitte. Habe ich die Questbelohnung schon bekommen? 1950 Erfahrung, 25 Silber. Sehr gut. Und eine Folgequest. Darauf habe ich doch gehofft. Hatte gehofft, Orendels Heilmittel würde Relara retten, aber ich fürchte, es hat die Krankheit, die beim Kind wütet, nur gedämpft. Wir müssen eine stärkere Medizin finden. Zum Glück hat mir Orendil von weiteren Arzneien erzählt. Na klar, sollte seine erste versagen. Ah, davon hat er dir vorher schon alles Mögliche erzählt. Träne von Elun ist eine Gesteinsart, die nur an einem Ort vorkommt, auf der Insel im Irissee, östlich von Astralar. Orendil sagte, der Stein könne Verderbnis wegwaschen. Bitte, Azuria, bringt mir eine Träne von Elun und betet, dass sich die Erkrankung meiner Tochter damit heilen lässt. War das nicht das Item, was im PvP sehr, sehr beliebt ist, weil man das nur durch eine Quest bekommen kann? Einmal pro Charakter. Und er heilt einen, glaube ich, einfach voll. Oder macht einen unverwundbar für 20 Sekunden oder so. Irgendwie sowas. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Träne von Elun ein sehr beliebter PvP-Gegenstand war. Die Sterne leiten. Man kann es zwar, glaube ich, nicht im AH handeln. Also man musste es halt selber einholen, hat es dann pro Charakter einen. Aber es war sehr beliebt in der PvP-Szene. Irgendwie sowas, meine ich mal, gelesen zu haben. Gut, dann würde ich sagen, war's das aber für heute. So, was mache ich denn morgen? Reise zu... Das bestimmt nicht. Sucht in Eschenwälder Tarunis, das könnte ich machen. Kann ich das irgendwie markieren? Nein, natürlich nicht. Das war nämlich, glaube ich, hier hinten irgendwo. Bisher bin ich da immer über irgendeinen komischen Pfad von hinten gekommen. Und dann hinten runter gesprungen und gehofft, dass mich nicht zu viele Murlocs angreifen. Schauen wir mal. Fallatimsee im Fuße der Berge im Westen, genau. Ich glaube, das werde ich machen. Steinkrallengebirge mache ich nicht. Steinkrallengebirge mache ich nicht. Erluns Träne könnte ich auch bald machen. Das ist echt noch Dunkelküste. Warum ist das denn angeblich Dunkelküste? Und warum heißt das der Turm von Altalax? Muss ich das hier so lange machen, bis mein Level hoch genug ist, dass ich gegen diese Diener im Turm von Altalax kämpfen muss, die ja noch Level Fragezeichen Fragezeichen hatten? Kann das sein? Losrede könnte ich auch machen. Aber ich glaube, ich fange morgen mit Renés Säuberung an und dann schauen wir mal weiter. Oh, da habe ich noch was vergessen zu verkaufen. Das kann ich auch noch verkaufen. Das behalte ich. Das werde ich verkaufen. Denn ich werde so schnell nicht in den Dämmerwald kommen, glaube ich. Und wenn, finde ich da genug magere Wollflanken.
bin geehrt. Hopp, hopp. So, Wollstoff behalte ich. Muschelfleisch behalte ich auch. Könnte ich eigentlich gleich wieder verkochen, ne? Aber ich lasse das mal. Denn wenn ich noch einmal gekochte Muscheln esse, dann habe ich einen Inventarplatz frei. Muschelfleisch kann ich noch ein bisschen was sammeln. Und ich glaube, in der nächsten Zeit, ich kämpfe zwar gegen Murlocs, aber ich glaube nicht, dass die so viele Muscheln dabei haben werden. Schreiterfleisch und Hirschfleisch. Eigentlich kann ich gerade das Schreiterfleisch fast verkaufen, ne? Denn ich habe jetzt so viele plus 4 Ausdauer und Willenskraft, dass ich mir keine Äpfel mehr kaufen werde, nur um Schreiterfleisch zu kochen. Und das ist auch schon grün. Ja, nee, komm. Also Schreiterfleisch fliegt auch raus. Echt einen Bald behalte ich, aber nicht da oben bei den Questgegenständen, sondern hier unten, bitte. Die Muscheln tue ich mal irgendwo da oben hin, denn die werde ich morgen wahrscheinlich aus Versehen essen. Hm, lecker Hirschfleisch, ja. Hirschfleisch schmeckt übrigens sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich liebe es, wenn es hier bei den örtlichen Restaurants hier im Dorf, wenn es da irgendwie mal frisches Wild gibt oder so, da stellen die dann gerne mal ein Schild vor die Türe oder so, so heute und morgen oder heute frischer Hirsch oder so, wenn mal ein Jäger wieder einen Hirsch mitgebracht hat. Ist schon richtig, richtig geil. Schmeckt richtig lecker. Was sehr selten ist, aber schmeckt super geil. Gut, ja, ich würde sagen, das passt soweit. Morgen geht's weiter mit Renés Säuberung. Vorbereitet habe ich jetzt eigentlich so gut wie alles. Ich lasse das Hirschfleisch tatsächlich mal drin. Vielleicht kriege ich ja bald irgendeine Quest, wo ich das Hirschfleisch dann mit Kochkunst verarbeiten kann. Wenn ich Glück habe, nicht nur für Punkte, sondern auch noch für irgendwelche anderen geilen Sachen. Gut, ja, morgen früh geht's dann wieder weiter. Heute weiß ich nicht, ob ich noch zum Stream komme. Wahrscheinlich nicht mehr, denn wir haben noch Pläne für heute Nachmittag und abends muss ich auch wieder früh schlafen gehen. Denn, genau, sobald morgen mein Sohn wieder im Kindergarten ist, fange ich wieder an. Bis ich ihn halt holen muss, ne? So wie heute hat meine Frau alles gemacht, aber, also nicht alles. Ihr holt ihn ab. Gut, aber zumindest morgen geht's dann weiter, ne? Also ich denke mal heute nicht mehr, aber morgen früh, sobald der Sohnemann wieder im Kindergarten ist, geht's weiter. Also wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut und bis morgen, ne? Macht's gut, Grimbosch. Macht's gut, alle anderen, die noch dabei sind. War super geil heute. Jo, vielen, vielen Dank. Und genau, bis dann, ne? Also macht's gut. Tschüss.